Und los geht's. Hallo, liebe Hörer, eine Minute über die Zeit, aber jetzt sind wir da. Herzlich willkommen hier zu NASA, der notorischen Schatzanstalt auf dem YouTube-Kanal von Kulturstudio. Hier am Mikrofon gerade Frank Stoner. Und wir haben heute wieder eine nette Runde hier zusammengestellt und begrüßen erstmal hier vom Kulturstudio den Micha. Micha, bist du am Start heute Abend? Ja, hallo liebe Freunde, da bin ich. Herzlich willkommen. Freue mich, dass ihr alle wieder da seid. Heute mal eine Woche früher. Ja, liebe Grüße an die Runde erst einmal. Ja, und lass uns auch begrüßen hier vom Kulturstudio den Boris. Boris, bei dir alles am Start? Alles am Start, Frankie. Schönen guten Tag, Leute. Schönen guten Tag, Frankie. Schönen guten Tag, Runde. Und ja, heute letzte Sendung der NASA in diesem Jahr. Ja, yeah, letzte Sendung in diesem Jahr, erste Sendung nach der Trump-Wahl. Und lass uns mal nach Wien schalten hier aus Wien. Tom, who knows? Tom, bist du bei uns? Hallo, grüß euch, freut mich wieder da zu sein. Und jetzt müssen wir eigentlich den Alex vorstellen, aber leider ist der Alex heute verhindert. Aber hey, wir haben mehr als nur Ersatz hier dabei. Auch aus Wien ist mit uns der Manuel von thefalseflag.com. Hallo Manuel. Ja, schönen guten Abend in der Runde. Freut mich für die Einladung. Hallo. Ja, sehr cool, dass du hier eingesprungen bist heute Abend. Und wie gewohnt haben wir bei NASA einen Gast bei uns und einen Gast, auf den wir uns alle sehr freuen, weil es immer wieder sehr inspirierend ist, mit ihm zu plaudern, mit ihm zu reden. Er hat sich über viele Jahre einen sehr, sehr großen Namen gemacht hier in der deutschen Truther-Szene. Er ist Historiker und immer ein charmanter Gesprächspartner. Herzliche Grüße hier und willkommen bei uns in der Runde an Wolfgang Eggert. Hallo euch alle. Ja, yeah, vielleicht als erstes mal ganz aktuell so, wie ist denn die Stimmung in Wien, in Österreich nach dem Wahlsonntag? Letzte Sendung hatten wir direkt die Nacht der Trump-Wahl und heute sind wir in einer Nachwahl und ich würde mal sagen, Manuel, sag du uns doch als Österreicher mal als erstes, wie ist denn die Stimmung in Österreich jetzt hier nach dem Wahlsonntag? Die Stimmung ist eigentlich relativ normal. Es war ja davon auszugehen, dass es Van der Bellen wird. Das kam jetzt nicht wirklich überraschend, weil ja der gesamte Wahlkampf sich ja schon so dargestellt hat, dass sich ja alle gegen einen eingeschossen haben. Auch wenn das medial oft gern verdreht wurde, so dass Hofer gerne als Favorit dargestellt wurde. Aber de facto war es so schon, dass eigentlich Van der Bellen der Favorit war. Deswegen kam das jetzt wenig überraschend für mich persönlich. Tom, was sagst du? Ja, ich kann nachts kaum nicht mehr schlafen. Also ich habe echt Probleme damit. Nein, Spaß beiseite. Ich sehe es auch so, dass es eigentlich abzusehen war, weil ja wirklich alle gegen ihn mobilisiert haben, wie bei Trump auf die eine oder andere Weise. Aber es entspannt sich. Ich glaube eher, dass das Gefühl bei den Menschen überwiegt, endlich ist der Scheiß vorbei, weil du musst denken, die Leute sind bei uns das nicht gewohnt, dass sie monatelang beschallt werden vom politischen Nonsens. Und ich glaube, die meisten Leute sind froh, dass das jetzt vorbei ist. Absolut, ja. Ja, das war ja schon ein ziemlicher Marathon. Wir hatten ja auch noch eine extra Live-Sendung gemacht. Wir hatten mit Hagen Grell, eigentlich hatten wir generell was geplant gehabt, aber dann haben wir leider wenige Österreicher erreicht. Der Tom hatte leider keine Zeit und Manuel hatte sich leider offline gestellt. Er hat einen Offline-Tag gemacht und dann hatten wir eigentlich auch schon aufgegeben und kurz vor am 8. rief dann doch noch Hagen an und sagte, guck mal hier, wie sind die sich da so schon so sicher, dass da schon so früh die Ergebnisse und das ist halt doch viel enger und so weiter. Und dann haben wir dann doch nochmal uns dazu entschlossen, eine Sendung zu machen. Und ja, es war dann doch noch sehr spannend. Wir hatten dann noch den Stefan Bartonek dabei von der Gruppe 42, der sich mit zugeschaltet hat. Und ich denke mal, das war eine schöne Wahlsendung, ist es dann noch geworden. Ja, ja gut, Österreich-Wahl, ja, wir werden sehen, wie sich das
wie sich das da weiterentwickelt. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Wie gesagt, es war klar, alle gegen Hofer, jedenfalls in den Medien war es genauso. In Amerika war es ja nicht anders, da hatten wir alle gegen Trump, fast alle gegen Trump, hier in Deutschland ja auch. Und Wolfgang, du hast dich ja mehr oder weniger über Trumps Sieg gefreut, wenn man das so sagen kann. Du verbindest damit eine ziemlich große Hoffnung, wo viele eigentlich sagen, ja, der Trump wird auch nichts ändern können und so weiter. Aber erzähl mal, du hast die Trump-Wahl versucht zu verfolgen. Ich habe es ja im Interview mit Robert gesehen, was du da erzählt hast, und warst dann doch überrascht, dass er es gemacht hat. Ja, ich war total überrascht. Einfach, weil die Propaganda so eindeutig gewesen ist und weil die ganzen Meinungsforschungsinstitute bei uns halt eben auch gesagt haben, er wird's nicht, auf die man letztendlich ja nun wirklich scheißen kann, auf Deutsch gesagt. Das wissen wir inzwischen auch. Das war der Punkt, wo mich dann Österreich ein bisschen erstaunt hat, weil die Wettbüros in Österreich halt eben die besseren Quoten gegeben haben für Hofer. Also die hatten ihn vorne, ganz klar vorne. Und da hatte ich mich dann doch gewundert, dass das Ergebnis dann wiederum klar in der Gegenseite war. Über Trump hatte ich mich wahnsinnig gefreut gehabt, einfach schon aus dem Moment heraus, dass er ja die Position oder viele von den Positionen vermittelt und angesprochen hat, die wir Truther ja mögen. Also gegen das Establishment, gegen Federal Reserve, kritisch gegenüber der NATO und der EU etc. pp. Und der ist es dann geworden. Also musste man sich ja in dem Moment freuen, weil damit unsere Position anerkannt war. Die Frage ist halt eben, was sich dann auf der langen Strecke dann auch politisch durchsetzt. Nur wir haben für meine Begriffe jetzt eine Machtverschiebung, die ein Stück weit doch wirklich glaubhaft ist und die uns sehr viele Möglichkeiten bietet. Ich habe dementsprechend auch mit Robert Stein gesprochen gehabt, vor dem Hintergrund halt eben, dass wir Möglichkeiten, und zwar große Möglichkeiten haben, und dann mehr als, sagen wir mal, Politiker argumentiert, denn als Historiker. Also Historiker oder Truther, da hätte ich natürlich auch negative Punkte bei Trump anführen müssen und können. Das blieb dann aber außen vor, weil halt eben die Sache relativ frisch war und ich mich gefreut hatte. Nur Wolfgang, ganz kurz, weil du das mit Österreich noch kurz angesprochen hast. Ich glaube, dass der Trump-Erfolg den Hofer nicht in die Karten gespielt hat. Dass das sogar eher gegenteilig noch war, weil ja dann bei uns so medial noch hochgebasht wurde, oh Gott, die verrückten Amerikaner haben jetzt wirklich diesen Trump gewählt. Und dass das dann eher noch stärker die Van der Bellen-Bewegung mobilisiert hat. Ich bin kritisch deswegen. Also ich denke mir, dass sich die europäische Mächtekonzert jetzt in Richtung Amerika in irgendeiner Form bewegen muss und wird auch, weil Amerika hat Thinktanks, die in Europa sehr stark sind und über die kann es wirken. Wenn Trump seine Leute da reinbekommt, dann werden wir das auch spüren bei uns und für meine Begriffe spüren wir es gerade auch schon. Es wäre vernünftig, jetzt halt eben Leute in Europa aufzustellen, die ein gutes Verhältnis zu Trump haben und ihm positiv gegenüber eingestellt sind. Solche Leute wie Merkel kann man nicht gebrauchen. Also das ist, wie sich eine Politik wie die Deutsche momentan so ins Knie schießen kann und Leute aufstellt, auch für den Bundespräsidentenjob, der sich eindeutig gegen Amerika positioniert hat, wie man so dumm sein kann. So Schulz, oder? Nein, das ist, Schulz ist es nicht, sondern bei uns ist es der Außenminister, der es halt eben jetzt werden soll. Und das ist halt eben völlig verrückt, ja. Das ist kindhaft. Also wie sie sich das leisten können, ich habe mich auch gefragt, wie können sie halt eben noch nach der Wahl, also Tage nach der Wahl, so rotzfrech auftreten, hat Merkel ja auch getan, indem sie halt eben dieses Kongratulationsschreiben dann auch mit Bedingungen verknüpft hat, was völlig irrig ist. Das las ich so, als ob die Europäer gedacht haben, der Mann hat sowieso nicht lange im Amt oder kommt erst gar nicht ins Amt. Und wenn jetzt Trump irgendwas zustoßen sollte, dann wird man sich über diese Reaktion der Europäer nochmal Gedanken machen dürfen. Ich finde, ganz kurz, ich finde das total interessant, irgendwie gefühlsmäßig zum Beobachten für mich. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber wenn man... Es ist nicht wirklich Amerika und nicht wirklich Deutschland. Mir kommt so vor, als die Leute, die die Macht hatten, eine Loge oder wer auch immer da die Fäden gezogen haben, in Amerika und in Deutschland, beziehungsweise die, die vorher in Amerika waren, auch in Deutschland danach im Zweiten Weltkrieg sind, haben irgendwie die Machtstruktur in Amerika verloren, sind aber eigentlich noch in Deutschland, was nicht Deutsche sind, ist gleich durch die deutsche Regierung, weil die deutsche Regierung so extrem gegen Trump dann geschossen hat, jetzt auch. Also irgendwie, als ist in Deutschland ein, ich weiß nicht, wer auch immer Deutschland regiert, so richtig, die Trump-Leute dürften es nicht mehr sein, nach meinem Gefühl her. Es werden, sehr,
Sie werden das auszuwarten haben. Damit werden wir Schwierigkeiten kriegen, das ist hundertprozentig sicher. Ja. Ich glaube, sie werden sich nämlich in Europa oder Deutschland festbunkern irgendwie. Weil da auch die Anti-Russland-Politik und so weiter, ich glaube, dass die von Deutschland weitergeht. Oder geht ja jetzt noch weit. Nicht Deutschland, man darf das nicht nach Deutschland nennen, aber Merkel und Konsorten. Ja, das ist der Witz. Damit ich das richtig verstehe, Tom, meinst du sozusagen, dass Deutschland oder vielleicht auch EU so das neue, die neue Machtbasis wird der Globalisten? Sagst du so? Ich weiß selbst nicht, wie ich es beschreiben soll, weil ich es nicht ganz sehe, aber irgendwie so, vor ein paar Jahren war es noch so, die Leute, die, sagen wir mal, die Elite hat Amerika kontrolliert, die Macht gehabt in Amerika, hat Europa kontrolliert durch die EU, ist auch in Deutschland, weil Deutschland besetzt und so weiter. Jetzt bricht ihnen aber die Insel weg da drüben in Amerika. Jetzt haben die alle komplett Schiss, weil sie jetzt einen enormen Macht verloren haben und wettern gleich gegen die. Also dass aus Deutschland und Merkel und der Außenminister, dass sie so aktiv gegen die vorgehen, welche Agenda vertreten die jetzt noch? Weil Trump ist vielleicht, das ist ja auch noch nicht fix, das wird man erst in der Zukunft sehen, ja auf einer anderen Agenda, wie, sage ich mal, der Kern aus Europa, die ja gegen Russland sind etc. Das ist, irgendwas ist da komisch, das passt nicht ganz zusammen. Ich denke auch, das passt natürlich auch der Brexit gut rein, ne? Der auf einem ganz genau, weil die Engländer seilen sich mal ab, wenn das alles baden geht und sind quasi auf ihrer Insel in ihren eigenen Raum. Ne? Da gibt es jetzt ja auch diese Theorien, dass jetzt Trump eventuell mit England zusammen sich Russland annähern wird, um eventuell Putin ein bisschen einzukaufen, ihn dahingehend, dass er den Iran vielleicht fallen lässt. Ja, weil den Iran hat der Trump schon auch öffentlich in seinem Wahlkampf als Feindbild deklariert. Naja, es gibt da überhaupt Verschiebungen, weil das Erste, was er gemacht hat, er hat mit Taiwan telefoniert. Ich habe mir versucht, das ist eine riesige Story eigentlich, diese ganze Geschichte und so. Ich habe das Gefühl, dass sie jetzt, dass China das nächste Ziel ist. Also von denen, der hinter Trump steht, weil er hat China attackiert, er hat gleich mit Taiwan telefoniert, weil Taiwan, bitte korrigiert es mich mit der taiwanischen Geschichte, aber da gab es irgendwie so eine Revolution und die haben sich dann zurück auf diese Insel gezogen und haben dort einen eigenen Staat quasi gegründet. Das ist ja auch dieses, das eine ist die Volksrepublik China und das andere ist das vereinte China, das ist glaube ich Taiwan. Und jetzt nähert sich Trump dem Taiwan, damit sie dann China attackieren können. Aber bei der APEC hatte doch der Trump eindeutig auch gegen Iran geschossen. Und Iran ist ja ein wichtiger Player auch für Israel, Wolfgang. Was meinst du, wie wird Trump da die Position Iran gegenüber, wie wird er mit Iran jetzt umgehen? Also sprich auch seine Israel-Connection mal, können wir ja gleich mal beleuchten. Also ich glaube nicht, dass die Position von Trump derart kriegerisch ist, sondern... Also zumindest im militärischen Gefüge nicht. Ich glaube, dass sie kriegerisch im ökonomischen Sinne ist. Also Trump will sein Land halt eben jetzt abschotten von der Welt, um halt eben eine Realwirtschaft aufzubauen. Das haben die Amerikaner ja schon seit 100 Jahren nicht mehr gekannt, seit der Fed, wo im Grunde eigentlich nur noch das Geld und die Börse gezählt hat. Und da will er jetzt von weg und will im Grunde eigentlich, um diesen kommenden riesengroßen Wirtschaftszusammenbruch in der ganzen Welt abzufangen, eine Realwirtschaft aufbauen. Das ist, glaube ich, der einzelne Punkt, warum er jetzt auch zum Beispiel gegen China ist. Ich denke nicht, dass er mit Iran eine sehr aktive Agenda verfolgt. Es gehört einfach dazu, dass amerikanische Präsidentschaftsberater sich bei APEC hinstellen und sagen, ich bin ganz bei euch, ich mache ganz mit. Und ich kenne eure Feindbilder und trage sie mit. Das nehme ich Ihnen nicht ab. Das war bei Obama ja auch so der Fall gewesen. Der hatte ja vorher bei APEC Kriegsreden gehalten. Und was rausgekommen ist, haben wir gesehen, Netanyahu beißt sich jeden Tag in den Arsch, wenn er nur das Bild von Obama sieht, weil die beiden überhaupt nicht miteinander können und Amerika unter Obama an Israels Seite eben nicht mehr standen. Ich denke, es ist einfach jetzt, wie soll ich sagen, es ist zwar jemand jetzt ernannt worden für den Verteidigungsminister, der auch eine Position gegen den Iran verfolgt hat, aber das ist auch wiederum ein Moment, mit dem man letztendlich aufsatteln kann auf so einen Posten. Das hilft bei der amerikanischen jüdischen Presse, die helfen dann halt eben solchen Leuten auch gerne ins Amt. Ich denke auch wiederum, dass halt eben im innenpolitischen Gefüge, wenn man jetzt von der Wirtschaft absieht, es mehr gegen das Parteiengefüge gehen wird, denn als alles andere. Ich denke, dass sowohl die Demokraten als auch die Republikaner sich sehr, sehr warm anziehen dürfen. Ich denke, wir bekommen in Amerika sowas wie in Italien der 90er Jahre,
als diese Mani-Polite-Bewegung, die sauberen Hände, sich gegen das Establishment gestellt haben und sämtliche Parteien ausradiert haben. Und ich denke, dass Trump, der kein richtiger Republikaner ist, gerne dabei mitmacht, die republikanische Partei an die Wand zu fahren. Das Problem in dem offensiven Bereich, wie gesagt, sehe ich nicht. Im außenpolitisch offensiven Bereich sehe ich das nicht. Jedenfalls nicht militärisch. Aber für uns Europäer bietet sich halt eben jetzt eine große Gefahr dadurch, dass Trump sich so in die pazifische Ecke bewegt, von seinen Interessen her, dass er die NATO ein Stück weit preisgeben wird. Und das hat er schon immer gesagt gehabt. Er hat gesagt, das ist ihm einfach alles zu teuer und was soll der ganze Mist überhaupt? Und das heißt, die NATO steht ein Stück weit alleine und die EU wird vermutlich auch halt eben im Wirtschaftsinteresse von Amerika angegriffen werden. Und dadurch ergibt sich für Europa halt eine neue Lage. Deswegen schimpft Europa auch so furchtbar, weil Europa jetzt durch die NATO und EU bedroht ist, also von Amerika. Und da uns Amerika alleine lässt, gibt es immer noch einen lachenden Dritten, der dann sagt, okay, dann habe ich jetzt mehr Handlungsspielraum. Und das ist Putin, den für meine Begriffe die Amerikaner nicht einkaufen müssen. Zumindest Trump muss Putin nicht einkaufen, denn Trump ist von Putin gekauft. Okay. Ja, ja, schon. Wolfgang, du sagst, das ist eine Gefahr für Europa, wenn sich Amerika zurückzieht. Aber ist es nicht auch eine Chance für Europa, wenn diese Atlantikbrücken, die gerade Deutschland seit Jahrzehnten prägen, wenn die tatsächlich abbrechen sollten, wäre es nicht auch eine Chance für Europa und gerade auch für Deutschland, auch in Fragen der Souveränität und das wirklich das Ende von der Nachkriegszeit einzuleiten und wirklich was Neues zu starten? Ja, ganz definitiv. Also das ist der Punkt, über den ich mich freue. Wir haben, wie gesagt, einerseits die Gefahr, dass die Russen jetzt sehen, dass die Schlägerarmee, die an ihren Grenzen steht, auf einmal ihres Oberhaupts entraubt ist. Das sind die Amerikaner. Und wesentlich geschwächter dasteht, immer noch keifend. Und die überlegen sich jetzt mit Sicherheit, und das ist beängstigend, ob sie mit denen nicht mal ganz kurz fertig werden sollen. Und auf der anderen Seite das Positive ist, dass wir uns jetzt in Europa neu aufstellen müssen, was zum Beispiel jetzt eine Euro-Armee anbelangt. Das wäre das Vernünftigste, was man jetzt in Europa machen könnte. In diesem Moment, in dem Moment, wo halt eben die NATO von Amerika mehr oder weniger allein gelassen wird, sollten wir eine neutralisierte Euro-Armee aufstellen, was möglich ist. Und zwar die Neutralität dann auch wirklich so fest in die Grundfesten dort reinschreiben, dass es den Russen auch glaubhaft ist, dass es jetzt nicht über 3-4 Jahre so geht, sondern langfristig. Dann würden die Russen sich das nochmal überlegen, ob sie hier rüberkommen wollen. Aber das wirst du doch nicht schaffen mit dem Personal, was wir hier gerade haben. Ich weiß es nicht. Ich meine, wie gesagt, die sind ja bedroht. Also in unseren Militärstäben wird mit Sicherheit mit rauchenden Köpfen darüber nachgedacht, ob die Russen kommen werden. Und das müssen sie tun. Und da müssen sie Angst vor haben. Und wenn die kommen sollten, die Ruskis, dann haben wir ja keine Chance, wenn jeder für sich alleine steht. Null Chance. Wenn die Amerikaner sich von der NATO abkoppeln, mehr oder weniger, stehen wir auch relativ dumm da, weil die Führung ist halt eben dann nicht gut organisiert. Das heißt, wir müssen in Europa eine organisierte Führung hinbekommen. Und das müsste möglich sein. Ich würde einfach jetzt als deutscher Politiker, würde ich jetzt halt eben nach Frankreich gehen und würde den Franzosen vorschlagen, okay, ihr bekommt die Oberhoheit in der Euroarmee, dafür bekommen wir ein paar Nuklearsprengköpfe von euch, die brauchen wir auch dringend. Und dann haben wir noch ein Mitspracherecht, respektive ein Vetorecht, aber ansonsten bestimmt ihr die Lage. Das ist machbar. Und den anderen halt eben, den kleineren Staaten oder den nicht ganz so bedeutenden Staaten, würde man einfach sagen, entweder ihr kommt mit oder ihr lasst euch halt eben dann alleine stehen und werdet irgendwann halt eben von jemand anderem geschluckt. Und dann bekommen die Schiss und machen mit, hundertprozentig. Was mich aber so skeptisch irgendwie macht, ist, dass die Leute, die diese EU-Armee promoten, sind genau die, die ich nicht wirklich haben möchte, Schulz und Co. Das ist richtig. Der Punkt ist, weil du willst sie deswegen nicht haben, weil du sie, wie soll ich sagen, ich denke, weil ich spreche dir jetzt mal ins Wort rein, weil du sie halt eben aus der zentralistischen EU-Politik kennst, aus der wirtschaftlichen, unter der wir alle gelitten haben, mit allen Folgeschäden, die wir bekommen haben. Daher kennen wir sie. Nur wenn sie halt eben jetzt in der Euroarmee das Wort reden, das haben sie auch schon vorher gemacht. Ne? Das war alles halt eben, wie soll ich sagen, ein Teil eines Marsches in mehr Zentralismus und zu den Vereinigten Staaten von Europa hin. Und das macht uns natürlich als, patriotische Menschen, macht das keine Freude, gar keine Frage. Nur jetzt ist die Situation eine andere. Jetzt ist es die nackte Angst, die halt eben und auch das Sicherheitsdenken, was uns wirklich auch alle angeht. Wir können jetzt nicht aus dem Sicherheitsdenken herauskommen. Wir können uns das nicht einfach leisten, jetzt zu sagen, prima, geht der ganze Mist halt eben jetzt in Trümmer. Wenn die EU in Trümmer geht, wunderbar. Wir haben 50 Jahre lang auch prima mit der EG gelebt und hatten alle unsere Währung und unsere Souveränitäten.
Die EG ist eine prima Sache, die EU soll sterben. Nur wir müssen in Europa halt eben eine schlagkräftige Armee haben, die haben wir nicht. Ich habe irgendwie so das Bauchweh, wenn ich jetzt als Vorwand nehme, dass ich die NATO quasi ja, lasse oder auflöse, was de facto nicht, also glaube ich halt, das ist halt meine Alternative, weil jeder NATO-General war Amerikaner. Die NATO ist gleich Amerika, ist das stärkste Konstrukt. Die Frage ist, wer sitzt am Hebel hinter der NATO wirklich? Ist es jetzt Trump oder ist es überhaupt noch Amerika? Und man könnte das als Vorwand nehmen, um unsere eigene EU-Armee aufzubauen, für welche Agenda auch immer. Ich glaube, die dann vielleicht auch gegen Russland gerichtet ist. Keine Ahnung, was wir uns da hochziehen. Aber sie werden auf jeden Fall ich glaube, dass sie diese Armee aufbauen werden. Und das ist auch der Grund, warum Deutschland zig Milliarden, es rüsten ja alle um auf Industrie und Waffenherstellung und so weiter, auch aus Selbstverteidigung. Die Frage ist halt, wie die dann diese Konstrukte dann verwenden werden am Ende, wenn dann die EU-Armee da ist. Ne? Ist das die EU-Armee, die gegen Unruhen sorgt in den eigenen Ländern dann in Europa? Also das wäre dann genau diese hier, ne? Also ich glaube, dass die, wie soll ich sagen, eine Euro-Armee ist auf jeden Fall erstmal ein Stück weit beruhigter gegenüber äußeren Aggressionen, als es bisher der Fall gewesen ist. Weil bisher hatten wir halt. Was ist die äußere Aggression Richtung Europa? Nein, wenn Europa sich nach außen hin orientiert, wie zum Beispiel jetzt Irak-Fall oder Afghanistan oder Libyen, das waren ja alles Geschichten, die mit ganz gehörigem Druck aus Amerika ausgegangen sind. Stimmt, ja. Da sind die Europäer, gerade die Deutschen und die Franzosen, immer wieder halt eben ein Stück weit zurückgegangen. Im Irakkrieg war das ja nun super deutlich gewesen. Im Libyenkrieg war es so, dass wir halt eben auch nicht mitgemacht haben. Mit Frankreich und gerade Deutschland hast du eigentlich weniger belligerante, weniger kriegerische Kräfte dann in der Euro-Armee ganz oben. Das halte ich für sehr gut. Ja, aber wo kommt dann wirklich, sag ich mal, ist dann momentan eine reale Gefahr aus Russland zu sehen? Also der Konflikt ist ja meines Erachtens nur daher aufgebaut, dass letztendlich die USA sozusagen, beziehungsweise die NATO, immer dichter an die russische Grenze rückt letztendlich. Hier Deutschland ist bedroht, weil wir hier durch unseren Status, den wir haben, hier sozusagen Besatzungstruppen noch haben, die hier auch alle Kriege mit AFRICOM und also alle Steuerprogramme hier hier sozusagen hier in stationiert haben. Aber ich sehe doch jetzt aktuell gar keine Aggressivität von Russland gegenüber Europa oder Deutschland oder so. Meinst du nicht, dass man das eher auf einem anderen Wege hätte, also lösen kann, dass man auch wieder dicke sein kann mit den Russen oder so? Natürlich kann man sofort dicke sein. In dem Moment, wenn man halt eben dann aber auch glaubhaft nach außen hin macht, dass man als Schlägertrupp, als den man sich bisher gegeben hat, jetzt nicht mehr existiert. Ich sehe die Sache halt eben aus der russischen Perspektive. Das ist so, dass ein Beispiel, wenn du jetzt ein Haus hast beispielsweise, ja, und da rückt halt eben eine Bande an und du hörst halt eben, die Bande ist gefährlich, die hat da was geplündert, hat da was runtergebrannt, hat da jemanden überfallen. Der Mensch tickt so, dass er erst dann darüber zu denken beginnt, wenn die Bande in seiner Straße ist. Ja, da machst du dir Gedanken, ansonsten denkst du, es geht alles noch gut aus. Für die Russen ist die Bande schon nicht mehr auf der Straße, sondern die ist am Gartenzaun. Die NATO-Osterweiterung ist wirklich direkt halt eben an die Grenze von St. Petersburg rangegangen. Und die Russen können sich ausrechnen, wozu das dient. Dass das im Grunde eigentlich jetzt kein Ringelpiez mit Anfassen ist, sondern dass die Herrschaften auch was vorhaben. Und bisher hatten die ja auch was vor. Bisher war es ja so gewesen, dass in den ausschlaggebenden Gremien in Amerika und auch in Europa, nachgefolgt allerdings in Europa, weil bei uns ist es dann auch gefährlicher, wenn so ein Krieg ausbricht, gesagt wurde, es kommt der Krieg mit Russland früher oder später. Es gab sogar den Chef, Chief of Staff, also den Stabschef der Amerikaner, Generalstabschef, der gesagt hat, man kann halt eben eine Garantie drauf geben. Also es gibt diesen Krieg gegen Russland, der kommt demnächst und wir können die Uhr nachstellen. So, jetzt in diesem Moment, also wenn du jetzt halt eben immer noch in deiner Hütte drin sitzt, guckst aus dem Fenster, siehst die Burschen draußen halt eben am Gartenzaun halt eben schon sabbern stehen, wie sie sich halt eben, deinen Acker angucken. Und dann wird halt eben dieser Trupp mehr oder weniger geschwächt, und zwar sehr, sehr stark geschwächt, weil halt eben der größte Aufrührer sich zurückzieht. Dann überlegst du dir halt eben, ob du nicht halt eben deine Jungs aus dem Keller rausholst und sagst, pass mal auf, die machen wir jetzt kurz klein, dann ist Ruhe.
Und da werden sich die Russen darüber Gedanken machen müssen, weil sie wissen nämlich gar nicht, wie lange Trump dran bleibt. Entweder ist er unter Umständen halt eben anderweitig neutralisiert, ob er gedallest wird oder ob irgendwas anderes stattfindet, wissen wir nicht. Oder er wird beim nächsten Mal abgewählt. Wenn er beim nächsten Mal abgewählt wird, dann haben die Russen eine Atemzeit von 4 Jahren. Und anschließend kann es verdammt gut sein, dass dann wieder ein McCain-Typ drankommt und dann mal Prost Mahlzeit. Dann haben sie die Zeit verloren zwischendurch. Die müssen sie irgendwo nutzen. Ich würde mir als Russe jetzt Gedanken darüber machen, halt eben nach Europa einzumarschieren. Definitiv. Das ist jetzt halt eben, wir kommen ja noch gleich zu irgendwelchen Wahrsagern, die die Zukunft gesehen haben. Es würde genau da reinpassen. Also für den Fall, dass Trump hat ja irgendwie durchklingen lassen, dass ihm die Ukraine so ein bisschen weniger interessiert und er ist ein eiskalter Geschäftsmann und da gibt es ja jetzt für ihn, wenn er da jetzt rein nach Zahlen geht, wenig zu holen. Das heißt, angenommen, Trump schafft diese 4 Jahre und man die Ukrainer schaffen es, eine Art Referendum auch im Osten abzuhalten, dass auch der Osten eine Sezession durchführt und sich an Russland anschließt, ja, dann wäre ja diese ganze EU-Armee, die sich da jetzt im Baltikum und in Polen stationiert, auch hinfällig, mehr oder weniger, oder? Ja, aber die Armee war ja im Grunde eigentlich schon hinfällig in dem Moment, als der Sowjetblock zusammengebrochen ist. Da ist ja der Warschauer Pakt auch aufgelöst worden und jeder hat sich gefragt, warum gibt es denn die NATO eigentlich noch? Und dann hat die NATO halt den Russen gesagt, macht euch keine Gedanken, wir spielen nur. Und wir kommen aber auch nicht in eure Richtung. Und nichts davon war wahr. Also die Russen merken schon, dass da machtpolitisch gegen sie gespielt wird. Und egal, ob da jetzt nun irgendwo Frieden ist oder nicht und ob die Beziehungen gut erscheinen oder nicht, die Russen müssen sich einfach nur überlegen, wie sie ihren Arsch retten halt eben für die Zukunft. Und ich denke mal, der brennt bereits. Wie gesagt, es ist jetzt gerade eine Ruhezeit und diese Ruhezeit ist eine mögliche Zeit, um halt eben strategisch was im Militär zu veranstalten. Ich würde an russischer Stelle halt eben mir überlegen, ob ich das tun würde. Ja, eine kurze Frage. Also, das würde ich an russischer Stelle ganz und gar nicht tun. Also ich kann mir auch ganz ehrlich nicht vorstellen, wie das in deren Interesse sein soll. Hier eine Rieseninvasion und dann Europa einfach annektieren oder wie? Ich meine, das wird so nicht funktionieren. Und ich meine, gerade die Russen haben mit ihrer Sowjet-Imperiumszeit ja auch Erfahrungen gemacht, wie schwierig das ist, dann so ein Ding zusammenzuhalten. Ich meine, die Russen wissen doch genauso wie wir, dass es doch die Amerikaner sind, dass es da die Atlantiker sind, die seit vielen Generationen Russland und Europa doch trennen. Das wissen wir von Friedman hier dieses kleine schöne Teaching, was er da bei Stratfor uns gegeben hat. Und wir wissen, dass das schon früher so war. Das war schon englische Politik, es war schon venezianische Politik, Eurasien zu spalten. Weil das natürlich, wenn die zusammenarbeiten würden, würde das für alle fruchtbar sein, für Russland genauso wie für Europa. Und die große Frage ist doch jetzt, das ist die große Frage, wenn der Trump Amerika in eine Art Isolationismus führt, wenn sich Amerika wieder mit sich selber beschäftigt, dann wäre das doch die historische Chance für uns, so ein Zeitfenster. Und du hast recht, Wolfgang, wir wissen nicht, wie lange. Es kann dann auch nur 4 Jahre sein oder noch kürzer. Aber wenn der Trump wirklich dort ernst machen würde, was wir auch nicht wissen, aber dann hätten wir da ein Zeitfenster, in dem wir Russland die Hand reichen könnten. Und ich denke, dass die Russen das genauso zu schätzen wüssten und weil die Historie mindestens genauso gut kennen. Die müssen es aber nicht glauben. Bleibe doch mal einfach am Gartenzaun stehen. Ich meine, da sitzen halt eben Leute, die sagen, wir machen es. Wir bringen euch um. Wir nehmen euch auf. Die Frage ist, wer? Das sind die Amerikaner und die Europäer, die ganze Zeit. Ja, aber da würde ich es eben spalten, Wolfgang, weil das ist genau das, was ich vorhin gemeint habe. Das ist eine Etage höher, weil es gibt ja bei den Amerikanern, weißt du, da gibt es verschiedene Machtrichtungen und so weiter. Ich glaube nicht mehr, dass es die Amerikaner sind, weil der Trump ist jetzt auf Pfad B und nicht A, wie es davor die ganzen Präsidenten waren. Weißt du, was ich meine? Ja, natürlich weiß ich, was du meinst. Nur der Punkt ist, der wird nicht ewig dranbleiben. Und dann geht halt eben der Stiefel, wie er vorher Jahrzehnte gelaufen ist, weiter. Was mir halt im Moment fehlt, siehst du den Moment irgendwo, bis vor Trumps Wahl konnte ich sagen, okay, da und da gibt es Krisenherde, das ist der Incident, den sie brauchen, um diese ganze Welt in diesen Krieg zu steuern. Stand jetzt aber auch die Aktionen, die der Trump gemacht hat, mit Duerte aus
aus den Philippinen, den hat er gleich eingeladen nach Washington jetzt auch, Mr. Fucky Obama, mit Taiwan jetzt. Ich sehe auch in Syrien, sage ich einmal, ist jetzt einmal, weil sie erobern jetzt Aleppo und sage ich mal, das ist mehr oder weniger im Kasten. Mir fehlt, Stand jetzt, sehe ich keine Alternative, wie sie jetzt da eine Story hochmachen können, damit sie dieses Ding lostriggern können. Siehst du da noch eine Möglichkeit? Ja, jede. Ich meine, du brauchst keine große Möglichkeit. Die hatten mal eine Zeit gehabt, halt eben, wo es geheißen hat, Peace for our time. Das hat Chamberlain gesagt mit seinem Spazierstock. Das ist die größte Lachnummer der Weltgeschichte gewesen. Du brauchst dann nur halt eben einen Anlass, da schießt jemand und dann geht's los. So war es immer. Im Ersten Weltkrieg, da ist nur irgendjemand erschossen worden, ein Thronfolger, nicht mal der Throninhaber, und schon ging es zur Sache. Und aber da waren Spannungen davor ja schon da. Das hast du jetzt noch nicht, weil jetzt damit wenn Trump und Russland, da wird es keinen Krieg geben jetzt, solange Trump... Nein, aber das ist ja genau der Punkt. Weil eben zwischen Trump und Russland keinen Krieg geben wird, ist Europa isoliert. Und Europa hat sich über den Trump-Erfolg halt eben bis in unsere Tage jetzt hinein immer noch negativ gegenüber Russland gegeben. Das halte ich für eine eigentliche Gefahr. Ich würde halt eben dem Stoner recht geben, wenn er sagt, wir könnten den Russen jetzt die Hand reichen. Das sollten wir auch tunlichst ganz, ganz schnell machen. Nur müssen wir das auch glauben. Machen. Das können wir nicht aus der NATO heraus machen, weil die NATO ist nach wie vor, wenn auch brüchig, halt eben immer noch ein transatlantisches Gebilde. Und in den Sicherheitsdoktrinen und Militärdoktrinen und Geopolitikdoktrinen der Amerikaner steht drinne, wir dürfen nicht zulassen, dass irgendwo in der Welt eine Großmacht entsteht. Und durch Putin ist Russland wieder stark geworden und wird noch stärker werden. Die Amerikaner können es nicht zulassen aus ihrem eigenen Verständnis heraus. Trump spielt dagegen. Das ist auch wunderbar, dass er das tut. Nur die Russen müssen jetzt nicht glauben, dass damit für den Rest der Tage Friede, Feuer, Eierkuchen ist. Und wir müssen ihnen, wir Europäer, die jetzt noch übrig geblieben sind vom alten Imperium. Das Imperium in Amerika hat uns ja erst gemacht und hat uns ja erst infiziert. Wir sind noch infiziert. Wir müssen ihnen jetzt sagen, wir werden die Krankheit ableiten und wir werden gesunden und wir wollen mit euch zusammenarbeiten. Und das wird schwierig werden. Das kannst du aus der NATO heraus nicht machen. Das kannst du aber sehr wohl machen. Wenn du eine eigene Euroarmee hast, gibst ein anderes Etikett drauf und sagst halt eben, wir sind auf immer und ewig wie Österreich halt eben früher neutralisiert, wir greifen niemanden an. Dann haben die Russen Ruhe. Stimme ich dazu, aber in den nächsten 4 Jahren siehst du irgendwo ein Szenario, wo ein Konflikt entstehen könnte. Jetzt mit Trumps Konstellation stand jetzt, ich sehe nämlich keinen im Moment. Syrien ist aber auch mehr oder weniger unter Dach und Fach. Ob sie jetzt die Flugverbotszone ausrufen in Amerika oder nie, also durch Amerika, ich sehe das auch am deeskalierenden Ast irgendwie. Ja, da müssen doch nur ein paar englische Flieger, ich meine, die Briten sind halt eben immer belligerent, müssen nur ein paar englische Flieger abgeschossen werden, einer reicht vielleicht schon. Schon brennt die Bude da unten. Genauso Iran. Iran ist ja auch nicht ausgeschlossen, ist ja nicht aus der Welt. Also der Verteidigungsminister ist halt eben ein harter Knochen, was Iran anbelangt. Wenn da irgendwas passiert, wenn jetzt irgendwo mal ein Provokationsanschlag kommt, größere Größenordnung, wie halt eben 9-11, und da ist dann halt eben die richtige Etikettierung am Flugzeug, was irgendwo halt eben sich in die Hauptstadt bohrt, und da steht drauf, schöne Grüße aus Teheran, da geht's aber rund. Ja, das würde keiner glauben. Das wird keiner glauben. Die Leute glauben doch alles. Alles. Könnte Donald Duck die Bombe geworfen haben. Die Leute glauben alles, was sie hören. Das habe ich ja vorher gemeint, dass da die Gefahr mit Iran am ehesten noch besteht und dass Trump bzw. sein Umfeld jetzt versuchen wird, Putin dahingehend zu bewegen, dass er seine schützende Hand vom Iran ein wenig ablässt. Ne? Ja, und eine weitere Position, wo halt eben die Sache halt kochen kann, ist die Türkei. Du siehst momentan, wie sich die Türkei aufbaut und halt eben die Muskeln spielen lässt mit Griechenland. Das ist eigentlich ein Unding. Die wollen irgendwelche Inseln zurückhaben und spielen dagegen, damit die Europäer den Mund halten und da jetzt nicht sofort aufheulen und sagen, habt ihr noch alle, was sie eigentlich machen müssten, was sie aber nicht tun, spielen halt eben dagegen die Aussicht, sie könnten ja einen Bündnisausstieg oder einen Bündniswechsel machen. Sprich halt eben, wie soll ich sagen, gar nicht in die EU wollen, sondern stattdessen halt eben mit Russland zusammenzuarbeiten und unausgesprochen dahinter schon die NATO für ein Bündnis mit Russland verlassen. Wenn das der Fall ist, ja, Prost Mahlzeit. Und wenn sie sich dabei noch währenddessen halt mit den Griechen fetzen und zwar halt eben mit Kanonenbooten, ja, dann ist hier Polen offen. Also ich wollte mal kurz nochmal zurückkommen auf diese Geschichte mit der False Flag, dass vielleicht False Flag einen Kriegsgrund darstellen könnte, sei es, was mal Russland in die Schuhe schiebt oder Iran.
Marc Amero aus dem Chat, Grüße hier, by the way, an alle Leute, die gerade im Chat live dabei sind. Marc Amero hat geschrieben, der Trump Tower in New York, das wäre doch auch ein symbolisches Anschlagsziel. Und ich wollte nur noch mal dran erinnern, hier letztens, die haben wir auch eine Sendung drüber gemacht, über das Titelblatt vom Economist für die Welt in 2018. Und das war so mit Tarotkarten gemacht. Und die erste Tarotkarte war gleich der Turm, wo so der Blitz einschlägt. Turm, Trump Tower, New York, hatten wir auch alles schon mal. Was haltet ihr davon? Und vielleicht frage ich mal hier gleich direkt den Experten dazu von thefalseflag.com. Manuel, was hältst du davon, Trump Tower? Ja, Trump Tower ist sicher oder wäre ein prädestiniertes Ziel, ja. Aber ich glaube eher, dass Wolfgang hat das in einem Interview mit Robert auch angesprochen. Also Trump könnte jetzt, um seine Macht und ein bisschen mehr zu fixieren, selbst so eine Art False Flag veranstalten innerhalb der USA, um da mal noch besser, noch mehr aufzuräumen. Und dann, glaube ich, besteht diese Gefahr gar nicht. Ja, dass False Flags stattfinden werden in absehbarer Zeit oder könnten in den USA, das ist natürlich nicht auszuschließen, aber ich glaube nicht, dass der Trump Tower da dann das Ziel sein wird. Könnte ich mir nicht vorstellen. Also sehe ich auch nicht. Ich wollte eben noch mal erwähnen, es könnte auch ganz schnell gehen mit einem Konflikt, wenn sich hier ganz viele kleine Konflikte zu zwei Seiten generieren quasi. Und das könnte ja mit vielen Faktoren hier in Europa quasi passieren. Türkei, Griechenland. Die Frage ist, welche zwei Seiten siehst du im Moment? Weil die haben sich ja, es könnten sich ganz schnell neue Allianzen bilden. Das, ja. Wir haben ja genug Möglichkeiten. Also das muss nicht ein großes Ding sein, was direkt so aufpoppt. Aber es können viele kleine sein. Dadurch gibt es halt zwei Seitenbildungen. Und ja, dann stärkt sich halt der Konflikt. Ne? Also Möglichkeiten sehe ich da schon. Aber ich halte das auch momentan für sehr weit fern. Also ich halte die Möglichkeit halt eben in Russland, in Amerika, wie gesagt, von dem, was ich gegenüber Robert gesagt habe, dass es ein Self-Attack sein wird, dass halt eben Trump gegen sich selbst halt so ein Ding hochzieht, so einen Anschlag, um dann innenpolitisch abrechnen zu können. Genau, ja. Er arbeitet ja zum Teil gegen wirklich sehr, sehr starke Mächte, die ihm das auch nicht gestatten werden oder gestatten wollen, was er da vorhat. Ich meine, die Fed ist ja nicht irgendwer, das ist ja kein kleiner Kinderverein. Die werden sich schon gut überlegen, was für eine Gefahr gerade auf sie aufläuft. Das ist eine Sache, die hatten wir halt auch schon bei Kennedy gehabt. Der hatte auch eine kritische Position gegenüber den Eliten. Wo er hingekommen ist, das wissen wir. Also ich denke, Trump hätte einen Grund dafür, das zu machen. Ich würde es mir an seiner Stelle überlegen, aber ich bin ja Gott sei Dank nicht an seiner Stelle. Und man darf gleichzeitig halt eben auch überlegen, dass sich die Eliten in Amerika Ähnliches überlegen. Dann allerdings kein False Flag, sondern halt eben direktes Attentat auf Trump. Das kann ja meinetwegen dann auch im Trump Tower sein. Das ist nicht ganz ausgeschlossen. Und ich denke auch, dass die Eliten in Europa in dem Moment, wenn jetzt Bündnisse, die sie halt eben bisher mit Amerika gehabt haben, nicht mehr fruchten und unsere Autoindustrie auf einmal bröckelt, sich Ähnliches überlegen werden. Also USA ist momentan gefährdet in der Richtung, würde ich tippen. Ich glaube eher, dass in Europa da jetzt noch eher demnächst noch mehr eskalieren wird. Ja gut, okay, das ist natürlich auf dem anderen Blatt halt eben wieder aus der europäischen Logik her verständlich, weil Europa fährt gegen die Wand halt eben und Österreich hat gerade noch mal so geklappt, dass sie nicht die falsche Partei oder den falschen Mann gewählt haben. In Italien ist es in die Hose gegangen. Und Front National in Frankreich dürfte sicher sein für meine Begriffe. Also ich würde mich darauf festlegen wollen, so wie sich halt jetzt auch die Gegenkandidaten aufstellen. Da ist irgendwie ein Filon, oder wie der heißt, ein Filou, so ein Milchmann aus der Provinz jetzt der Gegenkandidat, was ja auch ein Witz ist. Ich denke mal, Front National ist durch. Wenn der Front National durch ist, dann hat die EU fertig. Und um das zu verhindern, würde natürlich auch Europa halt eben aus dem eigenen Verständnis heraus einen Provo-Anschlag sehr gut tun. Dann können sie nämlich die Wahlen aussetzen. Genau, das favorisiere ich jetzt eher. In Italien ist jetzt auch am Wochenende das Pro-EU-Referendum, was die Regierung Renzi ausgerufen hat, auch groß gescheitert. Da ist auch die Regierung zurückgetreten, der Renzi, also Pro-EU-Mann zurückgetreten.
Dort ist jetzt auch wieder, was in Italien nichts Neues ist, so ein bisschen Chaos-Situationen. Und da ist auch die Frage, ob es wieder so sein wird wie vor ein paar Jahren, dass da so ein ungewählter Technokrat einfach eingesetzt wurde. Wie seinerzeit, wer war das? War dieser Ex-Banker, wie hieß er gleich nochmal hier? Vor ein paar Jahren erst in Italien. So wie in Österreich. Prodi oder wen meinst du? Genau, der Prodi. Da war es doch auch so, dass diese Regierung Berlusconi irgendwie zusammengebrochen und danach hat man erstmal 1,5 Jahre eine Regierung gehabt unter Prodi, der ja vorher bei Goldman Sachs war. Und der war überhaupt nicht legitimiert. Da gab es gar keine Wahl, nichts. Da wurde so eingesetzt. Da darf man auch gespannt sein, was da jetzt in Italien passiert. Italien ist groß, mit Respekt vor Österreich und so, aber Italien ist halt doch noch ein größerer Faktor auch innerhalb der EU. Und da darf man gespannt sein, wie das jetzt weitergeht. Also zum einen, das EU-Establishment möchte jetzt natürlich wieder so einen Technokraten einsetzen, der weiterhin die Austeritätspolitik halt durchpeitscht. Aber auf der anderen Seite das italienische Volk, also die scheinen da aktiv zu sein. Das hat das Referendum gezeigt und das zeigen auch die Stärke hier von diesem Beppo Grillo und seinen Leuten. Also, ja, genau, da geht's schon richtig ab. Übrigens, eine bemerkenswerte Sache noch fürs Volk. Das Model Paola Saulino, geiler Name, hat den Italienern versprochen, wenn sie für die Nein zur Verfassungsreform sagen, dann tourt sie mit einer Oral-Sex-Tour durch komplett Italien. Und da stehen jetzt schon die Daten fest. Also wenn von euch noch einer irgendwie nächste Zeit in Italien ist, ich schicke euch mal den Link durch. Hat ja Madonna nachgemacht, oder? Ja. Aber lass noch mal zurück auf das Thema Konflikt Russland kommen, beziehungsweise wäre das jetzt vielleicht auch in der Prophezeiung von Ehlmeier diese Friedenszeit, die dort prophezeit wurde. Also er hat ja auch darüber gesprochen, über sozusagen diese viele Fremde im Land und so weiter. Also da gibt es ja schon einige Punkte, die sehr, sehr kurios sozusagen eingetroffen sind. Und wenn das jetzt durch Trump sozusagen zu einer etwas ruhigeren Situation kommt, also dass wieder alle sagen, okay, jetzt ist Frieden und so weiter. Und dann auf einmal haben wir das Szenario, über das wir vorhin gerade gesprochen haben, dass der Russe dann doch nochmal von heute auf morgen in Europa einfällt. Aus welchen Gründen dann auch immer. Wie seht ihr das? Diese Ehlmeier-Prophezeiung, könnte das vielleicht auch so in diese Richtung gehen? Für mich ist es kein Thema, weil ich halt eben mit Propheten dieser Art halt eben nichts zu tun habe. Aber es passt halt eben, wie du es gesagt hast, komplett ins Bild rein. Ja, sehe ich ähnlich irgendwie. Die Frage, was ich hier noch nicht am Zettel habe, ist der Moment, wo Russland animiert wird, in Europa einzufallen. Dieser Kriegsgrund, das existiert im Moment in meiner Wahrnehmung nicht und ich weiß nicht, was sich da als nächstes einfallen, weil egal, was ich da durchspiele, sie würden jetzt ja nicht in diesen ultimativen Krieg gehen, solange der Putin und der Trump an der Macht sind. Na gerade, kann mir das auch nur schwer vorstellen. Ich hole jetzt mal. Bitte. Ja, nein, sag Wolfgang. Also ich halte es halt eben gerade wegen Trump, weil er sich zurückzieht, halt eben für eine Möglichkeit, dass die Russen kommen werden. Also ich denke mal, sie haben Trump deswegen unterstützt, damit sie halt eben die Gefahr erstmal defensiv vom Leib haben, dass die Amerikaner aus dem Spiel sind und gleichzeitig halt die europäische NATO-Abteilung und die EU klein zu kriegen und halt eben zu isolieren. Das ist schon mal ein ganz großer Vorteil. Wenn du dir jetzt anguckst, wie Putin sich über zum Beispiel Assange in den Wahlkampf in Amerika eingemischt hat, ist auch Geld geflossen, offensichtlich, gehe ich auch von aus, dass es stimmt. Und es gibt da halt eben eine ganz spezielle Truppe von Leuten, die sollten wir vielleicht auch nicht aus den Augen verlieren, das sind die Chabad-Lubavitcher, wo wir gerade halt eben von Prophezeiungen gesprochen haben. Das ist eine Sekte, eine pseudo-jüdische Sekte, die halt komplett festgelegt ist, die Bibel, so wie sie die Prophetien veranlagt hat, all das in die Tat umzusetzen, auf die politische Landkarte zu übertragen, damit deren Messias am Ende der Tage kommt, auf dem Höhepunkt eines riesengroßen Flächenbrandes, der von Armageddon ausgehen soll. Und diese Chabad-Lubavitch-Sekte hat halt eben sehr gute Verbindungen zu Putin, und hat auch sehr, sehr gute Verbindungen im amerikanischen Machtapparat wiederum. Denn ja, auch zu Trump, oder? Weil seine Tochter ist ja zu den einen extra hingegangen.
Genau, und zwar ist die Tochter verheiratet mit Jared Kushner. Und der ist wiederum genau in dieser Sekte drin. Und mit dem zusammen war sie halt eben am Grab des Rebben, also des Rabbis von Lubavitch, und hat da gebetet gehabt. Und das sind halt eben relativ dunkle Brüder halt. Ne? Also was die halt für ein Programm haben. Und die haben die Möglichkeiten dazu, weil sie wahnsinnig gut organisiert sind und auch ein unheimlich gutes Power-Lobbying haben. Da ist Putin nur ein Beispiel unter vielen. Die sind halt eben, wie gesagt, sehr dunkel halt, wie sie sich aufstellen. Und wenn man sich anschaut, dass Kushners Papa, der ein riesengroßes Immobilienunternehmen hat, jetzt vor ein paar Jahren erst die 666 Fifth Avenue gekauft hat, zum höchsten Immobilienpreis ever, dann ist das ja auch ganz nett halt eben, sich das vor dem Hintergrund mal zu überlegen, ob das vielleicht eine Karte ist, die man ausgespielt hat, um was zu zeigen. Steve Bannon von Breitbart, der halt eben der Chefberater von Trump ist, ist wiederum halt eben mit diesen Leuten mehr oder weniger verbunden. Mehr verbunden ist er mit Goldman Sachs. Da kommt er ja her. Aus dem Büro ist er eigentlich geboren worden. Und der hat jetzt neulich ein Interview gegeben für den Hollywood Reporter, das ist eine Zeitung dort, wo er sich da für die dunklen Mächte eingesetzt hat. Also das war halt eben mit einem Augenzwinkern, aber das las ich schon so, als ob er andeuten wollte, ich weiß halt eben, wer im Hintergrund die Fäden zieht. Ja, Putins Tochter war ja auch Trumps Tochter war ja sogar letztes Jahr im Urlaub mit Putins Freundin. Also die waren gemeinsam auf Skiurlaub oder so. Ist eigentlich eine schöne Sache, soll man sich eigentlich drüber freuen. Ich meine, ich blende jetzt auch jetzt die negativen Seiten ab oder aus vielmehr. Goldman Sachs ist halt eben ein Unternehmen, was in der Geschichte immer eine Rolle gespielt hat, halt eben auch im Aufbau schon von Hitler. Man hat Trump wiederholt halt eben mit Hitler verglichen, was ein bisschen weit hergeholt ist, aber auch gar nicht mal so verkehrt. So, und dass Rabat Lubavitch, die damals auch mit Hitler zusammengearbeitet haben, jetzt wieder halt eben an Trump dran sind, das ist unangenehm. Also das hört sich nicht gut an. Aber Wolfgang, strecken diese Sekten nicht immer ihre Arme gerade zu den Ämtern und Positionen, wo sie instrumentalisieren und brauchen können? Ja, das ist natürlich richtig. Nur sie waren jetzt zum Beispiel in der Obama-Administration nicht stark vorhanden. Da hat Rabat sich kaum eingemischt gehabt. Wohl Goldman Sachs sicher, aber nicht Rabat. Wolfgang, glaubst du nicht? Entschuldigung, eine Frage mit dem Kushner, ja, wenn man ja weiß, dass er im Schwiegersohn ist und der engste Vertraute von Trump und Mitglied von so einer Endzeit-Sekte ist, also ist das nicht extrem gefährlich, dass die dann noch mehr Einfluss auf ihn nehmen werden, um eben auch in der können wir wieder den Iran thematisieren, ja, dass eben der Iran das First Target sein könnte und wird. Ja, ist nicht auszuschließen. Nur der Punkt ist halt eben, da werden sich dann die Israelis noch umgucken, die jetzt eigentlich recht zufrieden damit sind, mit dem, wie die Wahl ausgegangen ist, obwohl sie im Grunde eigentlich von Anfang an entspannt sein konnten, weil Jill Stein ist Jüdin, Sanders ist Jude und Hillary Clinton ist komplett in der Israel-Lobby drinne. Was jetzt gekommen ist, ist Kushner, der ein ganz wichtiger Berater für Trump ist, Bannon, der völlig pro-Israel ist, James Maddock Mattis, das ist aber jetzt der Verteidigungsminister, der auf Iran scharf ist, und dann und der Vizepräsident halt eben, der ein Endzeitler ist, das ist ein Evangelikaler. Also wenn halt eben Trump mal irgendwann weggeschossen werden sollte, dann kommt ein Evangelikaler an die Macht, der halt eben den Nahen Osten in Brand aufgehen lassen will. Und das sollte sich vielleicht Israel mal überlegen, zumindest das säkulare Israel sollte sich tunlichst überlegen, was das für Folgen haben wird. Verstehe ich dich richtig? Könnte es also sein, dass diese Sekte, wie auch immer sie jetzt da heißt, sowohl jetzt da in Amerika am Ruder sitzt durch Trump und Putin und sie im Endeffekt versuchen, das, was irgendwie übergeblieben ist, in Europa an sich zu reißen? Ich denke mal, dass die halt eben sehr, sehr gute Kontakte schon seit vielen Jahren zu Putin haben. Das ist sicher. Putin hat ihnen auch geholfen beim Aufstieg. Die waren ja erst vor 10, 15 Jahren, begannen die in Russland an Macht zuzunehmen. Und die haben es in der ganzen Welt geschafft, durch kluges Lobbying, die Mainstream-Juden-Vertreter, es gibt ja für jedes Land einen Oberrabbiner, sämtliche Rabbinate halt eben wegzufegen und ihre eigenen Leute reinzusetzen. Und die direkteste, stärkste Politik war unter Bush halt eben zu spüren, durch die Neokonservativen, die wiederum Verbindungen zu dieser Sekte gehabt haben, wie Wolfowitz zum Beispiel. Und in Russland ist es stillgelaufen, trotzdem ist es eine sehr, sehr enge Verbindung. Jetzt
mit Trump wieder. Das heißt also, wir haben jetzt in Amerika und in Russland eine sehr, sehr enge Verbindung zu dieser Endzeit-Sekte, die im Grunde den Dritten Weltkrieg anschieben will und nichts anderes. Und wir als Europäer hängen jetzt mehr oder weniger dazwischen. Das ist sehr unangenehm. Also jetzt ist im Grunde auch dafür, eigentlich müsste man sich in Europa tunlichst überlegen, ob man mit den Israelis sich wieder mal auseinandersetzt und mit den säkularen Kräften in Israel spricht, halt eben, wie sie das verhindern können, was da passiert. Aber hat sie nicht schon längst Europa nach dem Zweiten Weltkrieg? Das gehört ja auch schon Ihnen, oder nicht? Ja, aber das geht nicht darum, ob es Ihnen gehört, weil es ist, wie soll ich sagen, Sie orientieren sich an dem, was die Bibelprophetie Ihnen sagt. Das ist das Wichtigste und dadurch können Sie zum Beispiel bestimmte Strukturen aufbauen und müssen sie dann aber auch hinterher wieder zerschlagen, wenn es einfach im Bibelplan drin steht. Da gibt es keine, wie soll ich sagen, verlässlichen, auf ewig haltenden Interessen. Die Interessen sind einfach nur biblisch und nicht selbstverwaltend. Deswegen, es war ja schon so während der Französischen Revolution, dass die okkulten Mächte nach oben gespült worden sind, dass sie die Macht hatten und trotzdem musste das dann wieder abgelöst werden, genauso wie halt Sowjetrussland halt eben dann wieder fallen musste, einfach deswegen, weil es prophezeit gewesen ist. Und Sowjetrussland ist halt eben genau zum richtigen Zeitpunkt auf den Tag genau wie von Nostradamus vorhergesagt gefallen. Und wenn du dir Nostradamus anschaust, in was für Sachen der reingerochen hat, bevor er seine sogenannten Prophezeiungen gemacht hat, dann waren das Kabbala-Schriften und die Bibel. Wie geht es dann weiter laut diesen Schriften? Oder wie ist das Szenario, jetzt abgesehen von Ilmeier, wie ist das Szenario, wenn du alles in eine Tüte bei dir reinhaust, wie ist Stand jetzt dein Szenario, was sein könnte? Das, nicht was sein könnte, sondern wie sie denken, was sie wollen und wie sie die Bibel halt eben auslegen, laufen wir jetzt auf den Dritten Weltkrieg hinzu. Was und kommt dann danach oder was? Wie geht es da weiter? Kommt dann der Messias zurück oder was ist so die Grundessenz von dem Ganzen? Wie geht der Spielfilm weiter? Richtig, aus Ihrer Sicht. Kommt der Messias zurück und dann kommt das dritte Jerusalem vom Himmel, also der dritte Tempel wird halt eben gebaut in Jerusalem und es gibt dann so Bilder, wo dann das neue Jerusalem vom Himmel gelassen wird. Das neue Jerusalem sieht dann teilweise aus wie eine Stadt und teilweise sieht es aus wie ein UFO. Also schon relativ skurrile Geschichte. Elysium halt, ne? Ja, genau. Nur hat das Ganze halt eben denn auch einen Beigeschmack, der dann in der Tat apokalyptisch ist. Denn wenn wir jetzt zum Beispiel wieder zurückkommen auf die Tarotkarten, da gibt es dann am Ende eine Karte, die ich gesehen habe und die ist auch authentisch. Es gibt ja verschiedene Tarotspiele. Da sieht man halt eben, wie der Mensch die Erde verlässt. Und es gibt diese Bibelprophezeiung für den ganzen Schluss, für ganz, ganz am Ende, wenn halt eben Armageddon gewesen ist, wenn der Krieg gewesen ist, wenn der Messias gekommen ist. Dann heißt es, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde und ich musste nicht mehr traurig sein, ob der Alten dich zurücklassen musste. Und das ist für meine Begriffe halt eine Wiederholung eines Ablaufs, den wir schon, wenn man jetzt den Okkulten glauben darf, vorher schon gesehen haben in Atlantis. Da gab es die Sintflut. Und da gab es dann Noah, der hat dann praktisch die paar Überlebenden mitgenommen in seinem Schiff. Jetzt würde halt eben derjenigen wahrscheinlich Raumschiff sagen, aber das lassen wir dahingestellt. In seinem Schiff und hat dann praktisch, als die Erde dann vernichtet gewesen ist, sie wieder zur Erde zurückgebracht und hat eben dann eine neue Menschheit gezüchtet oder entstehen lassen. Und das ist halt eben jetzt unser Zeitalter, in dem wir jetzt leben. Atlantis steht in der okkulten Lehre nach dieser Zeiten-Yuga-Uhr für das bronzene Zeitalter. Jetzt sind wir im schwarzen Zeitalter, das dann auch wieder durch so einen Kataklysmus, durch so eine Katastrophe halt abgelöst wird und dann verschwindet die Erde, dann ist halt eben kein Mensch mehr auf der Erde drauf und so sagen es auch die Rabbis halt eben, diese Okkult-Rabbis, dass es so kommen müsse, die Erde müsse abgeerntet werden und zwar nicht halbiert, sondern komplett. Das wäre so halt eben vorhergesagt. Und dann kommt das goldene Zeitalter. Das heißt also, es kommt dann wieder ein Noah, der halt eben einen Teil der Erde halt, also was ich, ein paar tausend Leute, ich glaube in der Bibel steht dann, was steht denn da drinne? Irgendwie eine Zahl in die Tausender gehen, die werden dann entrückt. Davon hat ja auch Bush, der Junior Bush, öfters mal gesprochen, von dieser Entrückung. Er war ja ein evangelikaler Christ. Die dann kommen werde am Ende der Tage, wo er sich mit Sicherheit auch dabei wähnt in der ersten Klasse. Und dann geht das Ganze von vorne los und es beginnt halt eben die nächste Runde. Und das Interessante an der ganzen Geschichte ist, wir sind jetzt mit dieser Sekte halt in einem okkulten Gebiet. Und die Freimaurerei, die halt eben Megamacht hat in den nichtjüdischen Staaten, selbst auch in Israel, die haben ein ähnliches Bild, ein ähnliches Endzeitbild in den esoterischen Abteilungen und sie bezeichnen sich
als Noachiden, Jünger Noahs. Das heißt also, ihnen fällt letztendlich, wenn ich das Bild weiter halt eben vollziehe, die Aufgabe zu, die Türen zuzumachen, und zwar krachend, dass nichts mehr übrig bleibt, und dann praktisch ein paar Leute halt eben zu entrücken, um dann wieder die nächste Runde einzuläuten. Aber es ist total interessant, jetzt weiß ich nämlich, warum ich mit dir damals reden wollte, wir haben ja vorab kurz gesprochen. Ich habe nämlich die Europa-Hymne, die 12 Sterne, bin ich dann auf das Elysium gekommen, ich habe echt ein paar Nächte verbracht mit diesem ganzen Elysium, die Stadt im Westen, die vom Himmel quasi wie ein Ring dann sieht, weil sie aufgestiegen ist und so weiter. Wenn man das ist ein Schillers Gedicht gewesen von Friedrich Schiller an die Freimaurerloge in Dresden, das ja eigentlich die EU-Hymne jetzt geworden ist, ohne Text, aber halt Ludwigs Beethoven 9. Sinfonie. Da stehen wirklich krasse Dinge drin, auch so, dass die halt zurückkommen werden, die Stadt im Westen und so. Es geht definitiv in diese okkulten Themen da rein. Ja. Was ich halt interessant finde, ist dieser Planet 9, der geht mir nicht aus dem Sinn, weil nicht, hast du dich mit Planet 9 schon auseinandergefasst? Mhm. Stand jetzt ist es so, dass sie im Jupiter-Belt oder nahe des Jupiter-Belts ein Objekt gefunden haben, das sie noch nicht gespottet haben, also sie können ihn noch nicht sehen und sie haben ihn noch gefunden mit dem Teleskop. Sie suchen aber jetzt, mittlerweile haben sie, glaube ich, alle größten Teleskope, suchen jetzt den Bereich ab, wo sie ihn jetzt mathematisch berechnet haben. Dieses Ding ist 10-mal größer als die Erde und hat 20-mal die Masse oder umgekehrt. Auf jeden Fall hat das Ding so ein Energiefeld, dass es schon die Planeten in unserem Sonnensystem um 7 Grad gekippt hat. Und das Ding passt genau für mich rein, weil es nur alle zigtausende Jahre in einer elliptischen Bahn um die Sonne halt herumfliegt. Nicht, dass uns der Planet physisch abschießt oder so, sondern dass der allein, dass er durch den Jupiter-Belt kommt, so viel Gesteinsschutz in Gang gesetzt wird, dass wir da einen Feuerregen haben, wie sie es in biblischen Zeiten quasi beschrieben haben. Und das ist genau diese schwarze Sonne, wird sie auch oft genannt. Wenn man sich das ägyptische Totengericht anschaut, sitzen die 12 Leute wieder, die 12 Sterne in der Europaflagge zum Beispiel. Die Nummer 13 wird nur nie benannt. Die 13 ist ja diese Zahl in Amerika, die überall durchgestrichen ist oder so. Die 13 ist im Endeffekt auch, die NASA hat vor ein paar Monaten dieses 13. Sternenbild irgendwie mathematisch bestätigt. Und das 13. Sternenbild ist der Schlangenträger. Und dieser Planet 9 kommt genau aus dem Ding des Schlangenträgers hereingeflogen, aus diesem riesigen Sternenbild. Und die Cheops-Pyramide ist ja genau ausgerichtet, einmal auf den Orion, glaube ich, und gespiegelt die andere Seite ist auch dieser Schlangenträger. Also du hast diese dualen Sonnen und diese zwei dualen Sonnen sitzen auch im ägyptischen Totengericht. Ganz vorne sitzt Ra mit der Sonne und 4 Reihen weiter hinten sitzt ein reptilartiges Wesen mit einer anderen Sonne, also dieser Gegenpart. Und für mich ist es wirklich so ein Zyklus, der sich mal wieder abspielt. Also irgendwas passiert, irgendwelche Dinge kommen zurück, die, ich weiß nicht, wie weit ich mich da jetzt aus dem Fenster lehnen soll, aber es ist auf jeden Fall sehr lustig. Ja, vor allen Dingen die Bilder, die du jetzt gerade gebraucht hast, die lassen sich natürlich auch noch fortsetzen. Wenn du dir jetzt zum Beispiel das Europaparlament in Straßburg anguckst, das ist 1:1 dem Turm von Babel nachempfunden, wo die Völker halt eben allzu machthungrig waren und dann durch die Sprachenverwirrung getrennt wurden. Ich finde es auch so interessant, dass sich halt jetzt da auch Obama oder Amerika oder wie man es halt nennen will, die Regierung sich auf einen Sonnensturm vorbereitet. Sie haben jetzt so eine Executive Order extra unterschrieben, dass sich das Ganze, es steht halt dort sehr, sag ich mal, fachspezifisch drinnen, aber welcher Bereich für was dann zuständig ist, die sollen ausloten, welche Infrastruktur betroffen sein könnte, wie man es umgehen kann und so weiter. Die bereiten sich da wirklich auf ein sonnensturmartiges Ding vor. Und ich persönlich, meine Vision, die ich habe als Alternativroute irgendwie, ist, wenn dieses Objekt näher und näher kommt und diese Energieform oder diese Feldstärken einfach zu extrem wird, dass sie schon Planeten verschieben können, de facto, das ist Mainstream anerkannt mittlerweile, dann wird die Sonne irgendwann spucken. Ich glaube, dass dieser Planet, der Trigger ist, damit die Sonne spuckt und dann kommt bei uns dieser Sonnensturm, der quasi einmal das Ganze nicht ausradiert, sondern einfach, dass wir einen Bewusstseinsboost kriegen. Da kannst du jetzt ansetzen an Dieter Bröers, den Magnetkristall im Gehirn, da könnte man jetzt wieder stundenlang philosophieren, aber dieser Mechanismus war schon öfters da, gerade so mit der Stadt im Westen und so. Ich weiß es noch nicht. Ich bin noch nicht dahin gekommen. Ich bin ja kritisch mit diesem Bewusstseinssprung. Ich halte die Menschheit für dümmer denn je. Ich glaube nicht richtig dran, ehrlich gesagt. Ich würde noch niemals ausschließen, dass die Wahlen halt in Amerika tatsächlich gefingert gewesen sind, dass die Russen geholfen haben. Würde ich noch nicht mal völlig ausschließen wollen.
Also das mit dem Bewusstseinssprung, das finde ich aber schon. Guck mal, wir sprechen hier, das hätten wir vor 15, 20 Jahren nicht gemacht. Und da draußen gibt es tausende von Leuten. Und guck mal, auch die Leute, die Trump gewählt haben und was Trump so abgelassen haben, ne, da regiert eine Elite so. Ich meine, auch wenn er das nicht umsetzt, dass er da Hillary weghaftet und sonstiges, das ist in den Leuten drin. Und die wollen sowas. Also da sehe ich schon... Da gibt es schon einiges auf, finde ich. Ja, man kann ja auch von dem Alex Jones halten, was man möchte. Aber zumindest hat er ja auch Millionen Publikum mittlerweile, ja. Das ist richtig, nur wenn ich mich halt eben, okay, ich gehe halt eben von meinem unmittelbaren Umfeld aus. Und das sind alles Mainstreamer. Also ich habe keine Freunde im Intruser-Milieu. Und die sind einfach grottendumm, es tut mir leid. Also sie gucken das ja auch nicht, ja? Zeit, sich neue Freunde zu suchen, Wolfgang. Ja, wahrscheinlich. Nee, dann würden wir ja die ganze Zeit letztendlich über Truther-Kram sprechen, das ist dann auch wieder schlecht. Also von daher ist es ein bisschen befreiend, halt eben über irgendwelchen Dünnschiss wie halt eben Schuhe zu sprechen. Ja, aber die, ich weiß nicht, ich hatte dir ja damals den Artikel auch geschickt, Wolfgang, diese eine Zeitung, ich bin mir nicht mehr sicher, wie sie hieß, ich glaube Israel News oder sowas, die ja auch einen Artikel über Trump geschrieben hatte, so dass es ein Zeichen Gottes ist jetzt, die Wahl und so weiter, also dass das so in diese Prophetie reinpasst und so weiter, also dass das alles völlig im Plan ist, dass Trump jetzt sozusagen Präsident geworden ist und also wir haben ja noch ein bisschen Zeit, wir haben ja noch ein paar Tage Zeit, wenn er das bis dahin schaffen sollte, dass er dann Präsident wird, also die haben das ja so als, das ist ja diese eine Shabbat Zeitung gewesen, also die der Shabbat-Lubavitcher Sekte sozusagen nahesteht oder von denen auch sogar herausgebracht wird. Wie würdest du das einschätzen da auch nochmal? Haben die da, ich kannte diese Zeitung nicht, weiß ich, kennst du diese Zeitung? Ich glaube Israel News, glaube ich, heißen die, ne? Was ich dir mal geschickt hat. Hattest du das mal durchlesen können? Es würde wahrscheinlich dann Israel National News heißen, oder? Kann das sein? Kann auch sein. Also auf jeden Fall gab es einen Artikel da, dass sie da, wie gesagt, ein paar Rabbis haben da halt gesagt, so Trump ist völlig auf, steht völlig in der Linie der Prophezeiung sozusagen. Es ist jetzt Gottes gegeben, ja, sozusagen. Also alles läuft nach Plan. Also das sagen die Endzeit-Sekten, die Christlichen halt auch, ne? Ja, die Menschen geben sich die Hand in die Hände. Also die Freimaurerei, zumindest halt eben ein Teil dieser politischen Freimaurerei. Die Freimaurerei kannst du auch nicht über einen Kamm scheren. Sind gerade in den Niederlogen, also in den blauen Logen, sind für meine Begriffe 99% der Leute völlig in Ordnung und wollen einfach nur was Gutes tun und was gute Werke etc. Selbst in den Hochgradlogen, in den roten Logen hast du halt auch gute Leute. Darf man nicht vergessen. Nur der Punkt ist, es gibt halt eben ein Element, was dann wirklich auch ganz oben ist. Und die haben sehr politische Agenda. Für mich auch wiederum kein Zufall, dass im Grunde die Trump Revolution aus England gekommen ist. Und es war ja im Grunde eigentlich zunächst mal Farage, der halt eben die Sache angedeichselt hat in England. Mit einer Situation, die jetzt im Grunde ein bisschen dem Zweiten Weltkrieg ähnelt, vielleicht auch dem Ersten, wo die beiden sich da raushalten aus einem potenziellen Schlachtfeld und sich zurückziehen halt eben in der Splendid Isolation, um von dort aus vielleicht die Sache dann am Ende dann auch entscheiden zu können. Von diesen Nationalreligiösen in Israel ist überhaupt nichts Gutes zu erwarten. Also die Zeitung, ich kenne sie. Ich habe auch darüber gelesen, dass sie halt gesagt haben, man sollte halt eben Deutschland in Schutt und Asche legen und mehrere Atombomben draufwerfen. Und das sind Leute, die sind halt eben, die haben ihre Verbindungen direkt in der Regierung. Ja. Da sitzen Minister, die halt eben mit diesen Leuten sehr, sehr eng sind, was super gefährlich ist. Und von daher ist unsere Politik, unsere deutsche Politik also auch völlig blind und lax. Also sie beteiligen sich da nicht an Gedankengängen, wie wichtig jetzt zum Beispiel die Religiösen in Israel sind. Zumindest ist es nach außen hin nicht zu erkennen. So wie wir uns bei den Iran-Verhandlungen vor ein paar Jahren halt aufgestellt haben, es war sowas von dumm, hätten wir im Grunde eigentlich Israel abholen können und ein zukünftiges Schlachtfeld beruhigen können, indem wir den Iranern gesagt hätten, pass auf, ihr lasst die Finger vom Nuklearzeugs, haben wir Deutschen auch keine guten Erfahrungen, wir sind auch nicht gerade für Nuklear, wir liefern euch die ganzen Zukunftstechnologien, an denen gerade geforscht und gearbeitet wird, wir machen euch zum muslimischen Zukunftsstaat Nummer 1 der Welt, wenn ihr die Finger davon lasst. Hätten die Iraner mitgespielt, hätten wir die Iraner als Freunde gehabt, hätten wahnsinnig viel Geld verdient in der Wirtschaft und die Israelis hätten uns abgepuzzelt, weil sie halt eben dann diesen Popanz zum Hals gehabt hätten. Zumindest hätten es dann die säkularen Israelis gemacht. Und wir müssen auf die säkularen Israelis zugehen, ansonsten werden die sterben und wir auch. Wo gibst du den Georgsorden hin? Hast du dich mit denen schon beschäftigt? Nein, ich bin da nicht richtig drin. Ich würde mal eher tippen Rom, oder? Ja, es geht, also
das hätte mich für mich so zusammengepasst eben mit dieser Ihlmeier-Prophezeiung, weil der Georgsorden ist auch mit diesen ganzen Malteser und mit Franz von Bayern und so weiter, der wahrscheinlich dann quasi das von Rom quasi wieder an die Spitze gesetzt wird, der Monarchie, das hätte für mich in den Plan gepasst. Für mich sind die auf jeden Fall sehr russlandnahe und auch mit Israel sehr verbandelt. Also das, ich weiß noch nicht, wie ich es einordnen soll. Ist ein Ritterorden, oder? Ja. Richtig, ja. Ja, die Ritter hat aber wirklich extreme Verstrickungen, also gerade so mit Franz von Bayern, weil ich habe mal diese Ihlmeier-Prophezeiung mir einfach angeschaut, was es heißen würde, wenn dieser Franz von Bayern da wäre. Und wenn man sich ansieht, in welchen Logen er sitzt oder Ehrenvorsitze hat in diesen Logen, geht das komplett bis ins Grab von Jerusalem, diese Truppe, die das Grab von Jerusalem bewachen soll und diese Dinge. Es ist dann auch noch die Frage, wo ist eigentlich Jerusalem? Ne? Mario Brass und diese Geschichten, ne? Das spielen viele Dinge rein, finde ich. Also ich denke, dass die Ritterorden eine eigene Politik machen. Also es gibt verschiedene, wie soll ich sagen, verschiedene Machtzentren. Also haben es zumindest die Ludendorffer halt eben entworfen vor, was ich, 70 Jahre ist es her. Die waren ja damals in dem nationalsozialistischen Segment relativ stark und haben sich dann in den 30er Jahren wieder zurückgezogen, weil sie gemerkt haben, der Führer macht irgendwie eine Politik, die nicht ganz koscher war. Respektive, die war wirklich völlig koscher. So, und die haben gesagt, es gibt halt zum einen Rom als Machtzentrum mit einer ganz eigenen Weltagenda, mit einer Weltplanagenda. Dann gibt es Jerusalem, das ist Judentum halt. Dann gibt es Moskau, dann gibt es London für die Freimaurerei. Und sie hatten sogar noch Tibet dabei gehabt. Und die Ritterorden fallen vermutlich ein Stück weit halt eben nach Rom rein. Die sind wesentlich konservativer aufgestellt und die sind, also viele Ritterorden sind auch gegen die Umvolkung, die wir gerade erleben. Das ist sehr überraschend. Ja. Wolfgang, du hast mal ein Buch geschrieben, das heißt Erst Manhattan, dann Berlin. Das ist doch auch eine Anspielung auf den Lynyrd Cohen-Song First We Take Manhattan, Then We Take Berlin. Was hältst du eigentlich vom Tod von Lynyrd Cohen, der jetzt auch letztens erst gestorben ist? Und magst du da mal drüber sprechen? Ja, das ist eine lustige Angelegenheit, in Anführungszeichen lustig. Das passierte ja genau da, als Trump gewählt wurde. Hatte auch wieder mit der Zahl 7 zu tun. Also es gibt diese heiligen Zahlen im Okkultjudentum, auch in der Freimaurerei, haben Zahlen eine Bedeutung. Und die 7 ist die heilige Zahl. Nach jüdischem Kalender kommen wir, oder sind wir jetzt im Jahr 5777. Das ist dreimal die 7, das ist hochheilig. Wolfgang, kannst du nur erklären, entschuldige, ich muss da einhaken, weil warum haben Zahlen eine Bedeutung? Hat das mit den Planetenkonstellationen gleichzeitig zu tun oder warum ist es nur die Zahl an sich oder steckt da was dahinter? Das hat auch damit zu tun, dass in der Kabbala halt alle Buchstaben und alle Zahlen eine bestimmte magische Bedeutung haben und auch untereinander getauscht werden können. Also alle Buchstaben sind Zahlenwerten zugeordnet. Und mit diesen Schlüsseln kann man dann praktisch, wenn man sie auf die Bibel anlegt, auch eine neue Bibel lesen, die wir gar nicht lesen können. Wo sich dann unterhalb der Bibel noch eine andere, erst zu dechiffrierende Nachricht befindet. Ja, die wichtigen Zahlen sind halt eben aus unserem Verständnis nicht nur die 666, die ja offensichtlich Herr Kuschner sehr gerne mag, sondern auch die 777. Die darf ich, da muss ich einhaken, da muss ich eingrätschen, Wolfgang. Und zwar, wenn Trump am 20. Januar eingeführt wird, ne, das ins Präsidentenamt, und dann hat er am 21. sozusagen seinen ersten Arbeitstag, seinen richtigen, dann ist er genau 70 Jahre alt und 7 Monate und 7 Tage. Wenn das stimmt, ist es absolut geil. Und die 21 ist halt 3x7, ne? Stimmt. Auch noch. Und bei unserem amerikanischen Sängerknaben, der halt eben First We Take Manhattan, dann We Take Berlin gesungen hatte, ist es so, dass er am 7., glaube ich, gestorben ist. Wobei das nicht ganz klar war, wann er tot war, weil es gab nämlich zwei verschiedene Daten, die von Wikipedia angegeben worden sind. Da habe ich mich auch gewundert halt, dass sie sich dann nicht auf ein Todesdatum bei so einer bekannten Persönlichkeit festlegen konnten, wenn die doch im Krankenhaus gestorben ist, was es erst geheißen hat. Und hinterher hat es geheißen, nee, der ist gar nicht im Krankenhaus gestorben, obwohl die ganzen Zeitungen schon gebracht hatten, dass er im Krankenhaus gestorben wäre. Dann hat es geheißen, nee, er ist zu Hause gefallen. Das war ein unglücklicher Unfall.
liest sich schon ein bisschen suspekt. Halt eben gerade vor dem Hintergrund, dass er sehr eng ist mit diesen kabbalistischen Kreisen und auch immer wieder darauf Bezug genommen hat, dass seine Texte auf diese Leute und ihr Wesen und ihr Denken Bezug nehmen würden. Da war zum Beispiel jetzt auch bei diesem speziellen Song First We Take Manhattan, Then We Take Berlin, ein Interview damals bei 9/11 oder kurz nach 9/11 mit dem Radiosender in New York, wo man ihn gefragt hat, ob er mit diesem Song irgendwie diese Ereignisse des 11. September im Auge gehabt habe, ob er dann sich als Prophet betätigt habe. Man könnte den Text ja auch so verstehen, dass es aus dem Auge eines Terroristen halt eben geschrieben worden wäre. Und dann sagt er, ja, in der Tat, ich habe halt eben da Sachen gesehen, die mir weise Herren aus dem Chabad nicht genannt, aber dem chassidischen Umfeld halt eben beigebracht haben. Und die Chassiden, das ist die Übergruppe, in die sich Chabad nur als stärkste Gruppe einfügt. Gab's da bei dem Kohl? Ja, und der Song heißt der First We Take Manhattan, Then We Take Berlin. Und ich meine, bei 9/11, also boah, ich habe das an dem Tag auch schon im Kopf gehabt, diesen Song und so. Und dann seitdem schaut man auch mit Sorge nach Berlin. Da war ja auch dann vor ein paar Jahren da dieser Hype bei der rund um die Frauenfußball-Weltmeisterschaft. Aber ich meine, Wolfgang, du hast ja das auch als Titel gewählt für dein Buch. Was macht Berlin da so besonders in diesem großen globalen Spiel? Dann steht das Tor von Babylon auch, ne? Ich denke, wir sind momentan halt eben die, wie soll ich sagen, eine der führenden Mächte der Welt. Wir sind die führende Macht in Europa. Damit sind wir die europäische Führungsmacht, also auf Deutsch. Dann haben wir noch Amerika, dann haben wir Russland und China und das war's. Alles andere ist sekundär. Eine Kleinmacht ist halt eben, aber wichtig halt eben aufgrund guter Verbindungen ist Israel. Israel merkt momentan, dass es von Amerika enttäuscht worden ist, und zwar zumindest unter Obama, und versucht sich neu zu orientieren. Dummerweise hat jetzt Trump die Karte gezogen. Ich hätte sie gern gehabt, wir hätten sie ziehen können. Hätten wir als Deutsche die israelische Karte gezogen, hätten wir eine Möglichkeit gefunden, mit den Russen zusammenzuarbeiten und uns den Rücken, in den man uns mit Sicherheit hätte reinschießen wollen, freigehalten hätten. Jetzt sind sie halt eben die Israelis bei den Amerikanern. Ich will nochmal auf die Sekten kommen, Wolfgang. Es ist das Jahr 5777, ne? Stimmt, ne? Mhm. 5000, okay. Kannst du mal, ist jetzt das Jubiläumsjahr oder war das letztes Jahr? Das weiß ich nicht. Aber dieses Jahr, das bedeutet ja auch das Ende eines Zykluses, ja? Oder bist du da? Meinst du diese Schmieder und Superschmieder oder wie? Ja, genau. Also wenn da jemand von euch drüber über das Schmiederjahr mehr hat, halt eben, da höre ich gerne zu. Okay. Ja, nee, ich hätte gern von dir gewusst, ob das irgendwelche Relevanzen hat, das Schmiederjahr halt. Mit Sicherheit hat es das. Also ich habe auch da über Texte gelesen gehabt, wo drauf angespielt worden ist, in einem Fort, wo man gemerkt hat, die orientieren sich daran, aber ich habe es halt eben dann nicht, die Texte halt eben nicht genau dahingehend durchflügt und habe die meisten Sachen vergessen. Okay. War nicht, Frankie, war nicht der Leonard Coldwell auch ganz früh in solchen Mein MK-Ultra-Experimenten beteiligt? Hattet ihr das nicht mal in der Sendung auch mit angesprochen? Leonard Cohen. Du meintest natürlich Leonard Cohen. Cohen, ja, das habe ich denn jetzt gesagt, ja, Entschuldigung. Ja, nicht, dass wir durcheinander kommen. Ja, in der Tat, Leonard Cohen, ja, schon als Teenager war der Teil von so ganz seltsamen Hardcore-Therapien. Da wurde der ganze Körper wurde komplett eingepackt, Augen verbunden und das Ziel war, jegliche Sinne auszuschalten, dass du nichts mehr hörst, nichts mehr riechst, nichts mehr siehst und auch nichts mehr spüren kannst. Also selbst jeder einzelne Finger war irgendwie so isoliert von allem anderen. Und in so einem gefesselten Zustand war der dann stundenlang und zum Teil auch unter Drogen. Und das klingt für mich gerade in diesem Zusammenhang mit Laurel Canyon und überhaupt diese ganzen Rock'n'Roll-Geschichten, haben wir schon so oft drüber gesprochen. Das riecht halt wirklich nach so einem Leben in diesem Umfeld von Geheimdiensten, von Mind Control. Und da gibt es natürlich auch genau diese Connections hin zu den Ljubavitschern und zu den Gruppen, von denen Wolfgang spricht. Das ist Hollywood, das ist Showbusiness. Arbeiten denn diese
sag ich mal, christlichen Endzeitsektler mit den jüdischen auf irgendeiner Ebene zusammen näher? Ja, die Amerikaner. Also es gibt ja auch hier in Deutschland, ne, viele, diese Sieben-Tags-Adventisten und was weiß ich was immer. Und gibt es da irgendwelche näheren Verbindungen auch noch hier nach Deutschland? Es gibt auf jeden Fall die Verbindungen zwischen amerikanischen Adventisten und Evangelikalen nach Israel. Das sind so richtige Die-Hard-Zionisten, also religiöser Art, nicht säkularer Art. Die erwarten sich halt eben von Israel eine biblische Rolle und erwarten sich von Israel, dass der Witz dabei auch noch ein biblisches Ende. Das heißt also, diese Freundschaft ist, wenn du jetzt ein Jude bist, der in Israel lebt, alles andere als vorteilhaft, weil sie halt eben zusammen mit ihren chassidischen israelischen Brüdern dafür sorgen, dass Israel zerstört wird am Ende. Und da gibt es halt eben unter der säkularen und linken Bewegung in Israel schon Prominente, die das gemerkt haben, die dagegen aufstehen. Aber sie werden kaum gehört, weil sie halt eben das Medienproblem haben. Die großen Medien sind in der Hand von Okkulten, respektive von Leuten, die da irgendwelche Verbindungen haben und das erst gar nicht nach draußen lassen. Kennen wir diese Prophezeiung? Da gibt es ja ein Video, Boris, du hast mir mal geschickt, von diesem Jungen, der die Tora irgendwie komplett auf einmal auswendig konnte nach seiner Nahtoderfahrung. Da gibt es endlos viel. Nein, ich weiß nicht, wie der heißt, er hat nur damals gemeint, Israel soll zerstört werden. Es passiert irgendein Event, wo alle auf einmal die ganze Welt so false flag-mäßig. Ja, aber der Typ, hast du den mal genau beobachtet? Du meinst, wo der Vater auch dabei war? Der saß da irgendwo, da war der Nachricht. Das war nicht sein Vater, das war sein Lehrer oder so. Ja, sein Lehrer, wie auch immer. Der kam mir sehr indoktriniert vor der ist ja ganz egal. Das war, was er noch gemeint hat, ist, dass dann alle Länder, wirklich absolut alle auf dieser Welt, greifen dann Israel an. Warum auch immer. Wir reden jetzt schon so lange von diesen Prophezeiungen und das ist auch ein Thema, mit dem ich mich auch schon lange beschäftige. Aber aus meiner Sicht, was wirklich so wichtig ist, ist, dass wir uns von diesen ganzen Prophezeiungen, von diesen ganzen apokalyptischen Denken befreien, dass wir uns als Menschen da emanzipieren. Denn letztens all diese Prophezeiungen hängen da direkt zusammen mit den Eliten. Die Eliten haben angefangen, diese Religion überhaupt zu erfinden. Die Eliten haben diese Prophezeiungen in die Welt gerufen und das sind auch genau die gleichen Gruppen, die dann diese Prophezeiung wieder in die Tat umsetzen. So. Ja, aber das ist so ein Mechanismus, der letztens eine ganz große Mind Control ist, die über so viele Generationen läuft und das ist jetzt unsere Aufgabe, uns letztens aus diesen Dingen zu befreien. So. Und es ist gut, dass wir darüber sprechen und dass wir die auch diese Sachen ans Licht bringen. Aber wir dürfen uns nicht da nicht selber verzaubern lassen, weil wir sind schon zu lange als Menschen in genau diesem Bann von diesen Denkweisen, von diesen Ideologien, weil mehr ist es letztens nicht. Es sind letztens nur andere Menschen, die sich diese Dinge ausgedacht haben. Aber Frank, das ist genau der Unterschied halt eben in der Handlungsweise. Wenn du dich davon befreist und trotzdem drüber sprichst, dann ist es in Ordnung. Wenn du dich allerdings wirklich grundlegend davon befreist und sagst, ich liefere der ganzen Sache keine zusätzliche Nahrung, indem ich drüber nachdenke, was viele Esos sagen, du bist nun kein Eso, aber es gibt einige, die so argumentieren, dann ist es natürlich gefährlich, weil der Vergewaltiger vergewaltigt auch weiter, wenn die Umstehenden weggucken. Oh, auf jeden Fall. Wie ist es denn... meint ihr nicht, dass diese ganzen Endzeitsekten, also sag ich mal, die Story grundlegend, das Gerüst dafür, dass es damit irgendwas auf sich hat, was vielleicht auch bestimmt von vielen instrumentalisiert und versucht wird umzusetzen, aber dass es doch einen wahren Hintergrund hat und dass im Endeffekt diese Endzeit, ich meine, Apokalypse heißt ja Offenbarung, ne? Dass es da quasi, dass es eigentlich was Gutes ist? Bin ich fest davon überzeugt. Dass es einfach im Endeffekt gegen die geht, die es hier heraufbeschwören? Die Leute, die es machen, sind ja die Bösen. Also ich meine, zumindest sind es ja, genau. Und demnach müsste es nach meinem Verständnis dann auch mit denen quasi zu Ende gehen und nicht mit uns. Ja, so haben die es aber nicht geplant. Ne? Ja, also das ist klar. Die haben es genau andersrum geplant. Nach dem Motto, ja, ich bin die Auflösung kommt, die Böse schafft. Aber warum sollten sie es dann nicht schaffen? Ich sehe die Gegenkraft nicht. Nur, wenn einer eine Grube gräbt. Das ist aber dann schon so gewollt, weil die Herrschaften wollen ja den Planeten abwracken und sich halt eben selbst in Sicherheit bringen. Warum soll das nicht schaffen? Weil ich glaube, dass das Licht obsiegt und das Gute gewinnt. Da bin ich fest von überzeugt. Die Frage ist halt eben, ob das Licht nicht unter Umständen sogar innerhalb dieser dunklen Agenda und der dunklen Planung und dem dunklen Vorgehen tatsächlich noch drin ist. Das ist
Das ist der einzige Punkt, den ich mich noch frage. Denn wenn jemand so etwas macht, so etwas Finales zustande bringt, zu Wege bringt und sagt, okay, wir leben im schwarzen Zeitalter, deswegen muss die Menschheit nach unten geführt werden, deswegen muss sie halt eben fertig gemacht werden. Sie muss in den Keller gebracht werden und verprügelt werden. Das ist ja das, was wir erleben durch den Globalisierungsprozess. Wir denken nur, das wären jetzt, was wir erleben als Negativer, es wären nichts anderes als Kollateralschäden. Aber das sind keine Kollateralschäden, das ist schon ganz bewusst so geplant, dass die Menschheit leidet, weil das ist halt eben die Zuspitzung des schwarzen Zeitalters. Aha. Und ich frage mich, wenn jemand so weit geht, das zu machen, so satanisch arbeitet, das zu machen, um dann halt eben dann hinterher auch den Planeten abzuwracken und halt eben das Weite zu suchen, wer so weit geht, der muss eigentlich davon ausgehen, dass er in einer höheren Bestimmung arbeitet. Und da kommen wir dann tatsächlich halt eben unter Umständen in eine philosophische Diskussion, was ist Gott und steht denn in der Geschichte noch dabei? Weil du brauchst ja als ein Handelnder tatsächlich auch einen Gottesbeweis, sonst würdest du so einen Unfug gar nicht durchführen. Ja gut, aber gehen wir mal aus davon, legen wir mal Gott beiseite. Sagen wir, die ganzen Essenzen daraus sind sehr, 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 sehr alt. Und dann, finde ich, passt Tom sein Gedanke mit irgendwelchen Planetenstellungen, die auch wieder mit Zahlen zu tun haben und die auch schon immer da waren, passt da gar nicht so schlecht. Das ist halt irgendwie, und da stimmen ja auch andere Forscher und Wissenschaftler überein, dass es zu, sag ich mal, in regelmäßigen Abstand zu Kataklysmen hier kommt. Und wodurch auch immer, und dass wir da jetzt schon in mehreren Phasen, zum Beispiel bei der Sonne, lang über einen Zeitpunkt hinweg sind. Ich finde das aber nicht als was Negatives. Ich glaube einfach, es ist ein normaler Zyklus, um uns weiterzuentwickeln, weil je mehr wir auf die Fresse fliegen, desto mehr lernst du draus, wie ein Kind, der auf die Herdplatte greift, auch wenn du dich jetzt negativ anhören möchte. Da bin ich voll bei dir. Die Frage ist halt, inwieweit wirkt sich das aus? Wird dann wirklich hier einmal groß reine gemacht und kostet das, was weiß ich, wie viele Menschen das Leben oder was auch immer? Oder als Spezies ist sicher gut. Naja, das ist die Frage, was ist jetzt wirklich aus dem großen Ganzen heraus gesehen davon Vorteil? Ja, aber ich kann mir zwei Seiten angucken von denen, die Macht haben. Das sind zum einen die esoterische Abteilung der Freimaurerei, also die Hochgrad-Freimaurer, die politisch tätig sind aus einem esoterischen Hintergrund heraus. In diesen Kreisen wird durchaus darüber über eine NWO gesprochen, in der dann praktisch die gesamte Welt unter einem Regierungskuratel steht, das in Jerusalem sitzen wird wahrscheinlich. So, und dann werden die Völker, wie es in der Bibel drin steht, das ist auch wieder eine biblische Geschichte, ihren Nacken und ihren Kopf beugen unter dem Joch Jerusalems. Und sie werden halt eben Menschen zweiter Klasse sein. Das ist das Negative. Das andere, was führende Chassidim, also kabbalistische Rabbiner sagen, ist, dass die Erde komplett abgeerntet wird und es bleibt nichts mehr übrig. Das sind für mich zwei Aussichten, die ich nicht für besonders sexy halte. Mir gefällt die babylonische Geschichte so gut, weil im Endeffekt gibt es ja dort die Anunnaki und die Igigo, ich habe es ja eh schon 100-mal erzählt, aber im Endeffekt gibt es ja, es gab einen kürzesten Ältestenrat, die Anuna, das sind 50 Leute, einer davon ist Ishtar, die auch sehr bekannt ist und auch damit Adam und Eva-Version im, dass ich es rauskriege, in dieser Geschichte, wurscht, vergiss das, ich bin komplett durch den Wind, wie heißt denn das jetzt? Auf jeden Fall geht es darum, dass die Anuna, die Igigo und die Anunnaki erschaffen haben und per Diskret die Menschen für die Anunnaki arbeiten haben müssen, bis zu dem Zeitpunkt, wo sich die Menschen gegen die Götter erheben und gegen ihr Diskret irgendwie anfechten. Dann kommen die Götter zurück und es wird neu verhandelt und sie verrichten dann die Arbeit der Menschen hier. Somit sind sie wieder gottgleich und es kommt die große Auflösung, dass sowohl die negativen Kräfte als auch die positiven beide erschaffen wurden, um einen Zweck zu erfüllen. Das ist, dass wir denen dienen und für die arbeiten. Und ich glaube, dass das irgendwie bricht. Und dann kommt halt dieses große Aha-Erlebnis, dass kosmische Events passieren, die alle möglichen Religionen und Auffassungen ja haben, mit dem Armageddon und Feuerkometen etc. etc. Ich glaube, das sind die Richtungen. Ich glaube nicht, dass das Negative ist das Gute, nur umgedreht. Das eine braucht das andere. Das wäre dann praktisch eine Auflösung des Spiels mit einem guten Ende hier auf der Erde. Nenn es mit einem neutralen Ende. Ich würde es gar nicht dann positionieren. Einfach so ein, wo sich alles zusammenfindet und jeder weiß einfach nur so, ja.
Das spricht, widerspricht denen allerdings, ich meine, ich hoffe, das ist so, das hört sich gar nicht mal so schlecht an, nur das widerspricht den indischen Yugas, wo sowohl das okkulte Judentum als auch wiederum dann darüber die Freimaurerei viele Ideen über die Endzeitbestimmung herhaben. Dass es halt eben immer wieder einen Totalkataklysmus gibt, der halt eben Sintbrand und Sintflut abwechselt, wo nichts mehr übrig bleibt. Also ja, das glaube ich auch, dass das kommt. Ich glaube auch, dass das dieser Zyklus ist, weil wenn jetzt da wirklich dieser Planet 9, oder wenn halt unsere Sonne spuckt, ist ja de facto jetzt schon so. Und es kommt ein Polschiff, dann haben wir Überflutungen, da haben wir Erdbeben, wir haben es ja jetzt schon, Erdbeben-Dinger, dass in Neuseeland sich der Meeresboden um 6 Meter gehoben hat und solche Dinge. Also ich glaube, wir sind mittendrin in diesem Prozess, wir spüren das ja auf der Erde, schau das Wetter an. Also ich glaube, wir sind mitten in diesen kataklysmischen Dingen. Es ist auch kein Zufall, dass die Meteoriten mehr und mehr werden. Ich glaube, das ist der Schutz, der einfach in Gang gesetzt wurde vom Jupiterfeld. Ja, aber das ist dann im Grunde eigentlich ein Schutz der Natur oder der natürlichen Ereignisse und ist nicht menschengemacht. Das würde mich jetzt nun wundern, weil das schwarze Zeitalter ist so stark dem Ende entgegengeführt worden und auch wirklich so punktuell genau haben in den Zeitabläufen, wie es gebraucht wurde und prophezeit wurde, dann Ereignisse stattgefunden. Da glaube ich nicht, dass die Natur am Werke war. Das sind halt eben dann tatsächlich Menschen. Und warum sollen die ihr Werk dann nicht am Ende auch vollziehen und die ganze Sache hier abwracken? Ich sehe es halt als einen holographischen Aspekt. Ich persönlich denke nicht, dass ich getrennt bin von dem, was im Außen passiert. Ich glaube einfach, dass es ein Prozess ist, die Matrix, die sich immer wieder wiederholt, einfach resettet. Dann geht's back to the source und dann spielen wir das Spiel nochmal. Und wer ist Wolfgang dann in dem Spiel für dich? Dasselbe Spiel. Oder was ist Wolfgang? Du meinst was? Ja, was? Wer? Irrelevant. Nee, aber es ist ein Aspekt in diesem Prozess, den du mit allem verbunden führst. Ich verstehe jetzt nicht, was du hinaus willst. Also in diesem Spiel, das du erlebst, ne, ja. da gehe ich konform, sehe ich genauso ungefähr. Ne? Was ist Wolfgang in diesem Spiel dann? Ein anderer Aspekt deines Selbst ja quasi. In der Grundessenz ja. Mhm. Es sind halt mit anderen Wahrnehmungen und andere. Wolfgang deckt halt ein komplett anderes Puzzleteil ab, wie es das du machst und alle anderen auch. Aber ich glaube, wir spielen alle dasselbe Puzzlespiel und auch die negativen Dinge. Und die wissen, dass quasi dieser Umschwung kommt. Keine Ahnung. Das so. Ist halt meine Sicht. Ja, wollen wir nochmal ein bisschen vielleicht auf andere aktuelle Geschehnisse eingehen? Wir sind jetzt natürlich gerne sehr in diese Prophetie jetzt, so haben wir uns ein bisschen reingehört. Aber wir wollten doch nochmal erwähnen, was Ilmeier so gesagt hat, erstmal, oder? Nö, glaube ich nicht. Nein, lass gut sein. Nö. Ja, was habe ich hier da noch stehen? Also, wir hatten, was haben wir hier noch auf dem Plan? Habe ich hier noch bei mir stehen, zum Beispiel Freiburg, die aktuelle Geschehnisse um Freiburg. Wollen wir darüber nochmal ein bisschen sprechen? Was passiert in Freiburg? Der, das mit diesem Bürgermeister da, ne? Die Geschichte. Na, der Mord dort, ne? Mit, ja. Erzähl mal ein bisschen was, Manu, dich haben wir lange nicht gehört. Na gut, ich habe das jetzt auch nur so am Rande mit erfolgt. Da ist ein junges Mädel von einem Afghanen, glaube ich, umgebracht worden oder vergewaltigt worden. Und der Bürgermeister hat er dann quasi den Flüchtling dahingehend verteidigt, dass er meinte, ja, das Mädel ist ja selbst schuld, weil bei den die Afghanen, die dürfen das quasi, so mehr oder weniger unterm Strich, ne? So kam das Statement vom Bürgermeister rüber, soweit ich das mitverfolgt habe. Ja, was man auf jeden Fall feststellen kann, dass natürlich auf jeden Fall alles das irgendwie runterspielt. Also bei der Tagesschau gab es ja auch, wurde nicht drüber berichtet, dann gab es da irgendwie einen Shitstorm oder so, dann hieß es ja, das wären ja nur Ereignisse von regional bedeutend, und so ungefähr haben sie da so rausgehauen, also wenn ein Schwarzer in Amerika erschossen wird, ist das für uns viel relevanter, ne? Darüber zu berichten, als so ungefähr, wenn ein Deutscher hier jetzt, sag ich mal, vergewaltigt und erschossen wird. Also ein Riesenskandal und natürlich auch so Typen wie dieser komische Stegner da von der SPD gleich wieder, das darf jetzt nicht von den Rechten ausgenutzt werden und so eine Taten sind zwar scheußlich, aber wir werden verhindern, dass es sozusagen in diesem Zusammenhang dann auch wieder in Volksverhetzung endet und so weiter. Also völlig kopfkrank, mehr kann man dazu nicht sagen. Also wir haben eine völlig kopfkranke Politik und Regierung hier in der BRD, da kann man echt nichts mehr zu sagen.
Ja, also sie schützt das Volk ja auch nicht, ne? Und du hast das ein bisschen runtergeschüttelt. Das war schon ein richtig heftiger Shitstorm. Also das ging so weit, dass sie sich, glaube ich, noch am gleichen Abend über Facebook, glaube ich, gemeldet haben und haben dort ein Video aufgenommen und oder das haben sie auf jeden Fall dort gepostet und haben dort das Ganze nochmal explizit in 20 Minuten oder 15 Minuten erklärt und warum, wie, was auch immer. Also da sieht man schon, wenn die sich 15 Minuten Zeit nehmen für irgendwas, das ist dann schon ein ganz schönes Hammer-Ding gewesen. Also was ich interessant gefunden habe, darf ich mal reinsprechen? Ja, selbstverständlich. Das hatte ich bei Robert definitiv noch nicht vorausgesehen gehabt, im Gegenteil. Also Robert hatte mich gefragt, was ich nun glaube, wie sich die europäischen Medien weiter verhalten werden, ob sie jetzt nun auf Trump-Kurs gehen und dass es ihnen dann hinterher leid tut und dass sie dann wieder sich anbiedern werden. Und ich habe gesagt, nein, das glaube ich nicht, weil ich denke, dass die europäischen Medien im europäischen System, Machtsystem, Elitensystem nach wie vor drin sind und dass sie das eigentlich gar nicht nötig haben zu tun. Deswegen werden sie es auch nicht tun. Und da habe ich falsch gelegen, definitiv, für meine Begriffe jedenfalls. Wenn ich mir jetzt anschaue, nämlich wie der Fall Freiburg nachbearbeitet worden ist. Zunächst mal war es ganz normal, wie man es erwartet hatte. Es wurde tiefer gehängt, wie es bisher immer gewesen ist. Wenn halt eben ein Flüchtling halt eine Straftat begeht, dann wird es nicht in die Öffentlichkeit gestellt. Und auf einmal haben sich dann die transatlantischen Medien wie die Welt etc., Bild und so weiter, hingestellt und haben dann die Tagesschau angegriffen. Das hatte mich sehr gewundert gehabt, dass sie das gemacht haben. Normalerweise ignorieren sie auch Proteste, die sich dann in den Internetmedien bilden, die blenden sie einfach aus. Diesmal war das nicht der Fall. Und ich frage mich, inwiefern Friedrich Merz, der Chef der Atlantikbrücke, die ja bestimmend ist für unsere Medienlandschaft, wo alle führenden Chefredakteure mehr oder weniger drin sitzen, also ob Friedrich Merz jetzt schon im vorauseilenden Gehorsam gegenüber Trump gehandelt hat, indem er dann halt eben die Redaktion reingegeben hat, das müssen wir jetzt gegenbürsten. Oder ob Trump seine Leute in die Atlantikbrücke reingesetzt hat, und das bekommen wir jetzt dadurch zu spüren, dass die europäischen Medien umschwenken. Das wäre sehr interessant. Wenn das passieren würde, dann hat Frau Merkel fertig. Was meinst du, dass sie umschwenken, dass quasi die Transatlanta dann eine andere Agenda fahren? Richtig, und zwar seine. Und die ist dann... Die besteht eher aus einer mexikanischen Mauer und Anti-Islamismus als das, was wir bisher gekannt haben hier. Und wenn das stattfindet, wenn Trump seine Leute in die Atlantikbrücke reingesetzt hat, dann wird sich das bei uns unmittelbar in der Medienpositionierung wiederfinden. Dann hat Frau Merkel tatsächlich fertig. Wie wahrscheinlich hältst du folgendes Szenario? Trump freundet sich mit Russland an. Trump kommt mit China dann irgendwie überein. Ja, und dann wird halt der Iran, wie du schon sagtest, vielleicht geopfert, fokussiert und der komplette Islam quasi platt gemacht. Und dadurch kommt es dann auch mit Israel zum Knall. Könnte passieren, ja. Weil Trump ist so, wie soll ich sagen, klar gegen den Islamismus positioniert. Das geht ja auch schon gegen die muslimische Bevölkerung, die noch nicht islamistisch infiziert worden ist. Der hat eine ganz, ganz klare Position. Und er hat ja auch Russland schon applaudiert für die Bombenangriffe auf die Rebellenstellungen in Syrien und in Schutz genommen. Ich denke mal, das hat Konfliktpotenzial, in der Tat, ja. Und das wird dann auch ganz besonders interessant in Deutschland werden, weil wir die höchste Population jetzt von Flüchtlingen bei uns haben, unter denen Tausende von Schläfern drin sind. Also wirklich nicht nur Islamisten, sondern halt eben bombenfertige Islamisten. Das kann heiter werden bei uns. Okay, und dann sind es halt Russland, China, USA und dann haben wir doch die neue Weltordnung quasi. Ich würde China da nicht reinnehmen, Boris. Ja, du musst es ja auch nicht reinnehmen, aber es wäre ein Szenario. Es gibt zigtausend Millionen Szenarien, aber das wäre auf jeden Fall eins. Aber mit China, er ist ja nicht ganz spinnefeind mit China. Ich denke mir, wirtschaftlich ist er total spinnefeind mit China. Wirtschaftlich. Ja, der größte Schuldner von China, ne? Amerika. Aber was soll loswerden? Ja, ja. In dem Moment, wenn die Chinesen einknicken, was ich an ihrer Stelle jetzt unter Umständen mir auch überlegen würde, damit sie halt eben mit Amerika keinen richtigen Konflikt bekommen, dann ist die Sache in Ordnung. Und ich sehe halt eben diese NWO jetzt in der Position von Trump oder in der Person von Trump überhaupt nicht, weil er ja nicht nur isolationistische, sondern eine nationalistische Politik macht. Und der Nationalismus widerspricht dem Globalismus komplett.
Bannon ist, also Steve Bannon, sein Chefberater, hat sich selbst öffentlich wiederholt als Nationalist bezeichnet. Und vom Nationalismus, wir sind schulisch und medial vorgeprägt, wir dürften da nichts Gutes erwarten, im Gegenteil, wir müssen da Gutes von erwarten, denn wir haben lange genug halt eben in nationalen Systemen gelebt, wie das bei der EG gewesen ist. Und da geht der Trump jetzt rein und zwar noch weiter. Sagt halt eben, was außen passiert, Kriege und sowas in der Richtung, es ist nicht mehr mein Ding. Es ist nur positiv. Das ist, so spricht eigentlich ein guter Nationalist. Wo wir vorhin schon hier bei Merkel waren. Ich meine, Tagespolitik ist normal gar nicht so interessant, aber gerade heute, glaube ich, wurde erst so die Merkel so mit großer Mehrheit in der CDU wieder gewählt. So, sie ist die Frau, die in den nächsten 2 Jahre dadurch auch Kanzlerkandidatin. Und ich meine, wir reden hier wirklich über große Dinge, aber wenn ich mir so diese ganze Politkaste anschaue, dann sehe ich da überhaupt keine Persönlichkeiten mehr oder Leute, denen man zutrauen würde, das Kaliber zu haben, für Politik zu machen in solchen Zeiten. Und da wollte ich mal so mal in die Runde fragen, seht ihr überhaupt in Deutschland Leute, die vielleicht in diese Rolle schlüpfen könnten? Ich meine, ich werfe mal einen Namen in den Ring. Georg Schramm, der Kabarettist. Ja, es klingt lustig, aber als der vor ein paar Jahren abgetreten ist hier beim Öffentlich-Rechtlichen, ganz ehrlich, ich hab damals echt gedacht, der startet jetzt irgendwie in die Politik rein. Und so unmöglich ist es ja gar nicht. Siehe Beppo Grillo in Italien, der auch Kabarettist war vorher. Aber ganz allgemein, was seht ihr da Leute überhaupt, die da für solche Aufgaben berufen sein könnten? Also Schramm hat sich ja schon dazu geäußert. Ne? Er wird auf jeden Fall nicht in die Politik gehen. Ich glaube, die haben ihn als Bundespräsidenten schon vorgeschlagen. Und da hat er schon abgesagt quasi. Aber genau, gut, dass es anspricht, genau solche Leute könnte ich mir da vorstellen. Eine totale Quereinsteiger oder wie auch immer. Irgendwer, der halt irgendwie gar nicht parteizugehörig ist oder wie auch immer. Das wär mal was. Wie seht ihr den Christoph Hörstl jetzt hier in Deutschland? Ja, das ist jetzt nicht... Das Problem ist, wir können an einem kranken System im System nichts verändern. Versteht ihr? Das heißt, wir müssen erstmal letztendlich grundsätzlich muss was geändert werden und wir müssen zu einer neuen Form des Zusammenlebens kommen. Selbst wenn du jetzt einen guten Mann positionierst, ich meine, dass der Bundespräsident ist ja auch nur der Grüß August, der ein paar Dinger noch unterschreiben muss, ein paar Gesetze, und wenn er es nicht macht, dann wird er auch abgesägt. Siehe, wie heißt er hier, der aus Niedersachsen noch, den sie damals dann mit so einem billigen Skandal dann auch rausgeputscht haben vom Bundespräsidentenamt, weil er diesen Rettungsschirm... Weil er den nicht unterschreiben wollte. Ne? Also es wird nicht viel bringen in einem System, wo anscheinend ja gewisse Mechanismen immer wieder ablaufen. Also wir haben das ja gesehen, zum Beispiel damals die Partei der Grünen, wir haben das bei den Piraten gesehen und so weiter, wo ja auch immer viele Hoffnungen gesetzt haben. Wir sehen das ja letztendlich auch, denke ich, bei der AfD. Das heißt natürlich nicht, dass das bei der Basis so ist. Die Basis, da kenne ich auch viele bei den Grünen oder so, die es wirklich gut meinen oder auch gute Ideen haben oder für gute Ideen stehen und die das da oben halt auch ankotzt oder so, was da gemacht wird. Aber immer noch nicht weit blicken können, dass das alles letztendlich auch System hat, dass ihr da unten sozusagen nur abgefrühstückt werdet mit ein paar Krumen und euch werden da so ein paar politische Slogans an die Hand gegeben und bla bla bla. Und letztendlich interessiert das da gar kein oben, was die Basis denkt. Also es scheint halt immer wieder ein System zu geben, in dem dann letztendlich die Weichen so gestellt werden, dass es dann wieder oben passt, weißt du? Also dieses Parteiensystem muss grundsätzlich weg. Ja, also deswegen habe ich da nicht viel Hoffnung, ob ein Hörstel wird sich nicht durchsetzen, er ist einfach zu unbekannt der Masse. Ja, also das ist klar, da kann er jetzt noch auf Reisen gehen, wie er will. Da ist er zu unbekannt. Er hat letztendlich dadurch auch noch Konkurrenz zur AfD. Also die AfD ist bekannter, die wird wahrscheinlich viel, viel mehr Wähler ziehen, weil sie auch die Mittel dazu hat, um auch die Medienauftritte hat, sozusagen ja auch da Plattformen bekommt in den Mainstream-Medien, worüber man auch mal nachdenken sollte. Ja, also die AfD hätten sie auch gar nicht stattfinden lassen können, ja. Aber sie haben sie stattfinden, sie hat stattgefunden. Also wie gesagt, dementsprechend, sein Programm mag zwar gut sein oder viele gute Punkte, so, aber wie will er das dann auch umsetzen? Also das ist einfach ein bisschen zu hoch gestapelt, ja.
Aber Michael, du kriegst das System von unten nur mit einer Revolution weg, das weißt du schon. Ja. Das ist auch meine Frage, Michi. Wie würdest du das ist, also da bin ich voll bei dir natürlich, dass das komplette System weg muss. Aber wie soll das in der jetzigen momentanen Situation passieren? Ich finde, wäre die Möglichkeit, wen Unverbranntes oder wen Frisches da oben in dieses System zu setzen, auch wenn es nur einen, umsetzbarer. Naja, wie Wolfgang letztendlich schon sagt, sicherlich ist es dann eine Art Revolution, wie diese dann aussieht. Ja, das ist dann die zweite Frage. Natürlich, vielleicht eine naive Traumvorstellung, Wunschvorstellung wäre, dass die Leute endlich auch zur Besinnung kommen und einfach zum Beispiel nicht mehr mitmachen. Also also im Prinzip diesen ganzen Staat blockieren, ja, sodass die einfach gar keine Möglichkeit mehr haben. Das wäre der also so eine Art friedlicher Protest, das sage ich mal. Alle so eine Art Generalstreik, ja, oder alle lassen sich krank schreiben, weil mal Generalstreik ist ja verboten, hier in der BRD oder auch dazu aufzurufen. Aber zum Beispiel alle krank schreiben lassen, so wie es jetzt irgendwie hier bei dieser Flug-Anbieter da gemacht haben. Hier, wer war das? Air Berlin oder Lufthansa? Weiß ich jetzt gar nicht, will jetzt nichts Falsches sagen. Verstehst du, beziehungsweise andere Dinge blockieren. Ich meine, wir haben ja mittlerweile schon Millionen, die GEZ zum Beispiel blockieren, ja, und damit Sand ins Getriebe streuen, ja. Das sind schon ganz schön viele, aber, und das wackelt da auch schon ganz schön heftig. Aber, wie gesagt, wenn es alle nicht machen würden, und das ist halt der Punkt, alle zu erreichen, dass alle auch irgendwo darüber nachdenken. Und da sehe ich halt auch sehr, sehr viele, die es anscheinend nie verstehen werden über das, was wir reden oder dieses System nicht durchschauen können, weil sie einfach zu sehr verstrickt in diese ganzen Annehmlichkeiten dieses Systems sind, in dieser Bequemlichkeit vom System auch schulisch verdummt worden sind, gar nicht mehr zum eigenständigen Denken erzogen worden sind. Für die ist das normal, ja, weil für die sind ja mittlerweile teilweise so abgestumpft, dass da ja auch üble Kommentare jetzt zu dieser Vergewaltigung zum Beispiel gekommen sind und so weiter, wo ich denke, also diese Empathielosigkeit, die da teilweise da ist, die mich dann doch schon erschreckt bei einigen oder so. Ja, also das ist die Frage. Gibt es da auch wieder ein Event, der das dann zum Umdenken bringt, dass irgendwas passiert? Und deswegen sage ich ja, habe ich ja am Sonntag schon gesagt, zum Beispiel sowas wie dieses Pizzagate, also diese ganze Pädophilie-Szene. Ja, wenn man das, da brauchen wir uns nicht streiten über links, rechts und weiß ich was, über Recht, über Rechtsauffassung, über Juristerei, was natürlich die Masse eh nicht durchsteigen kann, weil das einfach absolut kompliziert und in vielen komplizierten Worten ausgedrückt ist, dass es ja keiner versteht, ja, darum gibt es ja Rechtsanwälte und diesen ganzen Betrugsquatsch. Also wie gesagt, aber wenn so ein Thema zum Beispiel mit an die Öffentlichkeit kommt und das diese Maske vom Gesicht reißt, dieser Eliten, was das eigentlich für Dreckschweine sind und da es ja Pizza geht, dass sie jetzt vielleicht als Fake News bezeichnen und so weiter und wo es jetzt garantiert auch viele Fakes geben wird dazu, keine Frage. Aber da gibt es ja auch viele andere jahrelange Recherchen schon, ob das jetzt Guido Grant ist, der Donnerstag bei uns eine Sendung ist, der auch viel zugemacht hat, top recherchiert hat, die True-Geschichte, die Campus-Geschichte etc., also dass diese Sachen stattfinden oder in England der Jimmy Savile und so weiter. Also und wenn das mehr ins Bewusstsein der Leute rückt und das ist ein Wunderpunkt, da geht es um Kinder, ja, da geht es um schwerste Kriminalität, perverseste Sachen. Das wäre vielleicht so ein Moment, wo ich sage, dass die Leute auf einmal so eine Wut entwickeln und damit auch das System zum Einsturz bringen können. Also das recht, nur dazu bräuchte es halt starke Medien, die diese Themen auch wirklich anpacken und das sehe ich halt einfach nicht. Ja, das wird im Gegenteil, wie dieser Fall Adati bei euch in Deutschland, glaube ich, so hieß der, bei dem man ja Kinderpornos am Computer gefunden hat, der wurde zwar dann ermittelt, aber der hat, glaube ich, aus seiner Geldstrafe ja nicht viel erhalten und das war dann auch recht schnell unterm Tisch wieder, ja. Ja, aber es taucht überall auf. Ich glaube nicht, dass wir da auf die Medien zählen können, auf die Mainstream-Medien, die verlieren halt einfach. Es ist ja das, was du angesprochen hast, Michi, das passiert gerade ja in den USA. Pizzagate, Twitter-Hashtag geht wie Sau. Also da geht es gerade richtig übel ab. Und jetzt heute kam ja die erste Meldung, oder gestern, oder wann es war, in den deutschen Medien darüber, dass halt ein Kollege dort bewaffnet da in den Laden gelaufen ist. Ich habe es nicht richtig verfolgt, hat es einer von euch die Story gelesen, aber das war halt das erste Mal, dass jetzt hier aufgetaucht ist. Aber Fakt ist, das Ding existiert. Also Jeffrey Epstein ist verurteilt und beide, Trump und Clinton, hatten Kontakt zu dem. Also ne, dass die da direkt verwickelt sind, kann man nicht sagen, aber die hatten direkt Kontakt zu dem Typen. Das ist schon aber mal nur Fakt. In einem Fall, gell?
nur in einem Fall, wo er eine Minderjährige zur Prostitution gezwungen hat. Der Rest, 17, 14 wurden fahren gelassen, weil er Schweigegeld gezahlt hat. Also beim Dingens hier, beim also der Clinton, der war ja nachweislich 26 Mal, das ist offiziell bestätigt, war der da oder irgendwie sowas. Wo du gerade bei Jeffrey Epstein warst, ich habe die Woche ein Foto gesehen, das wurde veröffentlicht, das hat Stephen Hawking, hier den Physiker, der im Rollstuhl sitzt, der so als der Superschlaue gilt, der war auch auf dieser Insel in der Karibik zu Besuch. Echt? Auch interessant, weißt du? Dann die Connections rein ins Weltbild, Physik und so weiter, ja. Dieses ganze materialistische Weltbild, was ja auch dieser Stephen Hawking transportiert. Ich meine, guck mal. Auf jeden Fall, der würde gut reinpasst. Aber war das vor seinem Unfall? Wie, welcher Unfall? Nein, nach. Die Fotos sind danach gewesen. Es gibt Fotos von ihm, habe ich auch gesehen, wo du ihn auf der Insel siehst, halt mit dem Epstein. Der Stephen Hawking, der ist doch schon sein Leben lang hier schwerstbehindert. Das hat nichts mit Unfall zu tun. Achso. Den schreibt er nämlich. Er hat irgendeine Krankheit, aber konnte der nicht früher noch irgendwie sprechen oder so? Der Sprachcomputer hat er irgendwie später bekommen, oder wie war das? Ja, wie auch immer. In jungen Jahren hat er die Krankheit, dann kriegt alles, glaube ich, hat er. Ja. Gut darum, ja. Aber ich bin da relativ kritisch, muss ich sagen, dass, so Skandale, wenn die Medien nicht mitspielen, das wurde auch gerade halt eben interessanterweise ins Feld geführt, und das ist ein gutes Argument, wenn die Medien nicht mitspielen, glaube ich nicht, dass sich was tut. Weil wir haben ein Konfliktpotenzial natürlich da. Wir haben Leute, die sind sehr aufgewacht, die sind sogar schon überwach. Beispiel Pegida, Dresden. Das sind halt eben dann immer wieder halt Leute auf der Straße und machen halt eben Demonstrationen. Und nur dummerweise halt in Dresden. Da frage ich mich auch, was soll das? Also die melden eine Demonstration in Dresden an. Wenn die Polizei sagt ja, dann ist es gut. Wenn sie nein, dann können sie die Demonstration nicht machen. Das ist nun wirklich überhaupt nicht revolutionär. Eine Revolution findet halt eben wie beim Prager Fenstersturz halt eben direkt am Zentrum der Macht im Bürgermeisteramt statt. Das sollte eigentlich dann überdacht werden. Eine andere Geschichte, die angesprochen wurde, das war die Dutroux-Geschichte in Belgien. Da hat es 1 Million Menschen gegeben, die in dem Weißen Marsch durch Brüssel gezogen sind, weil sie wirklich von vorne bis hinten verarscht worden sind. Weil die Öffentlichkeit nicht im geringsten bisschen über die Tragweite des Dutroux-Falls aufgeklärt worden ist. Das waren ja dann auch Eliten-Pedoringel damit dran, die halt eben beste Beziehungen zum Geheimdienst, zur Regierung, zu Logen etc. hatten. Es kam dann ein Stück weit raus, dann haben sich 1 Million Leute hingestellt und sind halt eben mit weißen Hemden durch Brüssel gegangen. Was hat's gebracht? Die Elite hat sich totgelacht darüber. Totgelacht! Mhm. Weil die Leute sind danach, man muss sich das vorstellen, das sind 1 Million Menschen, die laufen durch die Hauptstadt, gehen am Justizpalast vorbei und winken und gehen am Parlament vorbei und winken, anstatt die Leute rauszuholen. Da denke ich mir, hallo, habt ihr irgendwas gelernt? Habt ihr irgendwas verstanden? Ich denke allerdings, wenn die Medien mitspielen, und das würde ich keinstenfalls ausschließen, weil die Medien für meine Begriffe gerade einen Kippfaktor erreicht haben, und wenn da halt eben Trump-Leute drin sind, dann können wir hier bald halt in einen direkten, dicken Bürgerkrieg reinlaufen, weil die Medien halt eben dazu aufrufen. Und dann machen die Leute mit. Dann sind sie dabei. Das glaube ich auch. Also ohne größeren Medienarbeit wird da nicht viel passieren, fürchte ich. Und die andere, welche Seiten siehst du da in dem Bürgerkrieg am relevantesten oder am realistischsten? Islam gegen Altbürger. Altbürger. Ja. Und was ich Michael halt eben, wie soll ich sagen, ein Stück weit widersprechen würde, bei der Revolution sind wir uns wahrscheinlich denkerisch einig, dass so etwas schaffen kann. Es gibt auch noch die Grundlagenarbeit, dass man halt eben an der Basis mit der Arbeit, mit der tatsächlichen, faktischen, politischen Arbeit anfängt. An der kleinsten Basis, wirklich lokal gedacht. Und da habe ich halt eben die Parteien bisher nicht verstanden, zum Beispiel die Linke oder die FDP oder die AfD, wenn die mal ein Bürgermeisteramt halt eben erobert haben, dass sie dann dort nicht versuchen, halt eben das Maximale an Politik umzusetzen. Unter Umständen auch mehr, oder was heißt unter Umständen, auf jeden Fall mehr, als man das von Lokalpolitikern erwarten würde. Weil sie haben ja das Recht, eine Alternativwährung halt eben in Umlauf zu bringen, solange sie halt eben kompatibel oder tauschbar ist mit dem Euro. Nur damit können sie schon mal eine ganze Menge anfangen, nur sie tun es nicht.
Und das ist relativ dumm. Und da habe ich halt bei den Linken ist eigentlich erwartet, dass sie es machen würden. Sie haben es nicht getan und die AfD hat es auch nicht getan. Also meine Hoffnung liegt im Grunde am meisten bei der AfD, weil die zwar im Personenbild nicht irgendwie die Überkracher vorstellen können, allerdings in der Zusammensetzung. Weil die Partei ist wirklich breit aufgestellt. Unter dem Begriff national ist da mehr oder weniger alles drinne, was, wie soll ich sagen, politische Schattierung und Farbe hat. Es sind Nationalkonservative, es sind Nationalliberale, es sind sogar Nationallibertäre, die sind ja nah am Anarchismus, und es gibt National-Sozialisten. Ja. Die Partei ist sehr, sehr schön, finde ich. Sie ist sehr vielfältig. Habe ich eine Frage. Glaubst du, dass die AfD wirklich die Chance hätte, in Deutschland eine absolute zu erreichen? Nein. Eben, mit wem, wer würde dann mit ihr koalieren? Niemand. Der Punkt ist, wenn die AfD halt eben ein bestimmtes Wachstumspotenzial erreicht hat, werden sich sämtliche Parteien, alle, zusammenschließen zu einer Superkoalition, nur um die AfD zu verhindern. Und das spricht sehr für die AfD. Das spricht nämlich dafür, dass sie antisystemisch tatsächlich aufgestellt sind. Sonst würde man das ja nicht machen. Aber Wolfgang, siehst du nicht auch die Möglichkeit für eine außerparlamentarische Opposition? Denn ich stimme da auch Micha voll zu. Also von den Parteien erwarte ich mir gar nichts. Deswegen habe ich auch vorher mal den Schramm auch in den Ring geworfen, weil und da frage ich auch dich so, weil du auch viele Leute kennst. Siehst du Figuren, die außerhalb der Parteien, außerhalb des Parlaments eine Bewegung anführen könnten? Leute, die integer sind, die einfach auch das Kaliber haben? Siehst du da Leute in Deutschland? Nein, also der Punkt ist, das Kaliber haben wahrscheinlich mehrere. Nur du sagst jetzt, wo wir doch schon eine Bewegung haben, und zwar die AfD, die ist schon da, machen wir doch eine neue AfD und eine neue Partei oder eine neue Bewegung, eine neue Gruppe auf, die muss sich dann auch erst wieder hocharbeiten und die kommt dann auch wieder nicht über diesen Sättigungsgrad hinaus, den ihm das System zugebilligt. Aber wenn über 20%, dann gibt es einen zwischen die Beine. Also jetzt zum Beispiel Dirk Müller ist für mich eine sehr, sehr positive Person. Absoluter Idealist bis zum Abwinken und sehr klug halt eben auch gerade auf finanzwirtschaftlichem Gebiet, der könnte einiges anstellen, der ist auch integer, dem glaubt man, der vermittelt auch sehr, sehr gut diese schwierigen und unverständigen wirtschaftlichen Begriffe. So jemand wäre gut, nur der Punkt ist, wenn er sich jetzt nur auf eine Bewegung einlässt und sagt, ich stelle eine neue Bewegung auf, ich glaube nicht, dass die so wachsen können, halt eben, dass sie auf 10% kommt, würde ich ausschließen. Aber er sollte tunlichst halt eben in die AfD reingehen, genauso wie Oskar Lafontaine und halt eben, Libertäre. Die sollten alle dort rein, weil es gibt ein gemeinsames Anliegen und das ist der Patriotismus. Und dem ordnen alle diese Gruppierungen ihr kleines Süppchen unter. Das ist super, ist ausgezeichnet. Am Ende, Köpfe, da hast du recht, die Köpfe fehlen ihnen. Am Ende melden sich die Habsburger, weißt du. Und die würden dann auch uns gleich das andienen, hier für ganz Europa die Herrschaft zu übernehmen. Ne? Dann werden wir Großösterreich hier. Oh yeah, oh yeah. Ja, ich bin auch dafür, definitiv. Warum denn nicht? Muss ja nicht Großdeutschland heißen. Ja, eine Monarchie wäre das Schlimmste, was uns passieren könnte. Steht auch auf dem Plan von Edelmeier. Ja, aber wenn es ein guter Monarch ist, ist alles in Ordnung. Ja, finde ich auch. Na, aber ich habe das nicht nur als Scherz gemeint. Ich meine eher die Habsburger. Ja, ich meine, zum einen sind die halt streng alliiert in ihrer ganzen Geschichte mit dem Vatikan, also auch dementsprechend mit den Jesuiten. Und diese paneuropäische Union, die von Baron Kudenhove Kalergi gegründet wurde, der ist ja jahrzehntelang in der Nachkriegszeit der Otto von Habsburg vorgestanden. Und das waren auch die Leute, die seinerzeit das paneuropäische Picknick in Ungarn organisiert haben, was den Eisernen Vorhang 1989 im Juni geöffnet hat und dadurch hier diese Zeitenwende eingeleitet hat. Was da schon zeigt, welche Macht die haben. Wer konnte denn das machen? Das war das Haus Habsburg, ja. Ja, wobei ich mir denke, die haben sie auch zugelassen, weil sowohl die CIA als auch der KGB waren ja dafür, dass halt eben die Mauern fallen. Brauchten sie nicht. Ja, aber die Frage ist, also diese paneuropäische Union und diese Strukturen, ob die nicht sogar über dem CIA und diesen Diensten stehen, ne? Also ich sehe die als wirklich zentrale Global Player. Ja, Kudenhove Kalergi ist wiederum Freimaurer. Da hast du im Grunde für meine Begriffe nahezu das Auge im Dreieck.
Naja, und diese ganze paneuropäische Union, das ist auch die Division, die wir halt als EU ja dann manifestiert sehen. Auch diese ganzen Geschichten hier Aachenpreis und sowas, ja, also der Karlspreis. Das ist diese ganze paneuropäische Gedanke, der ist richtig stark. Und dahinter steckt halt unter anderem so das Haus Habsburg und damit eng alliiert halt der Vatikan. Ja, habt ihr sonst noch weitere Themen auf dem Plan, von die euch bewegen gerade? Tja, mir fiel gerade nichts ein. Also ganz eng hatten wir ja auch das Thema vielleicht jetzt im Zusammenhang Trump, Pädophilie, also sprich Pizzagate, Thema Fake News. Das heißt, dass jetzt sozusagen Trump ja auch der Wahlsieg angeblich gelungen ist, weil es so viele Fake News gab. Was natürlich absolut. Hat Merkel gesagt, persönlich. Ne? Ja. Also, und wie gesagt, man jetzt auch gegen Fake News vorgehen möchte und so weiter. Da freue ich mich und schon. Und zwar, Michi, in einer rasanten Geschwindigkeit. Das war gerade in den USA raus, an höchster Stelle von Politik und Medien. Kurz ein paar, ich weiß nicht, das waren 48 Stunden oder was weiß ich, kommt Merkel damit. Das ging verdammt schnell so. Ja, finde ich auch. Das ist wirklich hochspannend. Ja? Also wir erleben wirklich wieder, wie so ein neuer Begriff geführt wird in unsere Sprache. Ja? Also das ist so interessant. Das ist genauso wie das Wort Verschwörungstheoretiker, Conspiracy Theorist. Jetzt oder Reichsbürger vor kurzem, aber jetzt erleben wir es auf internationaler Art Fake News. Das ist ein neuer Begriff. Und jetzt in Amerika, ihr habt es ja vorhin schon angesprochen hier, da wurde ja schon jetzt einer festgenommen. Ich glaube, verletzt wurde niemand, aber der mit einer Waffe dort in dieses Comet Pizza Ping Pong Restaurant in Washington reinmarschiert ist. Und jetzt wird das schon so verbunden mit Fake News, weil der hat gesagt, der hat das gemacht, um dort diese Pizzagate-Affäre aufzuklären. Und es ist echt wirklich faszinierend, wie du sagst, innerhalb von kurzem hat selbst Merkel diesen Begriff im Munde und der Begriff, der mit dem wird jetzt versucht, diese ganze Pizzagate-Geschichte und hey Tom, ich meine, du hast da so ein großartiges Video drüber gemacht, ja, und so viele Leute haben an diesem Ding gearbeitet, diese ganze Geschichte wird jetzt reingespinnt, wie man sagt, hier verbunden eben Fake News, das ist alles nur Verschwörungstheoretiker, das sind alles nur Spinner und guck mal, da ist schon einer mit einer Kanone in Washington reinmarschiert, so. Das ist wirklich eine interessante Entwicklung, ja. Also wir waren ja eben bei dem Thema, wir brauchen die Medien, solange die nicht da sind, haben wir keine Revolution. Also ich denke, wenn wir Jones und die ganzen Alternativen gucken, die für Trump den Wahlkampf gewonnen haben quasi, ohne die wäre es nicht möglich gewesen, ohne WikiLeaks wäre das nicht passiert, egal ob WikiLeaks jetzt gesteuert ist oder was auch immer, ist ja ganz klar, aber da wäre es nicht passiert. Und jetzt diese Geschwindigkeit, also das deutet für mich doch wieder darauf hin, dass mit Trump quasi irgendwie ein Fehler passiert ist. Und ich glaube, die haben richtig viel Schiss davor, weil es auch so schnell ging. Es bedeutet ja, dass da ziemlich viel Druck war, aus welchem Grund, muss man jetzt mal für sich überlegen. Aber die haben richtig Schiss dafür, dass die alternativen Medien zu viel Gewichte bekommen. Und Merkel hat gesagt, das wird meinen Wahlkampf beeinflussen können. Oder? Ja, genau, das ist ja der Punkt. Das ist die Nummer mit den Reichsbürgern, ja, dass dieser Begriff so etabliert wurde und natürlich dieser Anlass da mit den Polizisten, der war, dass man natürlich das sofort verteufelte wieder, genau, also wieder das, also den Dämonen, wie gesagt, wieder hervorgerufen hat, das ist jetzt der böse Nazi-Deutsche und so weiter. Obwohl ich, sag ich mal, die Definition von Reichsbürgern heißt da, glaube ich, auch, dass sie die Gesetze der BRD nicht anerkennen. Also da sitzen ganz schön viele Reichsbürger in den Behörden hier in der BRD, muss ich sagen. Aber das ist genauso mit diesen Fake News garantiert. Klar, weil sie müssen jetzt sozusagen diesen alternativen Medien auch einen Stempel aufdrücken, damit diese als Bäh oder als Pfui-Kinder dastehen. Und das ist natürlich jetzt mit diesem Begriff Fake News geschaffen worden. Ja? Wie gesagt. Und das ist wie 9-11. Damit kannst du alles wegbügeln. Nicht irgendwie nur Reichsbürger oder nur dies, sondern alles quasi. Der Witz ist im Grunde eigentlich die Chuzpe dahinter. Ich meine, die Frechheit macht mich sprachlos. Ja, oder? Oder? Aber dass das tatsächlich von Politikern, ja, deren zweiter Vorname Lüge ist, kommt, ja, dass sie sowas
Das ist unfassbar. Und dass sich die Medien, das ist der größte Witz dabei, auch noch dran beteiligen, also praktisch die Qualitätsmedien, die Qualitätsmedien, die mit ihren Lügen, wie Brutkastenlüge, Irakkrieg oder Saddams Massenvernichtungswaffen, auch eine Lüge, praktisch Hunderttausende von Menschen ermordet haben, dass die sich wagen, halt eben jetzt andere als Lügner zu bezeichnen und halt eben, und zwar in Bausch und Bogen. Das macht mich sprachlos. Mehr in your face geht gar nicht. Mehr das in your face geht nicht, denke ich jedes Mal, aber geht noch mehr. Da kommt jedes Mal noch ein Knaller oben drauf. Also es ist echt der Knaller. Und wir haben uns das Ding auch aufgefasst. Wir dachten, wir machen jetzt mal ein neues Format mit Manuel vielleicht zusammen, das wir Fake News nennen und wo wir quasi die Fake News dann mal gegenüberstellen. Einmal das, was dort bezeichnet wird als Fake News und einmal die Fake News in der Mainstream-Presse selber mal ein bisschen herausarbeiten, weil mehr Dreistigkeit geht echt nicht. Das Problem, warte mal ganz kurz, das Problem ist noch extremer, weil sie natürlich auch technisch die Dinge umdrehen. In den nächsten zwei Jahren werden wir kein freies Internet mehr erleben, weil sie beginnen jetzt schon den Datenfluss, den Datenstrom, die Dinge, die du aus der obersten Schicht des Internets überhaupt lesen kannst oder was es dir ausgibt, verformen sie jetzt schon. Die ganzen Facebook-Feeds, die Google-Feeds, die Faktenchecks, sie sind mittlerweile technisch schon so weit, dass sie diesen ganzen kollektiven Informationsstrom beschneiden und transformieren können, wie sie es wollen. Also wie sie es wollen nicht. Sie würden es gern so machen, dass sie können Boris, es ist jetzt schon so, die Google Hits sind alles transformiert, alle. Komm, pass auf, sie können dieses Tool voll verwenden, wie sie wollen. Sie können jedes Profil manipulieren, das ist öffentlich. Da gibt es vom GCHQ eine Studie drüber, die veröffentlicht wurde, dass sie diese Datenfeeds verändert haben. Und zwar so, dass nicht nur der Betroffene, dessen Feed verändert wurde, beeinflusst wurde in seiner politischen Sichtweise, Meinung oder wie auch immer, sondern auch seine Freunde. Also das ist Fakt auf jeden Fall. Nur, ey, es wird auch nach hinten losgehen. Genauso wie das fucking Internet zur Überwachung nach hinten losgeht. Die Leute wachen trotzdem weiter auf. Klar werden die es machen. Sicher, die müssen es machen. Anders geht's gar nicht. Und natürlich machen die es. Aber die Leute ziehen sich einfach in andere Netzwerke zurück. Guck mal, jetzt nach der Wahl, nachdem Twitter zensiert wurde, viele Trump-Gegner, Befürworter wurden einfach komplette, mit Followern von 2 Millionen oder was, wurden einfach gekillt bei Twitter, Facebook-Profile geschlossen. So, da haben sich sofort 2, 3 neue Netzwerke aus dem Boden gestampft. So, die Gefahr ist doch, dass im Grunde in dem Moment, wenn die Leute halt eben aus den Netzwerken rausgehen, wenn unsere Leute, wenn die aufgeklärten Anführungszeichen, die kritischen aus den Netzwerken rausgehen, dann bleiben die 90% Schlafschafe in ihrem staatlich betreuten Lügennetz drinne. Das wird dann automatisch shiften. Ihr wisst ja, ich bin ja da am Programmieren mit ein paar Spezialisten, jetzt da an so einer eigenen Plattform zu machen. Sind auch jetzt da mit vielen Whiteheads und so weiter auch in Kontakt, damit wir die Sicherheit haben. Also wird ein mehr oder weniger nicht abhörfähigen Client geben. Wir arbeiten da auch an 3D-Welten und so weiter, dass das wirklich auch Virtual Reality-mäßig dann ist. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass man eine zweite Instanz schafft zum Internet. So eine Art Darknet, wir werden auch im Darknet diverse Hidden Services haben und so weiter dafür. Wir müssen, also ist mein Ding, wir müssen aus diesem Mainstream-Internet raus, sofern wir das technisch überhaupt noch können. Wenn sie damit beginnen, die Datenpakete auch schon auszulesen und es gibt quasi ein, zwei Klassen Internet, dann wird es schwierig werden und in diese Richtung gehen sie. Also da muss man sich technisches einiges überlegen, aber de facto können wir nicht mehr auf Facebook und Google und YouTube etc. vertrauen, weil es wird in noch größeren Schritten gehen und sie werden die ganzen Köpfe der Leute einfach komplett zweckentfremden, weil sie diese Infos nicht kriegen oder sie in eine Richtung lenken. Aber wenn wir rausgehen, dann das ist ein Rückzug, das ist ein militärischer Rückzug. Nein, meine Mutter geht doch nicht im Leben ins Darknet. Mein Nachbar geht auch nicht ins Darknet. Ich kenne von meinen Normalbürgern, die ich kenne, halt eben, dass ein paar Dutzend niemanden, der ins Darknet gehen würde. Die gehen vielleicht im Popo-Club in Dark Room, aber nicht ins Darknet. Nein, es geht nicht ums Darknet. Es geht darum, einfach eine in sich sichere Umgebung zu schaffen, zwischen klein, sternförmig, wie ein Torrentnetz, damit man dort kommunizieren kann, damit dort ein freier Informationsfluss herrscht. Weil der Informationsfluss im Netz ist gestört im Moment. Aber von dort die 90%. Du brauchst, es wird automatisch shiften dann, wenn die Leute ein Angebot haben, dass sie wissen, hey, dort gibt es etwas, dann werden sie dorthin kommen. 90% der Leute würden instant jetzt sofort in Account löschen, wenn es eine Alternative geben wird. Ist doch auch kein Freund von meinen nicht. Bei mir macht das nicht einer, dass er in irgendeinem Netz, was du hast die falschen Freunde. Sagt, gefährlich ist. Nein, von der Masse kann man schon sagen, die würden nicht wechseln. Solange die Freunde von denen da nicht da sind, würden die auch nicht wechseln. Und das zu der Plattform, das ist auf jeden Fall gut. Und dass viele entstehen, ist auch gut. Und viele werden auch wechseln. Aber
Das mit der Sicherheit, Tom, das ist im Endeffekt ist eine Illusion. Ey, alles das Tor-Netzwerk, guck mal, von wem es entwickelt wurde. Da, die hören alles ab. Alles, ausnahmslos. Die haben jede Verschlüsselung, können die aufmachen. Jede, ausnahmslos. Da ist nichts. Sicherheit, ja genau, die Frage ist wer. Das können bestimmt nicht alle. Die Polizei nebenan wird das nicht können. Aber die Leute, die es steuern, die kommen an diese Daten definitiv ran. Da kannst du von ausgehen. Von daher Sicherheit, eine absolute Illusion, wenn du die da oben picken willst, die steuern. Die da oben haben allerdings den Nachteil, sie können gar nicht so weit runterdenken. Ne? Und es sind so viele kleine, egal ob sie auf Facebook sind oder sonst wo, es sind so viele kleine Sachen, die sich auftun und so viele Leute, die wach werden. Guck dir das an mit den Wahlen in den USA, guck dir das an in Österreich, wo die Hälfte der Leute schon gesagt haben, wir müssen weg von der EU. Also die merken schon, dass da was nicht stimmt. Ne? Diese kleinen, so das Schlachtfeld, sage ich mal, was wir hier führen, das müssen wir natürlich auslagern in kleinere Dings. Aber das ist auch okay so. Und wir können da besser kommunizieren. Wir haben ja trotzdem noch Zugriff auf Facebook. Nur wir müssen da halt verschiedene Sachen oder Dinge, die wir bewerkstelligen wollen, Ziele, die wir erreichen wollen, können wir halt in diesen Netzwerken, die du angesprochen hast. Und wir sind da auch an diesem Human Connection dran, was genau so ein Ding ist. Also da werden viele aufpoppen und da wird sich im Endeffekt was ganz Neues entwickeln, eine ganz andere Zusammenarbeit, viele Tools und auch dann, wie ich, da kann man von der Abgeschottetheit auf jeden Fall dann profitieren. Ne? Ich glaube auch, dass sich da noch einiges tun wird und dass die uns beschneiden wollen, also uns jetzt alternative Medienmacher. Ich glaube, das ist ja mittlerweile sogar zur EU-Agenda geworden. In Frankreich ist es, glaube ich, sowieso schon seit längerem Programm, dass man alternative Medien ein bisschen zudrehen möchte. Und dass sich da jetzt Alternativen am technischen Sektor auftun werden und müssen, das glaube ich auch, das finde ich auch gut. Und dass die breite Masse dann jetzt natürlich zu 90% dann nicht mitziehen wird, okay, aber die werden nach und nach auch mitziehen. Das glaube ich schon auch. Ich wollte nur zum Thema Fake News nochmal ganz kurz was sagen, weil für mich das Paradebeispiel heute war, auf ORF.at wurde Pizzagate, weil wir jetzt Pizzagate vorher schon abgehakt hatten eigentlich, aber ich möchte es nochmal ganz kurz erwähnen, als krude Verschwörungstheorie, bla 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 bla, als Rechte vor allem, von Rechten, und da wurde mit keinem Wort erwähnt, dass eigentlich die WikiLeaks-Dokumente der Stein des Anstoßes waren, ja, und da merkt man es halt auch wieder, und das spüren die Leute aber auch, ja, genauso wie es jetzt in der Ukraine, im Fall Ukraine-Krise, ich glaube, das war der Zeitpunkt, wo die meisten aufgewacht sind, ja, jetzt in den letzten Jahren. Ja. Da haben die einfach sehr richtig. Sehr, sehr richtig. Und witzig ist doch auch, habt ihr in den letzten Tagen mal am Kiosk hier das Titelbild vom Spiegel gesehen? Das ist, wie sich dann die deutsche Presse jetzt wieder zeigt. Zeitgleich, ganz zufällig natürlich. Ja. Und Deutschland hat auch investigative Presse. Ja. Der Spiegel ist für uns da, der investigiert in die wichtigen Themen. Und wisst ihr, was das wichtige Thema ist? Ach so, der Sportskandal. Football. Ja, Football Leaks, genau. Ja, das hat der Spiegel zugespielt gekriegt, genauso wie dieses Steuerding da mit den Offshore-Firmen so. Genau das gleiche Ding haben auch die Massenmedien zugespielt bekommen und das auf jeden Fall, das titelt ja überall, das geht durch die sozialen Netze, wie sonst was. Und wer ist betroffen? Also die haben da nicht wirklich irgendwie so Bauern, die haben schon irgendwie Türme genommen oder irgendwie Läufer oder sowas. Mehmet Scholl und Cristiano Ronaldo, ne? Ich glaube, ja, schon, wie auch immer. Ich meine, dass der ganze Profisport zutiefst korrupt ist, ist ja nichts Neues. Ja. Und das ist auch so interessant. Weißt du, so funktioniert nämlich auch Lügenpresse. Sie präsentieren ja schon Wahrheit. So wird es auch sein. Und genauso wie vor einem halben Jahr da diese Panama-Geschichte, ist ja genau das Gleiche. Übrigens geht es da immer nur um Steuersünde. Ne? Es geht immer nur um Steuer. Ja. Hey, bei der ganzen von WikiLeaks-Geschichte ausgelösten Pizzagate, da geht es verdammt nochmal um schwerste Verbrechen. Ja. Aber hier, bei was unsere Mainstream-Medien wieder als super investigativ zeigen und auch voll im Trend hier, wir haben auch WikiLeaks, ja, es sind immer nur Steuergeschichten so. Ja. Na, weißt du, und, was sie gerade auch noch gebracht haben? Sie haben gerade auch noch gebracht, und zwar der Spiegel, ganz investigativ, ja, hat gebracht, dass in vielen Zeitschriften sozusagen versteckte Werbebotschaften sind, ja, dass dort Produkte genannt wird von der Pharma.
Ja? So. Nein. Gast, das ist so investigativ und sie schießen natürlich damit gegen ihre eigenen Leute, aber das muss jetzt so sein, auch wenn da dieser Begriff Lügenpresse war, so hieß es da in dem Beitrag. Aber wir stehen halt da, dass wir ihnen jetzt die Wahrheit sagen. Und wir haben so viele Artikel gelesen in verschiedensten Zeitungen und wenn es da um gesundheitliche Themen geht, werden da immer mindestens 2 bis 3 spezielle Medikamente benannt oder sowas, ja, und das wäre so eine Art Schleichwerbung, das ist natürlich nicht in Ordnung. Also damit stellen die sich echt vor die Kamera bei Spiegel Online und stellen sich dahin, wie toll und geil sie doch journalistische Arbeit leisten. Das ist ja, aber was deutet das denn wieder hin? Die stehen auch mit dem Rücken an der Wand. Die können nicht mehr vor, nicht mehr zurück. Die müssen sowas jetzt bringen und die müssen solche Opfer bringen. Da müssen wir eigentlich richtig rein in die Wunde und so eine Liste erstellen, die auf allen sozialen Medien dann unsere Artikel gepostet wird mit allen Sachen, die sie nicht nennen. Uranverseuchung, Pizzagate, die ganzen großen Dinger. Ja, es ist übrigens im Pizzagate, vielleicht hat es der eine oder andere Zuschauer nicht mitbekommen, es ist ausgelöst worden durch Wikipedia, weil dort hat... Wikileaks. Ich hab's auch verwechselt im Video. Ja, geil. Wikileaks, die eine Mail an Podesta oder von Podestas Bruder und verschiedenen anderen noch ging, wo halt verschiedene Codewörter benutzt wurden, die nach FBI, offizieller FBI-Angabe von Pädophilen benutzt wurden. Und da das gibt's halt, war sehr spannend. Ich weiß, Tom, du hast ein super Video auch gemacht, möchte dazu auch gratulieren. Was ich bezeichnend fand, es tauchen ja in diesen Dokumenten diese serbische Künstlerin, diese Marina Abramovic auf, diese Satanistin. Und just in der Woche, als Pizzagate so in den alternativen Medien langsam gepusht wurde, riesen Artikel über diese Marina Abramovic gebracht. ARD hat ein Spezial gebracht. Zur besten Sendezeit. Also da gab es 5, 6, kann jeder nachrichten. Da gab es in allen großen Medien, die Zeit glaube ich auch, oder FAZ oder sowas. Alle haben es gebracht. Und das genau nachdem das mit dem Spiral Cooking quasi durch war. Richtig. Krass. Ja, hier auf ARD lief auch Titel, Thesen, Temperamente. Und, genau. Und da hat er so gesagt, Marina Abramovic, die größte Performance-Künstlerin der Welt. Genau. Ja. Und da haben sie dann nicht so Sachen gezeigt, auch so ganz toll natürlich, weißt du, so da haben Menschen geweint und waren so zu Tränen gerührt und so. Und ich denke mir die ganze Zeit, ja, zeig doch mal was von der Spirit Cooking Session und so. Ich meine, das ist doch auch dann Kunst und so. Aber nichts, weil es alles so weichgespült und die wird da dargestellt, auch so als, was sie schon für eine Vita hatte, ja, von ihre Eltern, die halt irgendwelche Partisanen waren in Jugoslawien und so weiter. Und keine Liebe in der Kindheit, aber ey, wird da dargestellt wie eine Heilige. Ja, aber Frankie, du musst das auch zu Ende erzählen. Und zwar, sie hat, wo du sagst, die Menschen haben geweint, diese unglaubliche, klasse, super geile Performance war folgende, dass sie sich ins Museum gesetzt hat mit einem Stuhl und hat dort 8 Stunden gesessen. Was für eine Leistung. Weißt du, dass ich das aber arg finde? Weil da tut sich sicher einiges, wenn die Frau mit ihrer Power, in welches Fernsehen auch immer channelt, dir gegenüber sitzt und in die Augen schaut. Ich würde mal gerne mit jemandem sprechen, der das gemacht hat. Weil da haben Leute wirklich zu weinen begonnen. Das ist so okkulte Geschichte. Ja, was ich noch so bezeichnend fand in diesem ORF-AT-Artikel, stand dann halt das einzige Zitat, wo sie zitiert wurde, war, ja, ich vertrage Schmerzen. Ja, das war das Einzige. Und sie wird halt, wie Frank richtig da schon gesagt hat, so irrsinnig verharmlost, nur so als ein bisschen eine schrullige Tante dargestellt. Ja, nicht mehr und nicht weniger. Aber kein Wort von Okkultismus, Satanismus, Spiritual Cooking oder dass sie da gar in diesen WikiLeaks-Dokumenten auftaucht. Kein Wort. Ja, und das ist bezeichnend. Ja, und auch so schnell, wie wir den anderen Fall auch schon hatten. Ne? Wolfgang, hast du davon was mitbekommen, von diesem Spirit Cooking? Ja, ich habe es insofern mitbekommen, als dass ich die auch gegoogelt habe. Und da gab es Aufnahmen, mehrere, da sieht man sie mit Pamela Anderson, und also der Badenixe. Und ausgerechnet Pamela Anderson war nun diejenige, die am 15. November Assange zum letzten Mal besucht hatte, respektive halt eben ist es der letzte Moment, wo man Assange noch für lebend gehalten hat, respektive für anwesend in der Botschaft. Der ist ja danach angeblich verschwunden, man hat ihn nicht mehr gesehen, er hat sich nicht mehr am Fenster gezeigt.
Das Einzige, was man gesehen hat, war seine Katze. Die hat man am Fenster halt eben fleißig abfotografiert, als Trump gewonnen hatte. Und man eigentlich dachte, jetzt müsste Assange mal endlich wieder auf seinen Balkon kommen oder halt eben am Fenster stehen. Hat er seitdem nicht mehr gemacht. Und da kam das Gerücht auf, Assange wäre abserviert worden und Pamela hätte irgendwas damit zu tun. Sie hat ihm tatsächlich halt eben eine vegetarische Mahlzeit mitgebracht. Wow. Ja, genau. Vielleicht hat sie ihn ja unter Umständen halt eben vergiftet. Und ja, da gab es halt eben mal von, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, das ist viele Jahre her, einen deutschen Reporter, einen bekannten Fernsehjournalisten, der hieß Dagobert Lindlau. Und bei dem auf einer Party ist ein anderer Journalist, ein Investigativer, gestorben. Und hinterher kam wohl raus, dass er gestorben worden ist und dass er das Falsche gegessen habe. Und in dem Zug kam halt eben auch raus, dass Dagobert Lindlau für den Mossad arbeitete. Haben die nicht irgendwie ihn mit dem Alpha-Strahler verseucht? Alpha-Strahler? Was ist das? Ja, irgendwas atomares, Polonium oder was weiß ich. Ja, musst ja nur was halt eben in die Nahrung reinmachen, da reicht halt eben irgendwas, was falsch ist, und dann bist du halt eben in 24 Stunden über den Jordan, ne? Also ich glaube nicht, da musst du halt, dass du da so richtig mit den Gammastrahlen aufwarten musst. Zum Thema WikiLeaks wollte ich noch kurz was sagen. Ich habe heute die Meldung erhalten, dass jemand aus dem Umfeld von Assange verbreitet hat, dass angeblich die Seite WikiLeaks jetzt übernommen wurde, gehackt wurde und dass die darum jetzt gebeten haben, keine Leaks mehr ihnen zuzustellen. Es ist was geleakt worden schon, nämlich BND und NSA Dokumente. 90 ja, Gigabyte. Die Frage, welche Relevanz hat das? Sind 90 Gigabyte 2400 Dokumente? Das sind halt alles PDFs und es wurde schon verlautbart, dass da einfach nur schon bekannter Bullshit drin steht und nichts Neues. Ich habe mir nämlich nicht angeschaut noch. Ja. Ich habe ein bisschen drin durchsucht, so sind auch ein paar Treffer drin, aber ich habe noch nichts wirklich Relevantes entdeckt, was man jetzt sagen würde, wow. Also die Amerikaner auf jeden Fall hatten halt die Absicht gehabt, oder zumindest haben sich gedanklich mit beschäftigt, Assange umzubringen. Inklusive halt eben Frau Clinton, die vor mehreren Monaten gesagt hat, man könne den Burschen doch mit einer Drohne erledigen. Und ich denke mal, niemand war so böse am 15. November wie Frau Clinton. Ja. Dass sie den abservieren wollten, das ist ja klar, ja. Also Assange, ich kann mir auch vorstellen, dass er sich einfach nicht zerblicken lässt, um erstmal den Wirbel nach der Wahl abzuwarten. Und es ist auch schon öfter mal passiert, dass er sich eine Zeit lang hat nicht blicken lassen, nur weil es jetzt alles von ihm erwarten. Er hat auch sein Jubiläum, da haben auch alle von ihm erwartet, dass er da was leakt, hat er auch nicht gemacht. Also, Und dass er nichts liegt, sondern es kam heute die Meldung von, ich habe einen Freund, der sich da auch im Dark Web bewegt und der da mit den ein paar Leuten, Hackern, auch in Kontakt steht. Und der meinte, dass WikiLeaks wirklich jetzt darum gebeten hat, dass man ihnen vorerst keine Leaks zukommen lässt, weil sie selbst da jetzt gerade irgendwie Fremdeingriff haben. Und es ist halt eben noch hinzuzufügen, dass da gibt es eine ganze Liste. Es gibt einen längeren Artikel, muss man sich mal durchlesen, der erschien in irgendeiner Computerfachzeitschrift von jemandem, der sich so mit Hacking und sowas auskennt. Der hat einen langen Abriss darüber geschrieben, warum es plausibel ist, dass Assange umgebracht, entführt oder ähnliches wurde, auf jeden Fall nicht mehr in der Botschaft ist. Da gab es so einen Deadman-Switch, wo er halt eben dann eine Nachricht halt verschlüsselt hat, an der zu erkennen gewesen ist, dass er nicht mehr halt eben Herr seiner Sinne oder am Ort des Geschehens gewesen ist. Viele Punkte, die wirklich absolut nachdenklich stimmen. Es war ein sehr, sehr tiefgreifender, sehr, 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 wie soll ich sagen, fundierter Bericht, der auch, dass ich in einer sehr guten Zeitung, das war eine gute Zeitung, das war eine Computerzeitung, ich komme auf den Namen gerade nicht, hätte stehen können. Er hat ja auch eine Insurance-Datei raufgeladen. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Am Wahlabend hat er 2,4 Gigabyte, drei Files hochgeladen. Nee, mehr noch, viel, viel mehr. Das waren fast 6 Gigabyte, glaube ich. Oder waren es 6 Gigabyte? Das waren auf jeden Fall drei Files. Einmal EU, US und noch irgendwas. Also waren es drei. Und da ist auch die Frage, was da denn drinnen ist. Ne? Das war so eine Insurance für ihn. Ja. Da wurde gerade noch mal im Chat erwähnt, die Blockchain-Nachricht. Es ist halt in verschiedenen Bitcoin-Transaktionen, ich glaube, ja, Bitcoin-Transaktionen in bestimmten
Ich glaube, in verschiedenen oder mit einem verschiedenen Muster, mit einem bestimmten Muster, ist halt die Nachricht Help Me aufgetaucht und da munkelt man, es könnte irgendwie von Assange kommen. Wobei man, ich kann mir da kein Szenario vorstellen, hat er sich irgendwo versteckt oder wieso hat er dann irgendwie Zugang zum Internet, kann er irgendwas raushauen oder hat er da irgendwie einen Deadman's Trigger, den er jeden Tag benutzen muss oder resetten muss oder wie auch immer. Rap for Games, du hast einen Artikel darüber, den hast du schon geschickt oder kann er gleich nochmal reinschauen und drüber berichten. Also das ist auch, also es gibt verschiedene Hinweise darauf, dass Assange irgendwie nicht mehr da ist, aber ich weiß nicht, das wäre für mich irgendwie. Am 15. halt eben, an dem Tag, als Pamela Anderson da war, ist sein Internet auch gesperrt worden. Und zwar von der ecuadorianischen Regierung. Stimmt, stimmt. Und das Internet tauchte auch dann nicht wieder auf. Das ist dann über Wochen gesperrt gewesen. Und der Punkt ist, dass der Knaller der Enthüllung waren ja die Podesta-Mails. Und aus den Podesta-Mails wiederum ging hervor, dass da irgendwas mit dieser Pizzakette halt eben faul wäre und dass da irgendwie ein Pedoring dranhängen würde, der halt eben Beziehungen ins Weiße Haus hat. Und General Michael Flynn, der jetzt halt eben bei Trump ganz oben rangiert in der neuen Regierung, der war, was war er nochmal, 2004 bis 2010 US-Geheimdienstchef in Afghanistan und Irak und 2012 bis 2014 Chef des Defense Intelligence Agency. Der hat gesagt, es ist definitiv wahr, dass es Verbindungen von Clinton zu Pedokreisen gibt, oder Pedoringen. Gleichen Zusammenhang. Also ich denke mal, da ist wirklich eine Menge Potenzial rauszuholen aus dieser Geschichte, aber es ist noch zu wenig draußen. Es gibt schon einiges. Ich stecke euch mal eben, also es geht in den USA wirklich richtig ab. Guckt euch einen Twitter-Feed an, gibt Hashtag Pizzagate ein und guckt, was da abgeht. Und da gibt es auch viel auf YouTube schon. Also es gibt... Was ich noch sagen wollte, zur Pizzagate noch, da ist ja jetzt eine Verbindung nach Berlin auch aufgetaucht angeblich, ne? Zu einer Pizzeria namens Dr. Bong. Die da auch irgendwie vernetzt sein soll. Ja, ja. Naja, whatever, aber lass mich mal eben zu Ende berichten. Die Story, die jetzt so gerade rumgeht, ist halt die, es gibt halt, heißt die Madeleine, die in Portugal verschwunden ist, ein kleines Mädchen in Portugal. Ja, genau. Und dort wurden Phantomzeichnungen angefertigt und die Phantomzeichnungen passen halt wirklich sehr, 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 sehr genau auf die beiden Podesta-Brüder, die halt in den E-Mails auch schon mit diesen ganzen Codes, mit diesen Pedo-Codes in Verbindung gebracht werden konnten. So, und jetzt gibt's halt eine krasse Sache, die passiert ist. Da ist halt ein Typ, ein Pädophiler, der wohnt irgendwie ein paar hundert Meter Luftlinie weg. Und der Freud, meinst du, ne? Genau, das ist der Enkel oder was? Frag mich nicht, auf jeden Fall ein Freud. Und der ist ein verurteilter oder bekannter Pädophiler, ist auch schon tot. Und der hat halt dort ein Ferienhaus gehabt in der Gegend. Und war aber zu dem Zeit, weil gegen den wurde auch schon ermittelt, war zu der Zeit im Ausland. Also den konnten sie da nicht festsetzen. Jetzt ist aber was aufgetaucht, ich weiß nicht, ich habe das leider noch nicht wirklich tief überprüft, dass die Podesta-Brüder genau zu der Zeit... Also es war die ganze Zeit die Frage, waren sie zu der Zeit in Portugal? Und jetzt kam halt raus, sie waren zu der Zeit in Portugal und zwar in dem Haus von diesem Typen, von diesem Freud. Und das ist jetzt, also wenn das wirklich so ist, dann sind es Fakten genug da, dass jeder Richter sagen muss, das untersuchen wir jetzt. Oder jeder Stadt. Es ist ja sogar ein Foto auftaucht, wo der Podesta Poker spielt. Ich habe es euch mal reinkopiert und da ist sitzt ein Kind, das wahrscheinlich oder vielleicht die Medi ist, ne? Weil es gibt ja... Zeichnungen, Phantomzeichnungen, wie sie im Alter ausschauen würde und das kommt mit den Ohren und so. Und wobei wenn sie das nicht auf dem Foto ist. Der Podesta, der Toni Podesta heißt er, glaube ich, hat halt auch extrem krasse Kunst in seinem seiner Hütte und John Podesta in seinem Büro sogar. Also das ist echt stranger stuff, der auch mit der die Künstlerin? Abramovic, aber nicht, der hat, glaube ich, Bilder von dieser anderen Frau. Ja, aber also die auf jeden Fall in das Muster passen von der Abramovic. Ach so, meinst du, also, ja, klar. Also was ich noch bei Assange sagen wollte, Boris, ihr hattet mir doch auch noch mal ein Video geschickt, da sieht man, wie Assange so frei spricht
und dann siehst du auf einmal, dass es da bestimmte Bildfehler drin gibt, also dass zum Beispiel der Kragen auf einmal so wie ein Morphing verschwindet, ja, also sich verändert, also es sieht aus, als wenn das irgendwas zusammengeschnitten ist oder eventuell auch mit dieser neuen Technik gemacht ist. Wir haben es ja schon mal erwähnt, dass es ja mittlerweile möglich ist, in Realtime sozusagen alte Videos zu nehmen und ich selbst spreche dazu mit meinem Mund und dann ist das Originalvideo sozusagen, macht das, was ich mit meinen Gesichtszügen mache, dann mit dem, also es ist nicht mehr zu unterscheiden. Aber auf jeden Fall gab es da zwei, drei Sachen, einmal mit dem Auge, glaube ich, das, was dann so ein Morphing-Effekt ist sozusagen, also dass das irgendwie so ein Zusammenschnitt war oder so und auch mal mit dem Kragen, dass da halt auf einmal in eine ganz andere Position übermorphte sozusagen. Ja, aber das ist wahrscheinlich, es gibt verschiedene Software dazu, auch von, in Premiere kannst du sowas machen und dann sieht es halt ähnlich, sehr, sehr, sehr ähnlich aus. Also das kann man reproduzieren, denke ich mal. Das könnte auf jeden Fall geschnitten gewesen sein. Aber Boris, der Punkt ist, wenn das halt eben jetzt produziert gewesen ist, und das war produziert, das hat man gesehen, warum hat man es gemacht? Der Punkt ist, wenn du es genau dir anschaust, so ist der Kragen abgeknickt, ja? Mhm, ja. So wie er nicht abknicken kann, wie er einfach nicht abknicken kann, ja. Mit dem Auge das Gleiche. Der Kragen ist in einem perfekten Dreieck abgeknickt und danach wurde das Auge gezeigt. Das Auge war der andere Punkt in dem Video. Das Auge im Dreieck, als ob das eine Nachricht wäre. Ja, könnte man auch auf jeden Fall sagen, aber guck dir auch nochmal die Augenbraue dabei an, die teilt sich nämlich an einem gewissen Punkt. Ich habe mir das auch ganz, ganz Bild für Bild angeguckt und irgendwas mit Morph heißt es auch. Also in Premiere gibt es da Links, damit kann man es genauso morphen. Also damit sieht es dann ähnlich aus. Aber es gab ja in dem Moment keinen Schnitt, Boris, also keinen inhaltlichen Schnitt, verstehst du? Sondern es war ja eine flüssige Rede, in der das zwischen irgendwelchen belanglosen Wörtern auf einmal dieses Morphen war. Ja, es muss ja nur ein minimaler Schnitt gewesen sein. Du siehst ja auch nur, dass dazwischen quasi, da kann nicht viel gefehlt haben, weil das ist die Bewegung von dem Kopf so 1 bis 2 Zentimeter, würde ich sagen, in eine Richtung. Und der Kragen kann sich aber nicht so abknicken, das geht nicht im Dreieck, unmöglich. Doch, kannst du mir einen Link schicken? Ich kenne das nicht. So was kannst After Effects nicht machen? Never ever geht das. Doch, das kann man in Premiere auf jeden Fall machen. Du kannst nicht den Kragen innerhalb von 2 Sekunden umknicken, ohne dass du die Hand dafür benutzt. Ja, warte mal. Da musst du mal genau. Schicke mal einen Link, Boris. Vom Video? Ja, ich kenne das noch gar nicht. Ihr kennt das nicht. Gesehen. Ich schick's mal hier in den Chat und in den Dingscheck. Micky, kannst du das vielleicht mal einspielen? Kriegst du das hin? Ich bereite das mal vor, ja. Okay, ja. Ja, jedenfalls, also es gibt, wir haben da auch nochmal einen Profi gefragt. Michi hat es ja auch gesagt, es besteht auf jeden Fall die Möglichkeit, dass sowas gemacht ist. Ich glaube aber, RT hat sich, glaube ich, sogar schon zu geäußert, wenn ich jetzt nicht halt völlig überlesen habe. Oder es war aber anders. Auf jeden Fall wurde auch nochmal genau erklärt. Also ich bin auch der Auffassung, es war ein Schnittfehler oder ein Schnitteffekt quasi. Ja, aber es war ja letztendlich, sag ich mal, in einem Wortfluss. Also ich meine, wenn ich jetzt, also es war ja kein Schnitt zu erkennen, auch im Wort nicht. Es sah ja so aus, als wenn er flüssig jetzt einen Satz spricht und mitten im Satz passiert das. Verstehst du das? Es ergibt keinen Sinn, also dass man da cutten müsste. Der Punkt ist, was ich im Grunde auch grundsätzlich nicht verstehe, selbst wenn wir das Video jetzt mal außen vor lassen wollten für einen Moment, die Diskussion darüber, dass Assange verschwunden wurde, die ist nun ongoing und zwar eine ganze Weile schon. Und das sind eine ganze Menge Leute, es sind so viele Leute, es sind tausende Leute, die sich bei WikiLeaks gemeldet haben, sodass die genervt gewesen sind und gesagt haben, das ist nicht unser Ding, wendet euch an den ecuadorianischen Außenminister. Als ob es nicht ihr Ding wäre. Bitteschön, Sie sind WikiLeaks und Ihr Chef ist unter Umständen verschwunden. Sie sagen, wir haben damit nichts zu tun. Das riecht sehr, sehr komisch für meine Begriffe. Und wie fucking einfach wäre es, einfach den Jungen zu sagen, geh ans Fenster und wink mal raus. Hast du doch schon dutzende Male gemacht. Dann ist die Sache hinüber. Oder geh auf den Balkon. Hast du auch dutzende Male gemacht. Dann ist die Sache hinüber. Oder mach ein Selfie mit deiner Handycam und mach halt eben halt die aktuelle Tageszeitung in der Hand. Dann ist die Sache hinüber. Und das machen sie nicht. Was sie allerdings machen ist, sie hatten irgendwie jetzt neulich eine Konferenz gehabt. Es sind zweimal ist Assange aufgetaucht auf Konferenzen. Allerdings nicht persönlich. Mit großem Bramborium ist er angekündigt worden. Hier ist der Beweis, dass der Mann lebt. Was war da? Sie hatten nichts anderes als ein Standbild und seine Stimme. Einmal soweit ich weiß, in Argentinien, in Buenos Aires eine Konferenz. Und das andere Mal war eine Konferenz im Demokratieparadies Beirut. Veranstaltet von verschiedenen Stiftungen, die alle mit dem CIA zusammenhängen. Da denke ich mir, hallo?
Hallo? Ja, könnte man sich schon denken. Aber wenn er halt immer noch Internet abgeschnitten hat und nur Telefon hatte, macht das schon Sinn. Und ich sehe das zum ersten Mal. Dann geh doch mal verfickt normal halt eben ein Fenster. Ja, aber vielleicht ist es. Aber es kann auch Taktik von Assange sein. Nicht was für eine Scheiß-Taktik ist das, wenn tausende Leute in WikiLeaks inzwischen durchdrehen? Im Gespräch bleiben, mehr Aufmerksamkeit erzeugen. Ey, Assange ist ein sehr schlauer Mensch, würde ich ihn einschätzen. Und der ist Hacker. Und diese Jungs, auch hier, Kim.com, die denken sich halt verdammt krasse Sachen aus. So. Das sind Spieler. Nee, ich weiß es nicht. Also schau, der 15. Oktober, nicht November, ich habe es vorhin falsch gesagt. Der 15. Oktober war der Tag, wo Assange in Anführungszeichen verschwunden ist. Wo halt eben sein Netz abgeschaltet worden ist. Das war der Tag, wo Pamela Anderson, die mit Abramovich auf Partys gewesen ist, bei ihm zu Besuch gewesen ist, mit dieser vegetarischen Ernährung. Das war der Tag, als Pamela Anderson in London gewesen ist mit einem Chabad-Rabbi, und zwar einem der drei wichtigsten Chabad-Rabbi ever. Das ist ein ganz wichtiger Typ. Am 15., wieder der gleiche 15., hat Vizepräsident Biden ein Interview gegeben, wo es um WikiLeaks gegangen ist und um Russland und um Netzangriffe, wo er mehr oder weniger mit Krieg gedroht hat. Und am 16., also einen Tag nachdem Assange nicht mehr gesehen worden ist, ist US-Außenminister Kerry nach London gefahren. Ist schon komisch. Ja. Ey, das ist wirklich heißer Stoff, den du hier raushaust, Wolfgang. Was sagt denn eigentlich die ecuadorianische Regierung dazu? Gar nichts. Ja, hat da noch keiner nachgefragt, ob Assange schon erlebt? Das muss doch schon einer nachgefragt haben. Ich habe das Video jetzt mal eingeblendet. Ich hatte es leider davor nicht geklappt. Ich habe auch gerade noch mal eine professionelle Meinung gekriegt und da sagt er auch, ja, das ist ein Schnitteffekt, den man bei Interviews einsetzt, wenn ein Satz geschnitten wird. So, wahrscheinlich hat er dann im Satz ein paar Wörter mehr gesagt oder ein Wort mehr gesagt oder wie auch immer. Das Video ist von Milo, oder? Giannopoulos. Ist richtig? Von RT, ne? Nee, der kommt von Breitbart. Also den müsst ihr euch mal angucken. Also Milo Giannopoulos. Also das ist so eine geile, coole Sau. Also schwul bist du über beide Ohren, ja? Also eine Tucke vor dem Herrn. Und der macht Auftritte, der legt Auftritte da. Da ist Farage nichts dagegen. Nichts. Du haust dich weg, es ist total auf den Punkt. Es ist also der Mann, der jetzt bei Breitbart das Sagen hat. Und Breitbart hat ja Trump hervorgebracht, mehr oder weniger. Ja, hier, wo er bei Breitbart seid, habt ihr das mitbekommen? Der Typ, der Breitbart groß gemacht hat, der ist ja vor einem Jahr oder so oder vor einem halben Jahr gestorben. Der hat wohl schon vor sehr viel längerer Zeit diese Podesta-Geschichte angesprochen. Ja, ganz genau. Oder zumindest ganz deutliche Anspielungen gemacht. Und das ist ja auch so eine Frage, ob das nicht sogar der Grund ist, warum Breitbart sterben musste sogar. Ey, der Macker von Clintons engster Vertrauten, seit jahrelang engster Vertrauten, die hat die beiden Typen sogar zusammengebracht, also den Typ und den Wiener. Der Wiener ist auch mit diesen Pedokreisen auf jeden Fall in Kontakt, auf jeden Fall mit sehr, sehr viel jüngeren Mädels, also da wird gegen ihn investigativ. Den Weiner machst du jetzt, ne? Diesen israelischen. Ja, ja. Vermeintlichen Mossad-Agenten. Also die Clintons hat direkten Kontakt, wirklich direkten Kontakt, näheren Kontakt zu zwei verschiedenen pädophilen Kreisen gehabt. Scheinbar. Oder zu verschiedenen pädophilen Personen. Also zu einem pädophilen Kreis auf jeden Fall. Oder Netzwerk und zu einem pädophilen, wenn man das so sagen kann, bei 15-Jährigen als 40-jährigen Mann. Und die stellen das unheimlich geschickt an, die Burschen. Die machen das nicht so, dass unter Umständen da jemand unbedingt selbst kompromittiert sein muss und halt eben mit den 12-Jährigen ins Bett steigt, sondern das reicht ja, du wirst auf irgendeine Party eingeladen, bei irgendeinem Party-Hai oder Hengst oder bekannten Typen aus Hollywood, da sagt man, da muss man hin. Wenn man da nicht gewesen ist, dann war man nicht auf der besten Party der Welt. Und dann gehst du hin und auf einmal verändert sich die Party oder was ich in einem Hinterzimmer wird halt eben gerade ein kleines Mädchen geschändelt, da geht jemand hin und nimmt das auf und geht dann praktisch durch die Türe wieder raus und fotografiert dann auf einmal die ganzen Prominenten, die auf der Party sind, davon aber nichts mitbekommen. So kann man das machen. Und Trump ist angesprochen worden, genau auf diese Clique da, wie hieß der Typ nochmal, mit der eigenen Insel? Jeffrey Epstein. Genau, der ist nämlich auch eingeladen gewesen, hat man ihn darauf angesprochen gehabt. Und da hat Trump gesagt, ja, er war da, ist hingegangen und ist keine 10 Minuten geblieben, weil es ihm alles sehr seltsam dort vorgekommen sei.
Und früher hat er mal gesagt, aus dem Top so irgendwie in einer Nachfrage von irgendeinem Journalisten oder sowas oder in irgendeinem Statement. Aber mehr war halt nicht. Und bei Clinton ist halt nachweislich, dass er 26 Mal dahin gejettet ist. Es reicht ja alleine schon, da müssen wir jetzt gar nicht über Pizzagate reden, dass diejenigen, die da bezüglich Haiti und der Clinton Foundation recherchiert haben, da jetzt den Sommer, glaube ich, sind ja auch 4 oder 5 Leute einfach mal so. Mehr, weitaus mehr. Na, nur diesen Sommer. Ich rede jetzt nur vom Clinton. Ja, doch, auf jeden Fall mehr noch. Echt, das war mehr. Es ist ja auch. Wenn wir das bei Dutroux, um das nochmal aufzugreifen, sehen, da sind 26 Zeugen sind verstorben worden. Wie auch immer. Jedenfalls, da ging es nachweislich bis in höchste Kreise. Und da auf einmal starben die Leute wie die Fliegen. Also, dass die Politiker massiv mit pädophilen Dingen zu tun haben oder in Ringen sind oder wie auch immer, das ist Fakt. Das ist Fakt. Und, und überlegt euch mal das, was ans Tageslicht kommt. Das ist ein Promille vielleicht. Überlegt mal, was da oben los ist. Mhm. Ja, da gibt es ja auch Zahlen, dass ja irrsinnig viele Flüchtlingskinder verschwunden sein sollen. Ja, in Griechenland, über den Kosovo angeblich. In Deutschland sind 2.500 Kinder verschollen. Allein die nach Deutschland kommen sind, haben sie erst einen Artikel, also vor einem halben Jahr einen Artikel geschrieben, sind registriert, aber keiner weiß, wo sie sind, 2.200 oder so. Insgesamt 50 oder 500.000 jährlich in den USA oder weltweit, ich weiß gar nicht, wer es war, aber auf jeden Fall eine Menge Kinder. Aus USA jetzt vor allem mit Zahlen vorliegen, dass speziell um die Halloween-Zeit, ja, da irrsinnig viele Kinder verschwinden. Vor allem in Virginia, ja, gerade wo Washington DC ist, ja, 392 Kinder, New Jersey 59, Michigan 92, North Carolina 68 Kinder, Georgia 92, Ohio 122, Pennsylvania 112, Illinois 135, New York 203, Florida 355, Texas 327 und in Kalifornien 592 Kinder. Ja. Ein Kollege schreibt gerade noch, in Haiti nach dem Erdbeben halt auch, ne? Und da war Clinton ja auch komisch irgendwie unterwegs. Ich glaube, das war aber nie anders. Ich glaube, uns fällt es nur das erste Mal auf, weil wir mal draufschauen und denen auf die Finger schauen, was da abgeht. Ja, und dieses Pizzagate-Ding, also das ist ja wirklich, das wird crowd-investigated. Ne? Also die Leute gehen da richtig krass ab und nachdem dieser Typ da jetzt aufgelaufen ist, in seiner Pizza, machen sie es da gleich wieder runter. Aber wir können davon ausgehen, dass da noch massiv Desinfo gestreut wird, um das so möglichst weit wie möglich zu verwässern. Obwohl da an diesen Podesta-Dingen so die Bilder passen, das ist alles offiziell. Wenn jetzt wirklich rauskommt, dass sie da das Haus gemietet haben, da muss da wer eingreifen und mehr. Also das geht da nicht mehr. Das wird nicht klappen, das da unter den Tisch zu spülen, weil das ist echt halb Amerika ist auf den Socken. Das ist ja auch so eine Idee, die ich habe oder wir haben, dass wir so eine Funktion haben auf der Plattform, wo man als Crowd-mäßig das ganze Internet kann an einem Thema recherchieren, dass man das zusammenträgt. So à la Reddit und CA24 und diesen Dingen. Weil im Endeffekt, es gibt keine größere investigative Macht wie das ganze Internet, wie das Kollektiv. Wenn du schaffst, diese Leute irgendwie zu kanalisieren, dass die an einer Story arbeiten, dann ja. Ja, und auch sehr schnell. Und auch diese Kunst, ja, also wie gesagt, bin ich dann auf so ein Video gestoßen, wo die dann irgendwelche Typen, also dann machen sie, also formen sie halt aus irgendeinem Kuchen oder weiß ich was auch immer, formen sie den menschlichen Körper, ja, und dann sitzt da halt so ein Schauspieler unten, der guckt nur mit dem Kopf raus, da sieht dann so aus, als wenn das sein Körper ist. Und die Leute schneiden dann praktisch sozusagen an seinen Körper sich die Kuchenteile ab und dann schreit er dabei ganz laut, so, weißt du? Und die Leute amüsieren sich da auch noch dabei. Ich verstehe das nicht, also wie krank kann man sein? Also was hat das mit Kultur und Kunst zu tun? Also so ein Dünnschiss. Ja. Habt ihr das mal gesehen? Ja. Naja, da kommen wir halt dann zu dem Kunstbegriff, der ja auch so von der Frankfurter Schule halt gepredigt wurde. Und dementsprechend darf Kunst nicht mehr schön sein. Ne? Und ich meine, früher, wenn du so guckst, was Kunst bedeutet hat, wenn du sie anguckst, so in der Renaissance, bis Leute wie Michelangelo oder Raphael, so, die auch ihre Connections hatten und so weiter, so. Aber welche haben eine Schönheit, die geschaffen haben und was halt so der Gegenentwurf ist, wo halt das Leben als was Hässliches dargestellt wird. Ja. Ist auch eine Ideologie. Ja. Ich habe jetzt hier gerade nochmal einen Link bekommen, kommt vom 25.11. die Meldung.
Im ZDF, Pädophilie-Skandal in England, ein Skandal erschüttert Englands Fußballwelt. Vier Fußballer, darunter zwei ehemalige Nationalspieler, haben öffentlich erklärt, in ihrer Jugend von ihrem Trainer vergewaltigt worden zu sein. Und so weiter und so fort. Davon habe ich noch gar nichts mitbekommen. Hat das einer von euch mitbekommen? Ja, habe ich mitbekommen. Ja, das war letzte Woche, glaube ich. Hing da auch irgendwie was mit der ganzen Savile-Ära zusammen, oder? Nein, eher nicht. Aha. Aber sie haben mehrere Ringe jetzt ausgehoben, in Dänemark ja auch so einen großen. Also es häuft sich, es dürfte auf jeden Fall im Hintergrund brodeln. War da nicht in Norwegen oder Schweden jetzt auch gerade was? Oder war es Norwegen? Was habe ich gerade gesagt? Norwegen. Mal, das mit Seville, das passt aber schon, ey, so alt wie die sind. Das passt in die Zeit. Also bei Norwegen ist es auf jeden Fall, da waren, wie soll ich sagen, Juristen dabei, da waren Journalisten dabei, da waren Politiker auch. Politiker, also die greifen sich natürlich, für meine Begriffe, diese Netzwerke greifen sich bewusst Leute, die in gewissen Höhen der Amt und Würdigkeit halt stehen, damit sie halt eben durch Blackmailing, durch Erpressung halt die Leute gebrauchen können. Und deswegen stecken halt eben da auch immer Logen, also schwarzmagische Logen oder Geheimdienste mit drin, die versuchen das halt eben für sich zu nutzen. Also bestes Beispiel ist dieser Ring, der vor längerer Zeit, also schon ein paar Jahre her, in Nordwales aufgeflogen ist, da hatte der englische Inlandsgeheimdienst, MI5, das englische Königshaus und Politiker durchgeschleust und hat sie mit kleinen Kindern zusammengebracht, damit die halt eben vernünftig poppen können und haben sie dabei aufgenommen, um sie dann erpressen zu können. Beim Fall Dutroux war es halt eine ähnliche Geschichte gewesen, da hingen auch die Geheimdienste natürlich mit drin. Und da hat der Geheimdienstkoordinator der Bundesregierung im Jahr 2001 halt selbst gesagt, dass die Stasi Aufnahmen und Dokumente über den Fall Dutroux hätte, die nie in die Öffentlichkeit gekommen sind, die aber, das hat er nicht gesagt, aber dem ist so, die Amerikaner inzwischen hatten, weil die ja die Rosenholz-Akten abgegriffen hatten, wo die Stasi ihre ganzen Westkontakte und Westsachen halt eben abgelagert hatte. Und damit konnten die Amerikaner ab 1990 letztendlich Westeuropa oder vor allen Dingen Westdeutschland erpressen bis zum geht nicht mehr. Und damit erklärt sich natürlich auch, warum dann halt eben ehemals linke Blätter wie der Spiegel oder Konkret, die ja wirklich super links sind, also konkreter weit linker als der Spiegel. Und der Spiegel hat auch in den 80er, 70er, 60er Jahren selten gutes Haar in Amerika gelassen. Das war aber dann 1990 mit einem Schlag vorbei. Warum? Ganz klar, dann haben die Herrschaften halt eben in den Redaktionsstuben einen Anruf bekommen aus Washington D.C. und hat es geheißen, ab jetzt arbeitet ihr für uns. Und dann haben die gesagt, ja, wieso denn das? Und dann haben die gesagt, ja klar, wir haben hier ein paar Dokumente von der Stasi, halt Kindersex und Ähnliches. Wollen Sie, dass das in die Öffentlichkeit kommt? Da verlieren Sie Ihren Job, da verlieren Sie Ihr Gesicht, da verlieren Sie Ihre Familie, da verlieren Sie Ihre Rentenansprüche, Sie gehen in den Knast. Und dann sind die ganzen linken Blätter auf einmal gekippt und halt eben nach Pro-Amerika gegangen. Ich kann mich noch genau an das Titelbild von der Konkrete erinnern, als der erste Irakkrieg gelaufen ist. Das war total patriotisch für Amerika mit amerikanischen Fahnen. Und damals habe ich mir noch gedacht, hä, wie kommt das? Bis ich halt eben durch diese Dutroux- und Stasi-Aktengeschichte drauf gekommen bin. Naja, und ich wollte nochmal auf diese England-Geschichte eingehen hier. Also ich glaube nicht, dass man das so isoliert betrachten kann. Naja, da ist halt dann im englischen Fußball auch was passiert. Und was es da geht, sind so Fußballakademien, Jugendakademien. Das sind wie Internate, wo halt Kinder auch die ganze Zeit wohnen und betreut werden. Und ich weiß nicht, ob ich glaube schon, dass diese Dinge vernetzt sind miteinander. Und ich möchte nur mal daran erinnern, dass hier in Deutschland letztes Jahr war es, glaube ich, sich ein Fußballtrainer das Leben genommen hat. Und der war Profitrainer, der war Profi von der Bundesligamannschaft Leverkusen. Lewandowski hieß der. Sascha Lewandowski. Ja. Genau, Sascha Lewandowski, also Profitrainer und vorher halt Jahrzehnte sehr erfolgreicher Jugendtrainer. Und der hat sich das letztes Jahr das Leben genommen. Weil er mitbekommen hat, dass gegen ihn ermittelt wird wegen Pädophilie und dass es auch wohl dann alles ans Licht kommt. Und bevor es halt ans Licht kommt, hat er sich selber umgebracht. Also diese Dinge sind so wesentlich mehr verbreitet, als wir das meinen. Ne? Vor allem schon seit längerer Zeit. Also es gab vor zwei Wochen auf ORF im Sportbereich auch einen Artikel, dass sich ein Ex-Chelsea-Spieler dazu gemeldet hätte, dass schon das seit den 70er Jahren läuft, ja, mit Missbrauch im Internaten im Nachwuchsfußball. Ja. Oh Mann, wie krank die Welt doch ist. Mhm.
Und das hängt definitiv zusammen. Also das glaube ich auch. Also dass also da die Connection Jimmy Savile und der englische Nachwuchsfußball bis hin Dutroux und rüber in die Staaten, das ist ein Netzwerk meiner Meinung nach. Ja, oder mehr von mir aus mehrere kleine, aber die sind auf jeden Fall alle miteinander vernetzt. Nein, ich meine, okay, es ist natürlich klar, dass sich in diesem Umfeld logischerweise so, wo sich Kinder aufhalten, natürlich Pädophile hingezogen fühlen. Also Kindergärtner, Trainer, also Jugendbetreuer oder sowas, ist natürlich klar, dass das natürlich auch ein adäquater Anziehungspunkt ist für diese Klientel. Ne? Das ist auch klar. Sagt mal, im Chat wurde nochmal Kanye West angesprochen, der ja auch in der Klapse jetzt ist. Habt ihr davon einiges mitbekommen? Ja, das habe ich sogar kurz, was darüber geschrieben gehabt. Erzähl doch mal, Tom. Ja, er hat irgendwie auf einem Konzert von ihm, hat er plötzlich das Konzert irgendwie abgebrochen und hat wirklich begonnen, 15 Minuten lang auf der Bühne zu sprechen und auszuhauen gegen die Medien und gegen Facebook und wie Facebook alle manipuliert und gegen Beyoncé und richtig Orgen Scheiß. Gibt es das auf Video? Ja, es gibt, das findest du überall auf Video. Boston suchen, Kern West. Kannst du da konkreter werden? Hat er irgendwie was gesagt? Hier, Beyoncé, die Marionette oder irgendwas? Oder naja, ihm ging es, glaube ich, darum, dass Beyoncé bei den Music Awards irgendwie nicht auftreten ist, wenn sie nicht gewonnen hätte oder irgendwie so halt. Er hat auf mich einen Eindruck gehabt, dass er irgendwie persönlich sich angegriffen gefühlt hat und hat halt alles losgelassen und hat er so viel abgelassen über Beyoncé und Clinton und dass Trump super ist und so weiter, das passt überhaupt nicht in seine Rolle rein. Und was doch interessant ist, ist ja, dass auch seine Freundin oder Frau, die Kardashian oder wie die heißt, die auch überfallen worden ist am Flughafen oder mehrmals überfallen worden ist, ja, auch glaube ich zu Hause. Also da dürften einige Bewegungen da auch gegen dieses Paar auch sein. Er hat auch irgendwie gemeint, dass sie Aliens sind, wobei Aliens, die Übersetzung heißt eigentlich nicht wirklich Außerirdische, sondern irgendwie Fremde oder nicht Dazugehörige. Keine Ahnung, wie er das gemeint hat, aber sie haben ihn auf jeden Fall dann abgeführt in Handschellen und zwangseingewiesen. Und ich weiß nicht, ob er jetzt draußen ist seitdem. Ich habe jetzt nichts mehr davon gehört. Ja, bekommt er sein Reprogramming und dann läuft die Maschine wieder. Ja, ich finde es interessant, was passiert ist, wenn die Leute begreifen, für was sie diese Kinder verwenden, in den rituellen Sektor oder was glaubst du, in welche Richtung das geht? Ich finde es interessant, erst vor 2 Wochen ist eine Studie rausgekommen, die belegen, dass junges Blut, wenn du junges Blut zu dir nimmst, sie haben das an Mäusen jetzt getestet und bestätigt, dass du verjüngerst oder dass du halt nicht sehr stark alterst. Das sagt ja auch die Marina Abramovic, dass sie sich... Ja eben, und jetzt haben sie das wissenschaftlich belegt, an Mäusen haben sie es nämlich getestet. Ne? Und das Geile ist ja auch, in den E-Mails wird ja auch öfters ein Pool geschrieben, von wegen, ja, die Kinder werden in dem Pool sein. Das ist ziemlich krass, weil es dürfte wirklich ein Pool sein, aber ein ausgelassener Pool, weil den kann man sehr leicht reinigen. Ja. Ihr kennt doch bestimmt den Film Fear and Loathing in Las Vegas, oder? Ja. Ja, da gibt es auch eine Buchvorlage. Das Buch hat Hunter Thompson geschrieben, den Film hat Terry Gilliam gemacht. Und in diesem Film wird eine Droge beschrieben, die nennt sich Adrenochrom. Und in dem Film wird es, glaube ich, auch so erwähnt, dass diese Droge, die soll gewonnen werden aus der Nebenniere von einem lebenden Menschen. Ah, und ja, ich meine, das ist das, auch, was er sich da reinpfeift. Ich meine, ne? Weißt du, wenn jetzt in diesem ganzen Zusammenhang, den wir hier manchmal haben mit Organhandel, Menschenhandel, ich meine, das ist vielleicht auch ein Aspekt, über den wir noch gar nicht gesprochen haben, dass auch auf irgendeine schwarzmagische Art und Weise dort Substanzen gewonnen werden, an denen man sich auch berauschen kann. Ne? Also gewisse Substanzen können dort vielleicht auch gewisse Drogenzustände auslösen. Und dieses Adrenochrom, das gibt es wirklich, ja. Also das gibt es tatsächlich, das hat einen eigenen Wikipedia-Eintrag und da steht drin, dass in den 50er Jahren wurde das mal nur relativ kurz erforscht. Mir fällt jetzt gar nicht mehr ein, der Typ, der das erforscht hat, aber derselbe Typ, der diese Experimente gemacht hat mit Probanden, die man diese Droge verpasst hat,
derselbe Typ ist ein ganz berüchtigter Name rund um diese MK-Ultra-Geschichten. Und angeblich hat man da nur ganz kurz geforscht an nur 15 Experimente und danach nie mehr wieder. Aber das ist auch die Frage. Ich meine, vielleicht ist es halt eine exklusive Droge für diese okkulten Kreise. Schau dir mal den Spirit Cooking Menüplan an. Es gibt im Netz das PDF, wo die ganzen anderen Sachen draufstehen. Also das, ja, es ist so wie Gargamel bei den Schlümpfen, weißt du noch? So der Kochtopf und da hau mal das rein und das rein. Ja, das ist richtig ekelhaft, ja. Also Wahnsinn. Also so Tierkadaver bis hin zu, ja, kann man jetzt seiner Fantasie freien Lauf lassen, was die da alles rein. Und ich glaube natürlich, dass die sich auch in diesen rituellen oder Ritualen an sich natürlich schon berauschen auf verschiedenste Weisen. Ja? Und wenn du dann natürlich noch, jetzt gehen wir mal vom Worst Case aus, Kinderblut trinkst, ja, damit du dich verjüngerst, ja, dann, um das überhaupt zu tun, da musst du ja schon weggetreten sein. Ja? Weil ich glaube kaum, dass du das als nüchtern unter Anführungszeichen einfach so durchziehst. Ja? Ich habe euch einmal den Link reinpostet, da habt ihr den ganzen Menüplan von ihnen. Also da steht zum Beispiel, on top of a volcano, open your mouth, wait until your tongue becomes flame, close your mouth, take a deep breath. Das sind teilweise wirklich rituelle Anleitungen. Genauso was in den Bildern ja vorkommen ist, von wegen bei an Erdbebennächten und so weiter. Ne? Dieses Bild, was da ja auch durchs Netz gegangen ist. Das sind richtige Anleitungen für irgendwelche Rituale. Ja, es ist so düster. Ich meine auch schon der Name von dieser Droge hier, Adrenochrom. Also es hat irgendwas mit Adrenalin zu tun, oxidiertes Adrenalin oder so. Aber Chemie war noch nie mein Ding. Aber Adrenalin, ich meine, es ist heavy stuff so. Aber ich meine, wenn wir das jetzt wiederum verbinden mit dem, was wir wissen über Trauma-Based Mind Control, wo man ja geradezu den Körper dazu zwingt, gewisse Adrenaline, gewisse Stoffe auszuschütten, und die werden da geerntet. Und die werden dann benutzt wiederum zu Drogen. Und ich meine, okay, es ist nur Popkultur, ja, hier Fear and Loathing in Las Vegas. Aber in Clockwork Orange, dem bekannten Roman von Anthony Burgess, den dann ja auch kein geringerer als Stanley Kubrick, von dem wir auch schon so oft gesprochen haben, und seine Rolle in der Popkultur, der hat den ja verfilmt. In Clockwork Orange kommt auch so eine ähnliche Droge vor, die ist aber dann wirklich wohl fiktiv, oder wer weiß, ja, aber die nennt sich Drenchrome. Ja, ich meine, das ist. Was war nochmal? Wir haben es ja schon so oft gehabt, dass in solchen Filmen so Andeutungen gefallen lassen werden. Ne? Was war nochmal der letzte Film, den Kubrick gedreht hat und. Ice White Shot. Was für ein Zufall auch, ne? Ja. Er ist ja relativ kurz danach verstorben, glaube ich. Ein paar Tage, glaube ich. Ja, ja. Und Ice White Shot war auch die ganze okkulte Gesellschaft dort, ne? Mit den Ritualen. Natürlich. Also, es ist so geil, so sitting on a copper chair, comb your hair with a clear quartz crystal brush until your memory is released. Also mit einem Quarzkristallbürste soll man sich durch die Haare fahren, bis die Erinnerung gelöscht ist. Was sind das alles für... Aber keine Ahnung. Da muss ich ja mal eine Lanze brechen, und zwar, ich habe das glaube ich schon mal erzählt, es gab eine Serie in den 70er Jahren, die hieß Das unsichtbare Visier. Da ging es um Stasi-Agenten im Ausland sozusagen, die für den Frieden kämpften. Und da hatte man, es war eine ziemlich gute Krimiserie, also auf hohem Niveau gedreht, also so James Bond-like, für den Osten. Und da hatten sie zum Beispiel, glaube ich, waren 11 oder 13 Teile, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, kann man mal googeln, gibt's glaube ich auch bei YouTube zu sehen, das unsichtbare Visier. Und da gibt es eine Folge, da geht es um die Afrikaans Brotherhood oder Brotherhood, also nicht, das war so ähnlich klingt das, irgendwas mit also eine Art Bruderschaft auf Afrikaans oder irgendwie sowas. Und da geht es auch darum, wie sie sich einschmuggeln in so eine Loge sozusagen, wo die da alle mit ihren Kapuzen stehen und Masken und so weiter. Und in einem anderen Teil, also wohlgemerkt, das waren die Ende der 70er Jahre, in einem anderen Teil ging es darum, das hieß
die King Kong-Grippe. Ja? Und zwar ging es darum, dass sie spitz gekriegt haben, dass die amerikanischen Geheimdienste sozusagen in Westdeutschland über eine Stadt eine Substanz ausbringen wollen mit einem Flugzeug, die die Menschen zum Durchdrehen bringt. Ja? Und dann hatte man sich schon im Vorhinein den Bürgermeister ausgesucht, da, nee, nicht den Bürgermeister, sondern so eine hohe Geschäftsperson dort, so ein Geschäftsmann, der da sehr bekannt war und hat den irgendwie zum Selbstmord damit getrieben oder wie auch immer. Also sehr spannende Dinge, die da schon angesprochen worden sind. Hat keiner gesehen von euch? Nee, leider. Kann dazu jetzt gar nichts sagen. Ja gut, habt ihr noch was auf dem Plan? Ansonsten können wir auch langsam zum Feierabend kommen. Gibt es im Chat noch irgendwelche Fragen? Input? Der Link soll wohl down sein, Tom, von diesem Abramowitsch-Ding? Nein, bei mir funktioniert es. Start noch irgendwie ja, lang. Ja, sehe ich auch, ja. Okay. Ja, gut, okay, dann würde ich sagen, dann kommen wir langsam zum Schluss. Dann erstmal vielen, vielen Dank an alle Zuhörer, vielen, vielen Dank an OkiTalk und vielleicht jeder noch ein Schlussstatement. Tom, willst du gleich weitermachen? Ein Schlussstatement vielleicht zu heute noch? Was mir persönlich wichtig ist, dass egal wer das hört oder einfach weitermachen, nicht in der Angst bleiben. Ich glaube, dass die Zeiten der Apokalypse wirklich da sind, was bedeutet, dass wirklich der Schleier fällt. Und ich glaube, dass wir auf sehr viele Dinge draufkommen, die unser aller Glaubenskonstrukt, das wir bis jetzt hatten, erschüttern wird. Und ich glaube, das geht auch bei uns allen so in der Runde. Aber da nicht den Kopf ins Sand stecken, keine Aggressivität entwickeln, die sie dann wieder gegen uns verwenden können, sondern einfach im Sinne von, wir wollen alle dasselbe, wir wollen Frieden, wir wollen alle geliebt werden. Und in dem Sinne sollten wir uns alle feinen. Und das Wer hat am meisten Recht endlich außen vor lassen. Okay, super, danke. Ja, dann bleiben wir in Österreich. Der Manuel? Ja, ich bin gespannt, was uns das Jahr 2017 bringen wird. Eben die Trump-Präsidentschaft, als auch die Wahlen in Deutschland, Holland etc. pp., wie der Wolfgang immer so schön zu sagen pflegt. Und ja, ich hoffe, dass wir das Format Fake News wirklich verwirklichen können. Und an die Zuhörer, großes Dankeschön und jeder soll bohren, also jeder soll für sich seine eigenen Hausaufgaben machen, ja, also wenn er dem nicht glaubt, und er soll uns auch gar nicht alles geglaubt werden, ja, soll einfach jeder selber sich auf sein Bauchgefühl verlassen und selbst recherchieren, glaube ich, ja, ja, und seinen eigenen Weg. Ja, alles klar, Manu. Vielen auch Dank, dass du heute eingesprungen bist, auch für unseren Alex, damit wir auch ein großes Team zusammen hatten. Frankie, ein Schlussstatement von dir und natürlich auch der Hinweis, morgen wieder Amok Alex und Frank Stoner Show. Was habt ihr für Themen am Start? Ja, morgen sind wir wieder am Start. Ich möchte gar nicht so viel drüber reden, einfach einschalten ab 20 Uhr Radio Emergency. Aber möchte mich einfach bedanken und hier meine Freude ausdrücken, in dieser Runde dabei gewesen zu sein. Es ist wie immer so, wir diskutieren unter Gentlemen. Ne? Ich meine, es gefällt mir sehr gut. Wir haben nicht bei allen Dingen den gleichen Standpunkt, aber die Art, dass man respektvoll miteinander umgeht, Respekt auch vor der Arbeit von dem anderen hat, das ist ganz wichtig. Und das ist wirklich auch der Spirit, den wir heutzutage brauchen. Dass wir als Volk zu unseren Gemeinsamkeiten finden und hier die Macht der Herrschenden vielleicht brechen können. Ne? Okay, super, danke. Ja, dann Boris. Der Boris? Bist du da? Ja, ich habe gerade gekaut, Entschuldigung. Wie Tom gerade schon sagte, nicht in der Angst bleiben und in der Angst verfallen, denkt, die Angst ist deren größte Waffe. Und was kann Schlimmeres passieren, als dass wir sterben? Gar nichts. Den Tod gibt es nicht, also ist eigentlich alles gut. Das in der Angst sein hat meiner Erfahrung nach einen riesigen Impact. Bist du in der Angst, bist du krank, bist du in der Angst, bist du handlungsunfähig und das kann jeder an sich überprüfen, wie handlungsfähig, unfähig man ist, wenn man in der Angst ist, wenn man vor irgendwas Schiss hat, wie motiviert man es, irgendwelche Dinge zu tun. So. Das ist deren Waffe, das dürft ihr nicht vergessen. Und deshalb schaut nicht auf die ganzen negativen Nachrichten. Nur aufs Negative schauen bringt halt nichts. So, das war schon immer da, das war schon da, wo ihr geboren wurdet. Und sucht einfach Lösungen. Sucht Lösungen, schafft Lösungen, zeigt anderen diese Lösungen. Und so kann es vorangehen, denke ich mal.
Okay. Ja, und Wolfgang, hier wurde gefragt, wie sieht's aus? Gibt es bald ein neues Buch von dir? Wurde gefragt im Chat. Ich frage dich, wie sieht es mit deiner Dorfgemeinde aus? Oder gibt es vielleicht zumindest eine Kneipe, die du aufmachst? Buch kommt auf jeden Fall nicht mehr, weil ich journalistischer Arbeit mit mehr als 3 Seiten fertig bin. Ich denke auch, dass das wenig Möglichkeiten bietet, noch irgendwie was zu wenden, weil Bücher, wenn sie zu lang sind, dann geben sie den Leuten zwar Input, aber die reißen ihnen den Hintern nicht hoch. Also so Breitbart, solche Sachen bringen für meine Begriffe mehr und noch mehr bringen halt eben dann Vorträge wie von Milo Yiannopoulos, muss man sich angucken, man lacht dabei, man hat Freude. Positiv sein hilft natürlich unheimlich, wenn man es mit so einem dunklen Thema zu tun hat. Da sollte man sich eigentlich nach orientieren. Der Stoner Frank tut das mit Sicherheit. Ich kenne die anderen noch nicht so genau, aber den Stoner kenne ich. Und Stoner Rock zum Beispiel hilft auch unheimlich halt eben. Dann die Luftgitarre auspacken und so ein bisschen nach Queens of the Stone Age tanzen, das hilft unheimlich halt eben, um wieder ins Leben zu kommen. Mit der Insel, wo ich hin wollte, der Insel der Seligen, das hat sich ein bisschen jetzt ausgenudelt insofern, als dass ich da einen relativ großen Trupp zusammen hatte. Das waren über 200 Interessierte, die aussteigen wollten nach diesem Konzept, was ich dort vorgestellt hatte. Allerdings, das Problem war da, dass relativ früh die Stuhlkreisigkeit Einzug gehalten hat, vor der ich eh schon Angst hatte, weil ich gemeint hatte, es wäre besser, wenn man halt eben sich auf ein Konzept wirklich auch ganz früh festlegt und wenn da ein fertiges ist, sollte man es machen. Wenn dann allerdings halt eben an jedem 5. Paragraphen dann 50 Tage lang diskutiert wird, dann kommt nichts voran und so war es denn leider auch. Ich weiß nicht, wir haben uns in mehrere Gruppen aufgeteilt gehabt hinterher, das war ganz vernünftig, weil dann jeder halt eben sein Gebiet hatte. Der eine wollte nach Österreich, der nächste wollte in die Schweiz, der dritte wollte halt eben nach Madeira und da hat sich eine Gruppe halt eben recht gut aufgebaut, die wollte nach Uruguay. Ich weiß nicht, ob die jetzt schon da sind, ob die schon unterwegs sind. Würde mich selber interessieren. Ah, okay. Ja, dann bedanke ich mich auch nochmal, wie gesagt, für diese tolle Runde. Schön, dass das mit dir geklappt hat, wieder Wolfgang. Wir sind ja immer so in sporadischem Kontakt und tauschen uns mal aus. Ja, vielen Dank an alle Zuhörer, vielen Dank an Okitalk nochmal, vielen Dank an alle Unterstützer, unterstützt natürlich Tom Who Knows, unterstützt The False Flag, unterstützt das Kulturstudio und unterstützt natürlich Radio Emergency, Amok Alex und Frank Stoner, so ihr das könnt und ich vielleicht auch schon macht. Vielen, vielen Dank, wie gesagt, für eure Unterstützung, denn ihr, die ihr uns unterstützt, macht natürlich auch sozusagen das Programm hier möglich, dass wir mehr Zeit investieren können, mehr Recherche investieren können und so weiter. Zum Beispiel haben wir für euch dieses Jahr noch ein Highlight, das können wir ja schon mal ankündigen. Und zwar wird es einen Jahresrückblick geben, dieses Jahr von uns. Und den wird es aber dann nicht so in dieser Online-Konferenz geben, sondern die wird es dann in einem Live-Gespräch geben. Das heißt, Frank, Alex, Boris, meine Wenigkeit und noch ein Überraschungsgast wird dabei sein, hier bei mir live im Studio. Wir werden das Ganze hier unter anderen Bedingungen mal abdrehen. Wir werden das mal probieren. Da freue ich mich schon ganz besonders drauf. Das Ganze wird dann zum Jahresende zu sehen sein. Am 27. werden wir aufzeichnen und ich denke mal so, dass wir vielleicht am 29., vielleicht 30. mit dem Schnitt fertig sind, da es dann doch schon ein bisschen aufwendiger ist, dass wir das dann online stellen können. Also darauf könnt ihr euch freuen. Das machen auch eure Spenden möglich, dass wir da ein bisschen flexibler sind. Ja, und ansonsten morgen natürlich Amok Alex Frank Stoner Show einschalten auf Radio Emergency und am Donnerstag sind wir mit Klartext wieder am Start. Und unser Gast ist Guido Grant und wir haben dort auch natürlich wieder spannende Themen am Start. Bis dann allen eine gute Nacht und ja, bis zur nächsten NASA im nächsten Jahr. Macht's gut, tschüss. Ciao. Danke, ciao. Grüßt euch.